So, das aktuellste Safe Game ist vorbildlicherweise wieder das oberste. Sehr schön. Wo sind wir denn hier gerade? Ich kann mich nicht mehr erinnern, warum wir nochmal hier waren. Wegen der Mumie, das war schon länger her, oder? Deswegen waren wir nicht nochmal hier. Doch, wegen der Mumie. Ich weiß es nicht. Mein liebstes Fallout teilen sich wirklich Fallout 2 und Fallout New Vegas. Die mag ich beide sehr gerne. Und da kannst du mich, glaube ich, täglich... Da wirst du täglich eine andere Antwort von mir kriegen, welches der beiden mir jetzt wirklich besser gefällt. So, jetzt passt auf. Wir brauchen Zutritt nach Walled City, weil ich geizig bin für zwei Quests gleich. Die Atomkraftwerk-Quest und die, war es in Modok? Nee, Quatsch, das war auch in Gecko. Die, Quest für die Autoteile, damit wir endlich unseren Highwayman kriegen. Der beste Charakter im Spiel. Aber aktuell haben wir nicht wirklich ein Ziel, außer dass wir die Raider-Bande ausfindig machen sollen, die Walled City terrorisiert. Davon hat unsere Hauptfigur bis jetzt noch gar nichts gehört. Das ist so ganz neu. Deswegen werden wir jetzt einfach mal dahin gehen, was unsere Hauptfigur halt schon weiß. Wir haben von Broken Hills erfahren, wo die Supermutanten den Minen das Uran für hier oben Gecko besorgen. Und wir haben von New Reno gehört, der großen, abgefuckten Gangsterstadt. Und ich würde sagen, wir fahren jetzt mal nach Broken Hills, weil ich mag Broken Hills und wir kriegen da den absolut tödlichsten Begleiter ever. Also vor allem für unser eigenes Team. Aber das ist ja auch schön. Ich weiß gar nicht, wen ich rausschmeiße. Normalerweise, glaube ich, wäre Wick so ziemlich der Erste, den ich rausschmeiße. Aber in diesem Playthrough sind wir erstens sehr schlecht im Reparieren oder so. Oh, guck mal. Mole Rats. Maulwurfsratten. Aber vor allem ist der so awesome mit seinem Assault Rifle. Aber ich glaube, wenn wir Cassidy das Assault Rifle geben würden, wäre der genauso awesome, ne? Denke ich schon. Das wäre eigentlich wurscht. Das ist eher die Waffe, die ihn gerade so awesome macht. Aber gut. Die Mumie hattest du als letztes gemacht. Okay, okay, okay. Doch, wir haben da schon Erfahrungspunkte und Geld bekommen. Da kann ich mich noch erinnern. Da müssen wir, glaube ich, nicht mehr um... Oder sollten wir... Ja, wir müssen ja sowieso nochmal nach Gecko. Wir kommen ja sowieso nochmal nach Gecko. Da müssen wir nicht jetzt unbedingt hin, glaube ich. Das können wir dann machen, wenn wir sowieso nochmal wegen dem Atomkraftwerk zurückkommen. Vic, ich habe dich gerade noch so gelobt. Und jetzt sowas. Unverschämtheit. Saita, vielen, vielen Dank fürs Jünger der Tentakel werden. Dankeschön für deinen Support auf YouTube, für deine Kanalmitgliedschaft. Das ist sehr nett von dir. Also Outbreak spielen wir... Also irgendwie schaffen wir das, dass wir Outbreak weiterspielen. Und wie gesagt, wenn ich es nochmal von vorn machen muss, dann mache ich es halt nochmal von vorn. Aber das kann... Das ist eins der wenigen... Also es gibt wirklich jetzt nur noch zwei Resident Evil Teile, die ich nie durchgespielt habe. Nämlich Outbreak 1 und 2. Und das geht halt gar nicht. Also die beiden Spiele müssen durchgespielt werden. Das ist vollkommen klar. Koste es, was es wolle. Das kriegen wir schon hin. Ja, ich mach das wirklich. Ich hab mir früher viel zu sehr irgendwie selber so Completionism aufgezwungen. Und das ist eine blöde Idee. Gerade wenn ich streame oder wenn ich Let's Plays mache und auf dem Spiel so überhaupt keinen Bock habe, dann merkt man das halt auch. Das macht ja auch überhaupt keinen Sinn. Für niemanden. Ich muss echt mal gucken, was mit Wick los ist. Und was ist mit allen los? Lenny auch. Warum boxen die alle? Ich dachte, die paar Maulwurfsratten, mit denen machen wir jetzt kurz einen Prozess. Haben wir alle keine Munition mehr? Kann das sein, dass alle keine Munition mehr haben? Na doch, hier. Cassidy hat noch Munition. Der ballert definitiv noch rein. Ja, ich meine, die prügeln die Maulwurfsratte auch einfach so tot, ne? Das ist eh kein Problem, aber ich muss mal mit denen reden. Vic, was ist dein Problem? Was ist los?
Huhu, streamst du nachher die State of Play? Hey, ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, dass heute noch eine State of Play ist. Aber nee, werde ich nicht streamen. Ich finde die leider meistens langweilig. Ich finde die in 90% der Fälle zu langweilig. Und da, glaube ich, kann ich auch nicht so viel Mehrwert bieten. Da werde ich im Nachhinein einfach mir eine Liste angucken mit Sachen, die gezeigt wurden. Bei Resident Evil Zero hat man es ab und zu gemerkt. Ja, das stimmt. Resident Evil Zero gerade gegen Ende, das letzte Drittel, das finde ich halt wirklich scheiße. Das Spiel startet, finde ich, echt gut sogar, aber wird dann echt so und da war ich einfach nur froh, dass es vorbei ist. Okay, Vic hat keine Munition mehr fürs Assault Rifle. Da kann ich ihm jetzt leider auch nicht helfen, blöderweise. Ich habe hier noch 44er Magnum. Welche Waffe schießt denn mit der? Schießt nur die silberne Pistole, glaube ich, ne? Ich wüsste jetzt gerade sonst keine. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was das Hunting Rifle schießt. Da könnte ich mal gucken, aber ich glaube eher auch mit was anderem. Das ist Fallout 2, genau. Mit Fallout 1 sind wir schon durch. Jetzt muss ich mal schnell gucken. Du schießt mit der komischen 223 FMJ. Okay, nee. Ich habe leider nur Munition für Waffen, die wir nicht haben, und Waffen, für die wir keine Munition haben. Das ist ein bisschen schlecht. Wir sollten vielleicht mal dringend irgendwo shoppen gehen. Pipe. Mit was schießt denn dein Pipe Rifle? Es wäre so gut, wenn man sich einfach hier... Oh, warte mal. Nee, schade. Es wäre so gut, wenn man sich einfach hier anschauen könnte, welche Munition die Waffen brauchen, ne? Weil ich weiß nicht, wenn man sich wirklich mit Waffen auskennt, vielleicht hilft einem das. Aber ich... Ah, 10 mm. Okay. Aber ich muss da immer wieder gucken. Ich habe da keine Ahnung davon. Hallo, Garfield. Garfindel. Garfield. Auch nicht schlecht. Okay, dann kriegst du jetzt auf jeden Fall meinen Speer. Ich weiß gar nicht genau, ob du den benutzen kannst, aber wenigstens, dass du mal eine Nahkampfwaffe hast. Wenn ich Holy Energy in einen Inhalator packe, müsste es technisch gesehen wie ein kognitiv schneller... wenn ich kognitiv schneller denke als die Umwelt, doch auch die Zeit verlangsamen. Ich glaube, du verwechselst Holy und Chat. Es stand da aber im Infofeld. Was stand im Infofeld? Stand da, welche Munition gesucht wird? Wirklich? Habe ich es nur übersehen? Use Pipe Rifle. Und wenn ich da drauf gehe, dann steht da... Ah, da steht sie. Du hast recht. Ich habe das sogar noch gesehen und habe mir gedacht, nee, da steht leider nur 10 von 10 Schuss, aber da steht die Munition dahinter. Guckt. Bescheuert. Ja, ja, ihr habt recht, man kann es eh sehen, alles gut. Okay, dann haben wir jetzt zumindest in diesem Hunting Rifle noch ein paar Schuss drin, mit denen kann er jetzt erstmal noch 10-mal schießen. Das habe ich übersehen, das steht ja da tatsächlich, dann ist das ja sehr gut. Und dann gebe ich Wick nämlich vielleicht, jetzt gucke ich mal schnell, hier hätten wir auch noch 8 Schuss drin. Noch 4 Schuss. Na, immerhin, nimm die mal. Hey, Agro, vielen, vielen Dank für die Bits. Hurra! Das Bitglas füllt sich. Ah, oder auch nicht. Flop, daneben gefallen. So kann's gehen manchmal im Leben, ne? So kann's gehen. Schon sind die 100 Bits wieder weg. Das wäre so lustig. Stellt euch, also, es wäre voll scheiße. Aber es wäre auch super lustig. Stellt euch vor, das gäbe so eine Mechanik auf Twitch, dass man zwar 100% von den Bits und Subs, die man kriegt, behalten darf, aber nur, wenn sie im Glas bleiben. Und alles, was aus dem Glas rausquillt oder runterfällt, das kriegt dann Twitch. Das finde ich einen guten Share. Das finde ich eine gute Mechanik, um die Einnahmen zu sharen. Da werde ich mich dafür einsetzen. So ein physikbasiertes Minispiel. Im Grunde. Da bin ich sehr dafür. What's up? You got that? I need to tell you something you might... Nee. Keine Sorge, ich will nur schnell gucken. Du hast 5 Schuss für eine Waffe, die ich dir nicht mal wegnehmen kann, weil sie so deine ist. Ich glaube, ich kann sie ihm theoretisch schon wegnehmen. Ich müsste nur ihm eine andere ausrüsten lassen. Gut, dann nimm noch die. Da sind auch noch ein paar Schuss drin. Na, dann geht's los. Weiter. Jetzt können alle, normalerweise sollten jetzt alle wieder wenigstens ein bisschen schießen können. Wo bin ich denn? Da bin ich. Wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Vielleicht entdecken wir ja was auf dem Weg. Oh, wir haben was entdeckt auf dem Weg. Das war wirklich Zufall. Oh Gott.
Oh Gott, was ist hier los? Geräusche dringen aus der Höhle hervor. Einige Farmer kämpfen gegen Wölfe. Okay, da kämpfen wir mit. Aber wem helfen wir jetzt eigentlich? Ich glaube, im echten Leben würde ich den Wölfen helfen, wenn ich sowas sehe. Aber I guess, hier in dem Spiel helfen wir mal den Farmern. Ah, ich kann nicht. Ich bin zu weit weg. Nein, ich habe keine Aktionspunkte mehr. Hä? Ah ja, jetzt geht's. Ich treffe nichts. Die anderen machen das schon. Hallo, Yoshi. Hi, Frankie Tanky. Und hi, Marcel. Hallo zusammen. Das sind schon viele Wölfe. Ich finde in Fallout 2 die Grafik, wenn die Wölfe laufen, in einem Frame haben die irgendwie so einen Puschel hinten am Schwanz, oder? Was hat denn der? Der hat so einen Elektrostab. Oh, ich hoffe echt, die Wölfe töten ein paar Farmer. Ich könnte die Munition, die die haben, schon echt gut brauchen. Hi, Joshi ist jetzt ein Bird Rider. Hi, Joshi! Vielen, vielen Dank für deinen Sub. Das freut mich riesig. Das ist sehr nett von dir. Wir haben einen Stufe 1 Hype Train auf 37%. Noch 4 Minuten, um den aufzublähen. Okay, wisst ihr was? Ich glaube, ich halte mich hier ein bisschen raus aus dem Kampf, weil egal, wer hier wen fertig macht, ich gewinne. Ich bin Team Wölfe. Weil die Wölfe haben nichts zu looten für mich. Fallout 1 und 2 Tactics als Remake. Ja, das wäre so schön. Mit einer zweiten modernen Steuerung wäre so nice. Ich fände ein Remake auch sehr, 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 sehr schön. Aber Remake ist halt nicht gleich Remake. Ne? Da gibt es bestimmt wieder auch verschiedene, sehr verschiedene Vorstellungen. Ich hätte schon gern auch wieder so ein Top-Down-Rollenspiel, definitiv. Mit rundenbasierendem Kampf auch. Man darf den rundenbasierenden Kampf gern besser machen, weil der ist nicht irgendwie jetzt super gut, ne? Da ist zum Beispiel Wasteland sehr viel besser. Wasteland 3 so, ne? Aber ja. Yay! Dankeschön, Jay! Oder JD on Twitch, genau, JD. Dankeschön für die 150 Subs. Das ist sehr, sehr nett von dir. Wisst ihr was? Ich greife jetzt einfach die Farmer an. Scheiß doch drauf. Agrocanthosaurus has gifted 2 Subs to Views. Agro, danke schön für die Subgifts. Für die Sipgufts. Dankeschön, das ist sehr, sehr freundlich. Wir haben den Stufe 1 Hype Train abgeschlossen. Da. Level up. Sehr schön. Hey, ich greife jetzt einfach die Farmer an, weil ich will die Waffen von denen und die Wölfe schaffen es nicht. Ich habe den Wölfen jetzt eine faire Chance gelassen. Wir haben es leider nicht hinbekommen. Muss ich mich einmischen. Guck, die Wölfe sind schon alle tot. Ich speichere mal vorher, vorsichtshalber. Vorsichtshalber. Die Farmer sind bestimmt sehr schlechte Menschen. Wetten? Wir sehen sie gleich, ob ich viel Karma dafür verliere. Guckt, jetzt erschießen sie sich schon gegenseitig, weil sie genau wissen, wie böse sie sind. Oh Gott, ich werde hier umgebracht. Hilfe! Das war nur ein Versehen. Ich wollte das nicht. Na, guck, das hast du jetzt davon. Ich habe nur, wisst ihr, ich habe nur, weil ich halt... Oh, die haben mich umgebracht. Das ist schnell eskaliert. Zum Glück habe ich vorher gespeichert. Ich habe nur, weil ich so schlecht mit dem Messer bin. Ich wollte gegen die Wölfe kämpfen. Aber mein Charakter ist so schlecht, dass ich ganz blöd daneben gehauen habe. Und bam, plötzlich greifen mich die Farmer an. Unverschämtheit. Ich habe gar nichts gemacht. So, versuchen wir das nochmal. Achso, aber erst nächste Runde. I'm just a poor farmer, don't kill me. Ach, na super. Jetzt kann ich die nicht mehr umbringen. Ja, dann beenden wir den Kampf. Entschuldigung. Entschuldigung für alles. Ich wollte wirklich einfach nur euren Loot haben. Ihr könnt ja auch nichts dafür, ne? Aber wenn die hier sagen, so Hilfe, wir sind nur arme Leute, bitte bring uns nicht um, dann kann ich das halt auch nicht mehr machen. Naja, okay. Schön war es trotzdem. Wir haben immerhin einen Elektroschlagstock bekommen.
Ah, nee, ah, ich meine immer, wir können ja wenigstens stehlen, aber stimmt ja gar nicht. Schleichen ist ja der Perk, den wir bekommen haben, blöderweise. Schleichen ist halt wirklich. Also weiß ich nicht. Ich habe noch nie einen Charakter mit Schleichen gespielt. Wer weiß, ob der in Wirklichkeit voll gut ist. Der Skill. Und ich weiß nur nicht, wo ich ihn sinnvoll anwenden kann. Es ist eben möglich. Aber ich weiß es nicht. Leider kann ich ihnen halt die Waffen, die sie ausgerüstet haben, nicht wegnehmen, ne? Naja, schade. Also für den Loot könntest du dich schon was. Ja, ja, theoretisch. Ich weiß, aber jetzt tun sie mir leid, ey. Nee, dann gehen wir einfach. Ah, warte, wir könnten mal. Nee, aber die Höhlen im Fallout 2 sind immer langweilig, sind wir ehrlich. Ich finde die Idee sehr cool, dass man manchmal einfach auch Höhlen findet, in denen dann auch was ist. Aber die sind eigentlich immer langweilig. Und diesmal haben wir hier einfach eine riesige Red Scorpion Höhle. Nee, es ist eine winzige Red Scorpion Höhle. Aber trotzdem sind die in der Regel den Aufwand nicht wert. In die Augen! Ja, wir haben tatsächlich getroffen, wenn auch nur ein bisschen. Sehr cool. Ich freue mich schon so drauf. Bald gibt's Laser-Minigun in die Augen und es wird das Schönste überhaupt. Es wird so schön. Aber bis jetzt noch nicht. Naja. Okay, was haben wir denn da zufällig entdeckt auf unseren Reisen? Was sehen denn unsere Leute in der Entfernung mit den Ferngläsern? Einen unbekannten Ort. Wo sind wir denn? Ich weiß es wirklich nicht. Mala Mute Saloon. Wo ist denn der? Ich muss mal ganz kurz raus und wieder reingehen. In Reading sind wir. Ah ja, natürlich. Okay. Na gut. Augenlasern auf Kassenrezept. Genau. So wird das. Ja, Fallout 2, aber Resident Evil 2 auch schön, aber Fallout 2 packe ich auch, ist auch so eins dieser Spiele, die ich gern alle paar Jahre wieder auspacke, um die einfach mal wieder zu spielen. So, wir haben hier Glücksspiel, wir haben hier einen Untergrundkeller, wir haben hier verschiedene Personen. Reden wir mal mit dem da. Juhu, wir haben was bekommen, ein Hype Train Emoji. Wartet mal kurz. Ich will mich nicht raustappen, aber ich habe einen echt coolen neuen Emoji bekommen, der gefällt mir. Und zwar, dass einfach super schnell der A-Knopf gedrückt wird. Super schnell den A-Knopf rushen. Das ist irgendwie cool. Das gefällt mir. Hallo. Nee, ich will gar nicht Glück spielen. Wir haben nicht genug Glück, dass sich das lohnt. Ich will eigentlich nur gucken, ob es hier jemanden mit interessanten Informationen gibt. Ach, der Emoji von Agro ist aber auch cool. Der gefällt mir auch. Oh, guck mal, den gibt es in zwei verschiedenen Versionen sogar. Nice. Willkommen in der schönen Stadt Reading und willkommen in meinem Casino. Jetzt ist ein Ass hier bei... Was? Jeder ist ein Ass hier bei Ascorti. Ich bin Ascorti, Besitzer und Bürgermeister dieser wunderschönen Stadt. Gibt es Arbeit hier in Reading? Tja, da ist einmal der Sheriff und dann die Minenbesitzer, die nach irgend so einem Ersatzteil für eine ihrer Maschinen suchen. Ich finde das ganz interessant, dass der Text jetzt deutsch ist, weil ich glaube, das bedeutet, dass in dem englischen Text keine Fehler waren, der quasi von dem Restoration-Mod repariert wurde. Deswegen sind ja die meisten Dialoge englisch geworden, weil die einfach korrigiert und umgeschrieben wurden. Und den haben sie anscheinend im englischen Original belassen und deswegen haben wir den noch auf Deutsch. Der wird quasi nicht gepatcht. Naja. Nee, zu Resident Evil 9 weiß man noch nichts. Nichts Offizielles.
möglicherweise heute in der State of Play, von der ich vor 2 Minuten erfahren habe. Aber wahrscheinlich nicht, aber möglich. Okay, was ist mit dem Sheriff so los? Naja, ich habe gehört, der Sheriff All Marion, dass der jemanden sucht, der ihm hilft. Weil ich kann heute irgendwie so schlecht lesen. Brauche ich eine Brille schon langsam? Bis sein schlechtes Bein wieder verheilt ist. Du kannst ja mal mit ihm reden. Sein Büro ist südlich von hier, über die Straße. Okay, danke für den Tipp. Ich habe noch eine Frage. Welche aber gibt es? Was ist mit dem Minenbesitzer? Was braucht der? Darüber weiß ich ehrlich gesagt nicht viel. Du solltest mit dem gefährlichen Dan McCrew in der Morningstar-Mine reden. Oder mit Marge LeBarge in der Cocove-Mine. Sie sind beide nördlich der Innenstadt, hier auf der anderen Seite des Friedhofs. Okay. Dann habe ich noch eine andere Frage. Hast du schon mal irgendwas von einem sogenannten Garten-Eden-Erstellungskit gehört? Ein Garten-Eden-Erstellungskit? Ich glaube, aus so einem Ding haben die Bunker stattgemacht. Alle Bunker sollten eigentlich eins haben, aber hier haben wir sowas nicht. Na gut, okay. Das wäre so geil, oder? Wenn man einfach nur, das wäre, weißt du, so Joker-mäßig, wenn es irgendwie eine geringe Wahrscheinlichkeit gibt, dass einfach in irgendeiner Stadt eine Person spawnt und wenn man die nach dem Garten-Eden-Erstellungskit fragt, dann sagt die, ach so, ja, das habe ich hier, kannst du haben, ich brauche es nicht. Und dann hat man einfach die erste Hälfte des Spiels durchgespielt. Weil, wisst ihr, so ganz unwahrscheinlich, aber es kann passieren. Mit Glück 10 oder sowas, es wäre lustig. Wird natürlich manchen Menschen einfach das Spiel komplett ruinieren, ne? Aber es wäre schon lustig. Naja, mal eine Lore-Frage. Okay, ich hoffe, ich kann die beantworten. Aus dem FF. Wenn laut der Fallout-Serie eigentlich Wall-Tec die Atombomben selbst in Amerika gezündet hat, würde das dann nicht irgendwie bedeuten, dass nur Amerika zerstört ist und dass der Rest der Welt noch in Ordnung ist und den armen Amerikanern nicht zur Hilfe kommen? Also wir wissen tatsächlich, also mal unabhängig von der Fallout-Serie, weil selbst die Fallout-Serie, wenn man mal genau aufpasst, lässt es ja eigentlich offen, ob Wall-Tec wirklich die Atombomben gezündet hat. Die hatten Atombomben und hatten Pläne, sie zu benutzen. Aber was, wenn ihnen was zuvor gekommen ist? Weil, ne, warum hat die hochrangige Wall-Tec-Agentin, die Frau vom Cowboy-Ghoul, warum hat die ihre Tochter nicht mit in die Wall-Tec-VIP-Vault genommen, wenn die gewusst hätten, was passiert? Also vielleicht waren die auch überrascht. Vielleicht haben die nicht damit gerechnet, dass es so früh passiert. Also vielleicht war Wall-Tec gar nicht dafür verantwortlich. Aber ganz unabhängig davon wissen wir ein bisschen was über die restliche Welt, der Fallout-Welt, des Fallout-Universums außer USA. Und wir wissen, dass es denen auch nicht gut geht. Ob da jetzt Atombomben eingeschlagen sind und wenn, wie viele und so weiter und so fort, das ist zwar fraglich, das weiß man nicht. Aber wir wissen, dass die komplett zerfallen sind. Also ganze Staaten sind einfach an dem Ressourcenkrieg zerfallen, zerbrochen. Da ist einfach nicht mehr viel übrig. Denen geht es höchstwahrscheinlich nicht sehr viel besser. Vielleicht mit weniger Rieseninsekten, die so durch das Land durchstreifen. Aber das war es dann auch schon. Wir kennen ja sogar einige Charaktere, die von Europa gekommen sind, nach dem Fall der Bomben. Und die... Weißt du, warum sollten die? Warum sollten die in die USA kommen, wenn es in Europa so viel besser wäre zum Beispiel? Also wahrscheinlich ist die ganze Welt so ziemlich gleich am Arsch. Und dann haben wir als Indiz außerdem noch die Weltkugel, die wir im Raumschiff Mothership Zeta DLC von Fallout 3 sehen können. Die ist zwar ein bisschen in Schatten gehüllt und ein bisschen schemenhaft, aber man kann schon sehr schön erkennen, dass der ganze Planet braun ist. Also auch außerhalb der USA gibt es nicht mehr viel lebende Pflanzen. Insofern, ja, nee, der Welt, der ganzen Erde geht es definitiv tief nicht gut. Ob jetzt überall gleich radioaktiver Fallout ist oder nicht, wissen wir nicht, aber definitiv nicht gut. Definitiv nicht gut. Ja gut, aber die haben höchstens einen atomaren Winter, aber deren Infrastruktur wäre noch in Ordnung. Naja,
weißt du, die USA wurde ja auch jetzt nicht flächendeckend komplett weggesprengt, dass da nichts mehr übrig ist. Da wurden halt einfach ein paar wichtige Ziele getroffen. Ein paar Großstädte natürlich auch, aber vor allem war halt einfach die Regierung weg, waren halt Produktionsstätten weg, das reicht ja schon. Und was wollte ich sagen? Fallout New Vegas. New Vegas wurde zum Beispiel ja nicht von Atombomben getroffen. Zumindest nur von sehr, sehr wenigen. Mr. House hat ja erfolgreich fast alle Atombomben abgewehrt. Es wurden nur wenige abgeworfen. Deswegen sind große Teile der Stadt auch nicht zerstört. Aber trotzdem ist da halt alles einfach Ödland. Ich meine, das war vorher schon eine Wüste, aber Zivilisation ist halt zusammengebrochen. Ein Grund, warum ich Bethesda verfluche, Fallout hat so eine geile Lore, aber irgendwie machen die nix oder nur wenig draus. Ich finde auch, dass Bethesda sehr teilweise konservativ mit der Fallout-Welt umgeht und irgendwie manche Konzepte so klein hält, ne, so eng irgendwie darstellt. Weil wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, weißt du, ein schönes Beispiel ist, dass es in Fallout 2 beispielsweise eine intelligente Maulwurfsratte gibt, die eine eigene Sekte anführt. Und dass es diese unterirdisch, wie heißen sie gleich nochmal, die unterirdischen Mutanten in der Geisterfarm gibt, die nur nachts rauskommen können, weil die Sonne ihnen wehtut. Und es gibt einfach so viele einzigartige oder seltene Mutationen, die sich aus Menschen heraus entwickelt haben in den alten Fallout-Teilen. Es gibt einfach so viel so Submutanten und man kriegt das Gefühl von, mein Gott, in der Welt könnte so viel Einzigartiges und Fabelhaftes irgendwie sein, weil durch FEV und die Mutation ist alles möglich. Es ist unglaublich, ne? Und dann sehen wir eben auch die Auswirkungen vom FEV und sehen Harold, der ein komplett anderer Mutant ist als der Meister, der komplett anders ist als die Floater und die wieder ganz anders als die Supermutanten. Und da steckt einfach so viel Potenzial in diesem FEV, der kann einfach alles machen. Und oder auch Frank Horrigan, wobei der ein bisschen eher in Richtung Supermutant wieder geht. Aber ja, und in den Bethesda Fallout-Teilen sehen wir immer so ein ganz klares Regelwerk, so von wegen, okay, der FEV macht immer Supermutanten. Nicht mal nur der FEV 2 vom Meister, sondern jeder FEV überall macht immer nur Supermutanten. Und im Fallout 4 werden sogar Hunde zu Supermutanten. Und das ist so, warum denn? Warum beschneidet ihr denn den FEV so stark? Der könnte so viel mehr machen, da hätte man so viel Potenzial. Anstattdessen Supermutanten. Einfach nur immer Supermutanten. Finde ich mega lame. Und ja genau, auch mit Radioaktivität immer nur Ghule. Warum denn immer nur Ghule? Warum wird denn nicht mal was Einzigartiges, was Besonderes draus? Ach, da wäre viel Potenzial, das liegen bleibt. Ich bin kein Fan davon, dass Bethesda da alles so eng sieht an, ja, die Darstellung der einzelnen Mutagene. Die könnten so viel mehr. Das macht Resident Evil schon irgendwie besser mit T-Virus und G-Virus. Da sieht man immer wieder mal so Anomalien und so einzigartige Mutationen und so irreguläre Wesen. Das ist schon sehr viel spannender, finde ich. Naja. Und nur wenige rote Fäden. Die VPN-Serie zur Serie übergeben. VPN-Serie? Genau, das ist nochmal was anderes. Jedes Spiel muss für sich stehen. Das macht Bethesda halt eben sehr gerne. Die wollen nicht zu viel Verbindungen zu anderen Spielen. Das ist halt so eine Marketinggeschichte, dass man sagen kann, ja, mit jedem Teil kann man ohne Probleme einsteigen, ohne dass man das Gefühl hat, man muss die ganzen vorherigen gespielt haben. Finde ich aber auch schade, dass die nicht aufeinander aufbauen. Weil ich glaube, das kann auch funktionieren, wenn man es gut macht, dass man einen Nachfolger spielen kann, der sich auf Vorgänger bezieht, ohne dass man die Vorgänger gespielt hat. Wenn man einfach ein bisschen erklärt, ohne jetzt zu sehr in Explanation-Dumps abzudriften. Aber ja, fände ich auch schöner einfach, wenn das mehr Bezug zueinander hätte.
Resident Evil ist auch kleiner und es sind auch einfach 10 Nebenstories zu verbinden. Aber Bethesda-Spiele haben meist 1000 Stories. Ja gut, aber ich meine, Fallout 1, Fallout 2 und Fallout New Vegas schaffen es ja auch sehr gut aufeinander aufzubauen, ohne dass man jetzt unbedingt alle drei gespielt haben muss, damit man New Vegas versteht. Die wollen die breite Masse ansprechen, leider aber verständlich. Ja, genau, das ist halt das. Die Casualisierung wurde vor 20 Jahren so rumgeworfen, der Begriff. Okay, wo waren wir stehen geblieben? Ich glaube, ich gehe dann mal Bürgermeister. Wir sollen in die Minen gehen, wir sollen zum Sheriff gehen. Die haben alle Jobs für uns. Hi, Nadi. Ah, da unten ist auch schon der Sheriff von Redding. Geh doch weg, Kind. Ich kann das Kind nicht schubsen. Was ist denn los? Warum kann ich denn das Kind nicht schubsen? Jetzt. Und jetzt, weißt du? Ohne Scheiß. Und dann kommt Sulik und stellt sich genau wieder in den Türrahmen, wo ich gerade das Kind verscheucht habe. Also wirklich. Ich habe auch mit Fallout 3 und New Vegas angefangen und habe alles verstanden. Ja, eben genau die Bezüge, die Fallout New Vegas zu Fallout 1 und 2 macht, die sind zwar allgegenwärtig mit NCR und so weiter und so fort, aber das muss man nicht unbedingt wissen. Und dass irgendwelche Charaktere verwandt sind mit Charakteren aus dem ersten Teil und so weiter und so fort. Man muss die Vorgeschichte nicht unbedingt kennen, damit die Geschichte von New Vegas für sich funktioniert. Das könnte man schon auch machen, wenn man wollte. Hab gehört, heute müssen Spiele für Amerikaner innerhalb der ersten 5 Minuten komplett verständlich sein, sonst spielen die es nicht und finden auch keinen Investor mehr. Ich kann es mir vorstellen. Ich weiß nicht, ob das wirklich nur so ein amerikanisches Ding ist, aber zu Zeiten von Game Pass und, keine Ahnung, von mir ist auch Steam Publisher Bundle und sowas, merke ich das auch an mir selber, dass ein Spiel ungefähr 10 Minuten Zeit hat, um mich zu überzeugen. Und wenn ich nach 10 Minuten sage, so, nee, weiß ich nicht, habe ich noch ungefähr 100 andere Spiele auf meinem Backkatalog, die ich vorher mal mir anschauen will, dann ist es auch schon wieder weggelegt. Insofern kann ich das schon verstehen, aber deswegen muss ein Spiel ja nicht, wisst ihr, keine Ahnung. Ich bin kein Fan von modernen AAA-Spielen, aus vielen Gründen. Also, ich meine, keine Ahnung, wenn man sich jetzt EA anguckt, wo halt einfach Spiele so designt werden, damit man sie möglichst effektiv monetarisieren kann und wo wirklich Gameplay-Elemente extra so gebaut werden, damit sie eher eine nervige Hürde sind, die man dann durch Geld wegkriegt, ja, das ist dann halt eine extreme Form. Aber allgemein bin ich kein Fan davon, dass so AAA-Spiele einem innerhalb der ersten Stunde basically alles zeigen, was das Spiel zu bieten hat. Alle Werkzeuge, alle Möglichkeiten, alle Gadgets. Und dann wiederholst du einfach nur 100 Stunden die gleichen Missionstypen, die du in der ersten Stunde lernst, immer und immer und immer wieder. Und das viel zu lange und viel zu weit gestreckt und sowas. Ich bin da überhaupt kein Fan davon. Damit kannst du mich sowieso jagen. Deswegen, ja, mit dem Budget von einem AAA-Spiel könnte man wahrscheinlich 20 wirklich sehr fantastische AA-Spiele machen. Nee, die Farmer haben leider gewonnen. Die Farmer haben leider gewonnen. Früher hatte man ein Spiel und man musste, und das musste man ein halbes Jahr spielen, gut oder schlecht, ja. An die Zeiten kann ich mich erinnern und das waren schon auch irgendwie, das hatte seinen Vorteil. Ich klinge jetzt wie ein alter Mann, aber ich bin halt auch ein alter Mann. Aber tatsächlich hat das auch was Schönes, wenn man nicht so viel Auswahl hat. Zu viel Auswahl lähmt einem irgendwie auch einfach und zu viel Auswahl führt dazu, dass man sich auf nichts mehr einlässt. Ich habe ja sogar bei Spielen, die mir gefallen, schon immer das Gefühl von, na, aber schön langsam sollte ich jetzt mal das Spiel abschließen, weil es gibt ja schon wieder 3 neue Spiele, die seitdem erschienen sind, die ich mir anschauen will. Und das ist halt wirklich scheiße. Und früher war es halt wirklich so, ich habe so zum Geburtstag ein Spiel bekommen und zu Weihnachten ein Spiel bekommen und manchmal könnte ich mir vielleicht genug Taschengeld zusammenspannen, mir noch ein drittes Spiel im Jahr zu kaufen und die mussten dann reichen. Das musste, ne, so maximal ein Spiel im Quartal, 3 Monate, scheißegal, was es dann war. Und dann hat man sich aber auch wirklich intensiv damit beschäftigt und das war cool. Das ist schon cool. Das ist auch was,
ich lebe ja jetzt seit 2 Jahren sowas vegan und das ist auch was, das ich beim Einkaufen halt einfach mega geil finde, weil ich kann halt einfach wirklich 90% vom Supermarkt einfach komplett ausblenden. Die nehme ich gar nicht mehr wahr. Ich weiß genau, wo ich hin muss und dann gibt es 2 verschiedene Käsesorten und das war's. Und dann nehme ich eine davon und bin wieder raus. Und das ist irgendwie so schön. Ich mag das so. Ich mag es, wenig Optionen zu haben tatsächlich. Das habe ich sehr zu schätzen gelernt und so geht es mir auch in Videospielen. Eigentlich würde ich gerne weniger Optionen haben. Naja, naja. Netflix, bestes Beispiel. Ich gucke seit Jahren nichts Neues mehr und die alten Sachen. Ja, das ist ja nochmal. Netflix ist ja nochmal so ein Extrembeispiel. Das merkt man jetzt aber auch im Game Pass, dass einfach halt der Kapitalismus nicht funktioniert. Im Grunde. Das ist halt, das zeigt halt einfach, wie so Firmen, wie ewiges Wachstum, ne, wie der Drang, immer weiter zu wachsen, zwangsläufig dazu führt, dass Firmen scheiße werden. Sobald man an die Börse geht, ist man verloren. Sobald ein Unternehmen an die Börse geht, wird es beschissen werden, weil die kapitalistischen Zwänge die Firma dazu zwingen, scheiße zu werden. Weil wo willst du denn Wachstum? Wo willst du immer noch mehr Wachstum hernehmen, wenn du alle 3 Jahre dein gutes Spiel rausbringst? Dann hältst du vielleicht dein Level, aber das reicht ja nicht. Es muss ja mehr werden. Also was machst du? Kann man vielleicht ein bisschen mehr Geld noch aus seinen Leuten, aus seinen Kunden rausquetschen mit ein paar Free-to-Play, mit ein paar Paid-Mechaniken und kann vielleicht hier noch ein bisschen nachmonetarisieren und kann vielleicht die Spiele halt schon ein bisschen unfertig rausbringen, damit man schon mit dem nächsten Projekt anfangen kann und so weiter und so fort. Und das funktioniert halt auf Dauer nicht. Und das sieht man an Netflix, das sieht man jetzt auch bei Microsoft nach ihrer großen Einkaufs-Shopping-Tour und ihrem Game Pass und so weiter und so fort. Das, ja. Man sieht das so oft, oder? Dass irgendwelche Entwicklungsstudios kommen, so kleinere, die ihren großen Durchbruch haben, zum ersten Mal ein großes Spiel bringen, es ist ein Riesenerfolg, alle finden es geil. Und Teil für Teil wird es dann irgendwie immer, immer schlechter und schlechter. Funktioniert auch als Nicht-Veganer. Ich ignoriere im Laden einfach alles, was ich normalerweise nicht kaufe. Ja, ja, kann ich verstehen. Wenn man seine paar Sachen hat, die man weiß, dass man braucht, halt einfach. Na gut, weiter geht's. Hallo, Sheriff. ich bin der Sheriff dieser Stadt. Sounds downright picturesque, don't it? Hört sich ziemlich, wie übersetzt man das? Hört sich im wahrsten Sinne des Wortes bildhaft an oder sowas. Oh, what the fuck? Ich habe gerade eine Nachricht auf meiner Kamera gehabt, dass die zu heiß geworden ist. Und deswegen muss sie sich jetzt runterfahren. Das ist ja irgendwie seltsam. Warum machst du das? Für so Späßchen war das Ding aber zu teuer. Jeff Bezos hat mir die Kamera abgedreht nach so viel Kapitalismuskritik. Okay. Sind wir wieder da. Letztlich tröstet das Standbild sieht cooler aus. Aber wir haben es wieder behoben, oder? Ich glaube, ich bin wieder da. Wir haben wieder ein Rubbellos aus Fallout 2 gemacht, aber gut. So. Naja, das ist mein Job. Ich bin hier nach Chunktown gekommen, um in Ärsche zu treten und Kaugummi zu kauen. Und ich habe keinen Kaugummi mehr. Ich kann nicht glauben, dass du so eine cheesy Zeile von dir gibst. Du hast wohl zu viele Schundwestern gelesen. Hier ist noch einer für dich. Du wirst... You're gonna slap leather and draw that smoke wagon or you're just gonna stand there and sweat. Den verstehe ich nicht. You're gonna slap leather and draw the smoke wagon.
Da ist zu viel Cowboy-Slang drin. Ich verstehe nicht, was das Lederwatschen und den Rauchwagen ziehen bedeuten soll. Das verstehe ich nicht. Aber gut, okay. Oh, jetzt kann ich sagen, okay, Sheriff, draw! Zu einem Duell auffordern. Ich habe Angst, dass wir dann wirklich ein Duell machen, weil ich habe keine Chance. Hey, ich hab's ja nicht böse gemeint. Ich wollte nur lustig sein. Lass mich dich nochmal was anderes fragen. Okay. Naja, ich will dich nicht länger aufhalten. Mach's gut. Nee, warte mal. Du hast doch eine Quest für uns, oder? Du bist also der Sheriff. Was machst du denn hier so in der Stadt? Naja, ich sorge hauptsächlich für Frieden. Zumindest ist das, was ich bisher getan habe. Aber dann habe ich einen Pfeil ins Knie bekommen. Das steht da nicht wirklich, aber basically. Was ist denn mit deinem Bein passiert? Ich bin rausgegangen, um eine Karawane zu treffen und war ein bisschen spät. Nee, die war ein bisschen spät, deswegen habe ich ein kurzes Nickerchen gehalten. Als ich aufgewachsen bin, hat ein Gecko versucht, Mittagessen aus meiner Kniescheibe zu machen. Und das verdammte Ding hat's fast geschafft. Noch so ein kräftiger Biss. Und dass ich jetzt sitze, du sitzt nicht mal, wäre permanent. Dein Bein ist also immer noch in ziemlich schlechter Verfassung, oder? Naja, ich war schon vorher nicht gerade der beste Tänzer. Aber danach werde ich es wohl auch nicht mehr werden. Der hat schon ein paar lustige Lines. I want to heal right. Okay, ja, und der muss sich schon, weil es soll... Ja, die Kamera ist scheiße. Die ist schon wieder überhitzt jetzt. Ich finde das ein bisschen schade. Und frag mich, warum... Ich frage mich, warum das gerade passiert. Warum ist jetzt immer das Knie? Ja, ich glaube, Knie kann man gut nachvollziehen. Knie ist halt auch so eine Schwachstelle, ne? Knie gehen gerne mal kaputt. Und Knie heilen blöd. Deswegen macht das schon Sinn. Die Kamera ist aber auch wirklich heiß. Die fühlt sich wirklich warm an. Ich lasse die einfach jetzt mal ein bisschen abkühlen und in ein paar Minuten machen wir die wieder an. Dann bin ich jetzt mal kurz. Ich lasse auch das Standbild. So, stellt euch einfach vor, ich bewege mich da oben noch. Ich mache es gleich wieder an, in 10 Minuten oder so. Keine Ahnung. Okay, und er ist außerdem bei Doc Johnson, sagt er noch. Also brauchst du Hilfe, Sheriff, jetzt wo dein Bein so kaputt ist. Ja, aber der Job könnte ein bisschen zu hart für dich sein. Komm zurück, wenn du ein bisschen mehr Erfahrung unter deinem Gürtel hast. Okay, Sheriff. Wasserkühlung für die Kamera, ja. Jetzt will mir der echt die Quest nicht geben, weil ich nicht hochlevelig genug bin. Ich meine, gut, mit Wanamingos oder so will ich mich jetzt wirklich nicht anlegen. Da hat er schon recht. Was hast du denn da alles in deinem Spind und warum darf ich das alles mitnehmen? Das wäre mega nett von dir. Nice, hat sich gelohnt, hierher zu kommen. Gut, dann können wir in Raiding jetzt aber noch gar nicht viel machen, glaube ich, weil tatsächlich sollten wir uns, glaube ich, noch nicht in die Minen trauen. Ich habe allein schon Angst, jetzt hier in der Nähe von Raiding zu sein. Weil hier auch die Zufallsbegegnungen nicht ohne sind. Dammit, ich habe auch die Ersatzkamera nicht mehr hier. Es dauert jetzt auch zu lange. Nix funktioniert. Erst lösche ich Outbreak. Und dann geht meine Kamera kaputt. Und dann steht Zulik im Türrahmen und lässt mich nicht vorbei.
Oh ja, stimmt, die Katze im Hintergrund. Das habe ich ja gar nicht gesehen, dass Linky da hinten pennt. Na, das ist doch cool. Dann ist es immerhin ein schönes Standbild. Okay, keine Ahnung. New Reno. Broken Hills. Yay, Level Up! Dankeschön für das Level Up, Agro. Das ist sehr nett von dir. Ich würde ehrlich gesagt ganz gerne... Ist jetzt das Spiel auch eingefroren schon wieder? Irgendwie schon, ne? Ich würde ehrlich gesagt am liebsten... Das wäre jetzt fast ein bisschen cheaten, aber ich brauche einfach eine schwere Waffe. Es hilft nichts. Schwere Waffe wäre schon sehr cool. Lass mich mal ganz kurz gucken. Ich weiß, glaube ich, ich muss jetzt, jetzt wartet mal kurz, ich gucke mal schnell was nach. Ich glaube nämlich, wir kriegen eine schwere Waffe in der NCR sollten wir eine schwere Waffe kriegen. Bei der NCR sollten wir, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, eine schwere Waffe kriegen können, wenn wir einen Händler ausrauben. Und die NCR müsste, glaube ich, irgendwo hier unten zwischen den beiden sein. Und ich würde jetzt einfach mal ein bisschen schummeln, auch wenn unsere Hauptfigur das noch gar nicht wissen kann, und einfach mal darunter gehen. Weil warum nicht? Ja, nee, ich habe mich nur kurz rausgetappt. Das Spiel, dem Spiel geht's gut, keine Sorge. Was haben wir denn hier? Eine müde Frau? Ich sehe eine müde Frau, die mal ziemlich gut aussah, als sie noch jung war, wahrscheinlich. Hä? Nee, warte mal, das ist noch ein alter Text. Einige Prospectors. On your way. Ja, gut, von mir aus, keine Ahnung, dann gehen wir. Ich habe mit denen nichts zu tun. Ich gehe mal davon aus, du hast die Cam nicht noch in der Verpackung. Nee, habe ich nicht. Und zwischen irgendwas auch nicht, nee. Die ist über meinem Bildschirm, aber der Bildschirm pustet auch keine heiße Luft nach oben. Ja, ich finde es auch krass, dass die jetzt schon so heiß gelaufen ist. Muss ich auch ganz ehrlich sagen, das wundert mich auch sehr. Ich habe die zwar heute schon für einige Testaufnahmen benutzt vorher, aber die hatte gut 2 Stunden jetzt Zeit, den Aufnahmen zum Abkühlen. Und da habe ich sie nicht mal eine Stunde benutzt oder so. Also das sollte echt nicht passieren, glaube ich. Also weiß ich nicht, finde ich jetzt auch irgendwie nicht so geil. Ich hoffe, weiß ich, also, keine Ahnung. Die Katze heißt Link, wie der Link von Zelda. Ja, Munition muss ich gucken, aber Munition können wir uns suchen. Okay, wir sind irgendwie von einem Rudel Geckos und goldener Geckos und Wölfe umzingelt worden. Eben. Eben. Ja, das Problem hatte ich bisher noch nicht. Da muss ich mal gucken. Nicht, dass das irgendwie ein Produktionsfehler von meiner Kamera ist und ich die zurückschicken sollte. Ich habe mir natürlich viele Reviews und sowas angeguckt und davor, und das wäre nirgends irgendwie angesprochen worden, dass die schnell überhitzt. Naja, immer ist irgendwas. Mein absolutes Hassgame. Oh, das ist echt super schwer zu sagen. Habe ich ein absolutes Hassgame? Es gibt halt so viele schlechte Spiele.
Aber ich spiele die dann halt in der Regel nicht, deswegen... Oh doch, ich weiß es. Ich glaube, mein absolutes Hass-Game, das ich wirklich hasse und trotzdem spiele ich es alle paar Jahre, weil ich mir denke, na, so schlimm war es wahrscheinlich gar nicht. Jetzt gebe ich dem mal nochmal eine neutrale Chance und dann spiele ich es und dann denke ich mir nach ein, zwei Stunden so, oh mein Gott, das schlimmste Spiel aller Zeiten, ich hasse es so sehr, ist Resident Evil 6. Ich glaube, es gibt kaum ein Spiel, das ich wirklich so sehr hasse wie Resident Evil 6. Ich habe das Gefühl, die Wölfe umzingeln Wick gerade ganz schön. Und ich lege mich hier mit dem goldenen Gecko an. Das ist wirklich nicht gesund. Ich habe lange nicht mehr gespeichert, ne? Haha, shit. In die... Nicht in die Augen. Nicht mit 10%iger Wahrscheinlichkeit. Nee, wisst ihr... Ich muss eigentlich, also es ist einfach echt so, dass ich die Idee, dass Alexa unseren Charakter erstellt hat, echt lustig fand. Und wir werden das auch weitermachen. Aber mich frustriert so hart, gerade jetzt in Fallout 2, dass unser Charakter so beschissen ist. So nutzlos und so scheiße. Ich will jetzt eine schwere Waffe und Schluss. Ich habe keinen Bock mehr. Das war ungefähr die ersten 20 Stunden lustig, aber jetzt habe ich keinen Bock mehr. Jetzt wird hier abgegradet. Wir holen uns jetzt eine verdammte schwere Waffe und dann wird ja einfach alles weggemäht. Es kann ja nicht sein, dass ein Rudel Wölfe Vic umbringt. Verdammt nochmal. Oh mein Gott, ich habe das letzte Mal hier gespeichert beim Kampf gegen die Farmer. Shit. Ja, wir haben seitdem nicht wirklich was gemacht. Wir haben seitdem eigentlich hauptsächlich gelabert. Deswegen passt schon. Genau, wir könnten uns auf jeden Fall eine schwere Waffe holen, wenn wir... Also das wäre eigentlich die erste schwere Waffe, die man kriegen kann in der Toxic Cave, wenn man den Aufzug nimmt. Aber da brauchen wir so einen elektronischen Dietrich und den kriegt man, glaube ich, nicht so leicht. Das ist auch schon ziemlich advanced Technologie. Und ich glaube, die nächstbeste Anlaufstelle für eine schwere Waffe ist eine Wache, eine Händlerwache vor... der NCR überfallen, wenn ich mich richtig erinnere. Das heißt, ich würde jetzt mal einen kurzen Abstecher nach Reading nochmal machen, aber nur schnell, dass das auf unserer Karte erscheint. Wir konnten ja da sowieso nicht wirklich was machen. Gehen wir einfach gleich wieder. Und dann gehen wir einfach mal nach New Reno und von New Reno geht es dann weiter in die NCR und dann spielen wir wieder richtig weiter. Beim nächsten Teil vielleicht eine andere KI nehmen. Eine KI wäre tatsächlich auch eine Idee, ne? Ich glaube, ChatGPT könnte uns wahrscheinlich sogar einen echt guten Fallout-Charakter machen. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Oh, das muss ich jetzt dann testen. Ich frage jetzt dann mal ChatGPT, ob der mir die Stats für einen Fallout 2-Charakter empfehlen kann. Weil ich glaube, das dürfte ChatGPT wirklich hinkriegen. Und dann gucke ich mir die Werte mal an und sage euch, ob das Sinn macht, meiner Meinung nach. So kurz vor New Reno. Uiuiuiuiui. Uiuiui. Das ist wieder so ein Kampf, wo wir sehr viel gewinnen könnten, wenn wir Glück haben. Hier kämpfen nämlich einige Mobster gegen eine Gang. Hier haben wir die Mobster und hier haben wir die Gang. Und die sind alle schwer bewaffnet. Oh! Was zur Hölle hast du da? Flammenwerfer. Vielleicht kriegen wir schneller eine schwere Waffe, als ich dachte. Okay, jetzt bin ich wieder motiviert. Jetzt bin ich wieder drin. Jetzt geht's wieder los hier. Jetzt geht's ab. So, ich restart jetzt auch mal die Kamera, von der ich jetzt gerade sehr enttäuscht bin. Ich bin nicht wütend, Kamera, aber ich bin enttäuscht. Soll ich vielleicht mal die Qualität der Kamera ein bisschen runterschalten? Vielleicht hilft's. Ich kann die Qualität... Ach so, das müsste ich wenn dann hier machen. Ich glaube, das ist ein Problem für nach dem Stream. Mal gucken, vielleicht kriege ich das bis morgen gelöst. Muss ich mir auch mal erstmal durchlesen, was da das Problem sein könnte eigentlich. Das sollte wirklich nicht passieren, oder?
Das sollte wirklich nicht passieren. Wie lange sind wir denn jetzt live hier? Seit einer Stunde? Come on, ey. So nach einer Stunde Rekorden überhitzen? Das kann eigentlich nicht sein. Zurücksenden würde ich die Cam trotzdem zu 100%, kann er nicht sein, ne? Ich find's auch komisch. Ich habe die Sony ZVE 2, glaube ich. Ich glaube, ZVE 2 heißt die. Als Stream. Aha, guck mal, guck mal, guck mal. Hier ist jemand. Ich habe die ZVE 10 als Streaming-Kamera in einer Videokonferenz benutzt und überhitzt. Das war das, ich glaube, das ist aber das Vorgängermodell von meiner, aber gut. Überhitzen sollte eigentlich keine Rolle spielen, weil die Kamera nicht aufgenommen, sondern nur das Bild über HDMI übertragen hat. Trotzdem hat sich die Kamera zuerst nach etwa einer Stunde, dann in immer kürzeren Abständen abgeschaltet. Hier ein paar Lösungsansätze von Sony. Klicke ich mal schnell drauf. Ich gehe davon aus, dass du einem Irrtum unterlegst und sich die Kamera nicht wegen Überhitzen abschaltet. Es steht halt auf dem Display. Okay. Prüfen Sie, ob der Energiesparmodus eingeschaltet ist. Wenn Sie die Kamera für einen gewissen Zeitpunkt nicht verwenden, wechselt sie automatisch in den Energiesparmodus. Nee, glaube ich nicht. Da stand überhitzt zweimal jetzt. Überprüfen Sie die Betriebsumgebung. Die ist gut. Fingerabdrücke am Akku. Okay, die Tipps von Sony sind nutzlos. Na gut, werde ich jetzt nicht hinkriegen. Hab ein YouTube-Video gefunden, wo ein Workaround drin ist. Oh, nice. Kannst du das posten? Darfst du Links posten? Ich weiß es nicht. Post mal den Link rein, ob ich das sehen kann. Technischer Support hier live im Stream. Von diesem Jahr. Sehr gut. How to prevent. Okay, okay, okay. How to prevent auto power off. Ihr hört's, ich seh's. Hören wir es uns mal an. ZVE 10 camera. So it's pretty easy. You just have to go to the menu. Menu? Go to the fifth tab, first page and power settings options. Okay. Here the last option. And if you go here, you are going to find the auto power off temperature, which you should always set to high. If it is on standard, it is going to turn off the camera very easily and it is going to be very annoying. So you always for okay. Das kann ich schnell machen, glaube ich. Jetzt passt mal auf. Menü und dann Power Setting Options. Moment, das machen wir jetzt schnell live hier. So. Menü. Hä? Ich muss mir das Video nochmal angucken. Bei mir sieht das Menü ein bisschen anders aus. Leider. Monitor, Anzeigeoption, Leistungseinstellungsoption vielleicht? Ja, Auto aus Temperatur auf hoch. Um die Aufnahmezeit zu priorisieren, kann sich die Temperatur des Geräts möglicherweise erhöhen. Möchtest du die Einstellung ändern? Ja. Okay, jetzt sind wir auf hoch gestellt. Schauen wir mal. Jetzt hoffen wir, dass das Ding nicht abraucht. Aber ansonsten... Ja. So. Aber ansonsten funktioniert das jetzt.
So. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Dankeschön, Backpedal, dass du das Video gefunden hast. Ich hoffe, das hat mir geholfen. Bob, bist du laut? Was wirklich? War ich gerade so laut? Danke fürs Video raussuchen. Alle bitte mal dem Video einen Daumen hoch da lassen. Ja, das ist eine sehr gute Idee. Das ist eine sehr gute Idee. Ich poste den Link jetzt auch nochmal, dass ihr den auf YouTube auch sehen könnt. Wenn ihr wollt, schaut gerne vorbei und lasst da einen Daumen nach oben da. Also wir wissen noch gar nicht, ob es funktioniert hat, aber es klingt plausibel. So. Puh. Hochleistungssport hier mitten im Stream. Ich muss auch noch, ich hab's nicht mal geliked. Guckt euch das an. Im Video, das Video, wie hast du das überhaupt gefunden? Das hat 200 Aufrufe. Ich schreibe da noch einen Kommentar. Hey, thanks. Saved my stream. Smiley. Top Video. So. Ich sehe jetzt erst, dass das wirklich ein sehr kleines Video ist von einem kleinen Kanal. Und weißt du, ich liebe es. Das Video da hat 38 Sekunden und zeigt einfach exakt, einfach nur schnell das, was im Titel steht. Das ist wirklich, das muss man wertschätzen. Okay. Okay, sehr cool. Jetzt schauen wir mal. Ich hoffe, das hat geholfen. Das ist aber wirklich, also echt danke, Backpedal, auch, dass du das gefunden hast nochmal, weil das hätte auch sehr frustrierend werden können, wenn ich wirklich mal andere Sachen mit der Kamera aufnehmen will, wenn die sich irgendwie ständig runterfährt. Da bin ich jetzt schon sehr froh drüber. So. Nein, was habe ich denn gemacht? Ich wollte das nicht machen. Ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Wir spielen jetzt. Aber wir sind schon am Rand der Map hier. Das ist das oberste Eck der Map. Deswegen bin ich so verwirrt gewesen gerade. Ich weiß nicht, ob ich mich einmischen sollte. Vielleicht halte ich mich einfach raus und loote die Verlierer. Ich kann nur hoffen, dass irgendjemand mit Flammenwerfer stirbt. Aber bis jetzt, ich stehe halt wirklich jetzt mitten im Kugelhagel, ne? Den Schritt nach vorn hat es jetzt echt gebraucht. Oh nein! Okay... Nice. Oh Gott. Nicht einmal die Aasfresser sind auf deine verstrahlte Leiche scharf. Mach mal leiser. Hey, du hast voll recht. Warum ist denn plötzlich mein Mikrofon so krass laut? Was zur Hölle ist denn passiert? Seit wann bin ich denn schon so laut mit dem Mikrofon? Ich hab doch nichts mit dem Mikrofon verstellt. Okay, aber habt ihr das gesehen? Habt ihr die Gewaltdarstellung gesehen? Wir hatten bisher nur noch nie die Situation, dass irgendwie krasse Gewalt gezeigt wird. Und ich dachte schon, das Spiel ist gar nicht geschnitten. Das Spiel ist gar nicht entschnitten. Aber doch ist es. Es hat sich nur noch nie jemand, anscheinend wurde noch nie jemand wirklich zersägt mit einer schweren Waffe. Wobei Wick das schon ein paar Mal getan hätte, ne? Egal, jetzt gerade war es definitiv so, dass ich irgendwie halbiert wurde. Und die Todesanimationen sind echt so schön in Fallout 1 und 2. Die sind kleine Kunstwerke. Das ist wirklich toll. So. Ja, aber irgendwie ist das Spiel insgesamt jetzt auch recht laut, ne? Oder nicht? Also, ich weiß auch nicht, was zur Hölle ist passiert. So, ich glaube, jetzt ist es wieder besser. Okay, ich halte mich jetzt mal aus dem Kampf raus und wir lassen jetzt mal die zwei Gruppen gegeneinander kämpfen. Und ich gewinne. Nein! Verdammt! Die eine Gruppe greift uns an. Das beunruhigt mich ein bisschen, weil wenn die beiden Flammenwerfer-Ladies sich dazu entscheiden, mich anzugreifen, dann bin ich halt einfach instant tot, ne? Oh, guck mal, die unten haben aber auch schwere Scharfschützengewehre und Stuff. Meine Güte. Hier geht's ab. Das ist jetzt schon ziemlich High-End-Kampf hier technologisch. Also ich weiß nicht, was die für Rüstungen tragen. Sieht aus wie Lederrüstung.
Aber gerade der Mob-Kerl, ne? Boah, ey, der sägt da durch. Ja gut, aber wenn die meinen, dass die sich jetzt hier mit uns anlegen, dann mischen wir uns in den Kampf ein. Ich will eh, dass die Gruppe stirbt vor allem. Deren Blut hätte ich gerne. Du warst lauter, als du das Video angeschaut hast. Ha, komisch. Hi, Desert Railgun. Willkommen zu diesem sehr verwirrenden und abenteuerlichen und verrückten Stream heute, in dem alles drunter und drüber geht. Was wir heute schon erlebt haben hier an weirden Sachen. Aber jetzt funktioniert erstmal alles. Ach, wisst ihr was? Ich bin wahrscheinlich einfach total dumm. Ah, ich weiß, was passiert ist. Als das Video war ein bisschen leise. Und ich habe, anstatt das Video lauter zu machen, den allgemeinen Lautstärkeregler hochgedreht. Ich habe das Spiel, mich, alles, ne, das Video auch, alle Audioausgänge quasi, habe ich lauter gemacht. Auf einmal. Ja, ich bin heute. Also, heute ist nicht mein Tag. Heute ist nicht mein Tag. Oh, Cassidy hat's erwischt, aber nicht schlimm. Ich muss echt ein bisschen auf den Text unten achten. Die Spielregeln sind da ein bisschen weird. Wenn jetzt das Gangster-Team versehentlich mich angreift, dann könnte es schon sein, dann ist es wahrscheinlich schon so, dass jetzt alle drei Fraktionen gegeneinander kämpfen gleichzeitig. Das wäre nicht so gut. Weil ehrlich gesagt will ich mich nicht mit dem da anlegen. Der Mobster hier ist ein bisschen sehr krass. Bis jetzt hätte ich noch nicht gesehen, dass die absichtlich mich angreifen. Nur die Gangster greifen mich an. Jetzt hat Cassidy einen Gangster angegriffen. Ich glaube, jetzt sind wir mit den Gangstern verfeindet. Das heißt, der Kerl mit der Tommy Gun würde uns jetzt einfach in winzige kleine Stückchen pulverisieren. Der wird uns nicht einfach erschießen und nicht einfach durchsieben. Der wird uns einfach von oben nach unten Schicht für Schicht in kleine Pixel zersägen. Bin ich kein Fan von, aber ich glaube, ich hau mir einfach mal Stimpaks rein und versuche mal, dass ich vielleicht ein, zwei Angriffe von dem tanken kann. Und meine Begleiter bringen den währenddessen hoffentlich um. Weil jetzt haben wir ein Problem. Es lebt noch ein... Okay, der letzte Raider ist tot. Jetzt sind nur noch die Mobster hier. Ich werde jetzt nichts tun. Aber Cassidy tut was. Scheiße, Cassidy. Musste das sein. Okay, der Mobster hat auch keine Munition mehr scheinbar. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was jetzt los ist. Ich schätze, Cassidy wird jetzt der Erste sein, der hier stirbt. Ich glaube, die haben sie jetzt alle auf... Aber haben die alle keine Munition mehr? Die haben alle keine Munition mehr? Das ist auch ein bisschen schlecht für mich und meine Lootpläne. Aber wenn die keine Munition mehr haben, dann könnten wir die vielleicht sogar töten. Auf wen schießen denn die? Ah, Mobster critically missed and lost the rest of her ammo. Cassidy was hit with no damage. Ich sehe leider halt hier hinter den Bäumen auch nicht viel. Aber ich kann auf jeden Fall eine angreifen. Ich mache das jetzt einfach. Oh Gott, ich speichere jetzt mal. Typischer Montag. Ach so, ist ja Dienstag. Ja, aber ja. Es ist ein typischer Dienstag, der 24. Man kennt's, ne? Der Unglückstag. Okay. Let's go. Messerstich. Und daneben. Let's go. Jawohl, wir machen die fertig. Jawohl. Jawohl.
Cassidy, ich mache mir ein bisschen Sorgen um Cassidy, er ist ganz schön umzingelt, ne? Die Leute können dem nicht viel Schaden machen, aber irgendwann werden sie ihn zermürben. Er hat noch 59 HP, er hält noch einiges aus, aber ein, zwei blöde kritische Treffer und auch mit bloßen Fäusten, oder ich weiß ja nicht, ob die Nahkampfwaffen haben, können gefährlich werden. Das Einzige, was nicht gefährlich werden kann, bin ich. Aber nach diesem Kampf könnte das anders sein. Flammenwerfer ist jetzt nicht meine liebste schwere Waffe. Aber ich nehme sie. Okay, dann sind jetzt da nur noch die drei unbewaffneten Kerle übrig. Die könnten wir schaffen. Die kicken Cassidy echt ganz schön nieder, aber die machen kaum Schaden. Drei Schaden, ein Schaden, kein Schaden, kein Schaden, ein Schaden. Ich habe eher Angst, dass mein eigenes Team ihn irgendwie wegschießen könnte. Okay, Vic hat auch keine Munition mehr. Ja, Hauptmobster ist tot. Hauptmobster geht zu Boden. Es hat sich ausgemobstert. Oh ja, ja, du hast recht. Schade, ja, es ist schade, wenn der 26. wäre. Dienstag der 26. ist quasi zweimal Freitag der 13. Ganz so weit sind wir noch nicht. Das ist die Animation, sieht einfach, wenn ich Gegner in der Position angreife, sieht das einfach aus, als würde ich mein Messer gezielt in Arsch pieksen. Aber sowas von. No damage, no damage, no damage, no damage, no damage, no damage. Prügeln können alle nicht so gut, die da stehen, außer Sulik. Und das macht er auch. Und Cassidy hat Munition und ballert alle über den Haufen. Never bring your fists to a gunfight. So. Yes. Leute, ich glaube, das war bis jetzt der absolut wichtigste und krasseste Kampf, den wir jemals geführt haben. Wir haben jetzt Sniper Rifle, das so ziemlich mitunter die krassesten, leichten Waffen im ganzen Spiel sind. Und wir haben, glaube ich, auch ein paar Flammenwerfer. Ich würde gern den anderen Kerl, der da liegt, noch genau. Leute, gebt mal alle weg hier. Gebt mal alle ein bisschen weg. Ihr steht mir zu sehr auf meinem Leichenberg. Ich muss jetzt systematisch looten. Wir sind jetzt gut... Oh, eine Tommy Gun. Wir sind jetzt gut ausgerüstet und reich. Wenn wir das alles verkaufen... Oh, guck mal, Flammenwerfer. Yes. Wenn wir das alles verkaufen, sind wir reich ohne Ende. Und wir können uns super damit bewaffnen. Was uns jetzt noch fehlt, ist Munition, aber die können wir kaufen. Okay, ich bin überladen. Das ist okay. Wir können jetzt im Grunde schon mal ein bisschen Charakter ausrüsten. Kommt mal alle her. Kommt mal her, Team. Level, das war das krasseste Level-Up ever jetzt. Hab grad mit deinem Rabattcode bei Holy 8 Euro gespart. Wow, cool. Ey, danke schön, dass du meinen Rabattcode benutzt hast. Das ist sehr nett von dir. Und das war ja deine fette Bestellung. Sehr cool. Hätte nach noch drei weitere Spielvorschläge, wenn du Pacific Drive... Ah, ja, okay, ich verstehe. Ja, gerne. Oh ja, Dredge wollte ich mir tatsächlich mal anschauen. Das kenne ich nicht. Also, das kenne ich, aber das habe ich noch nicht gespielt. Forever Skies. Vergleichbar mit Raft, nur mit Luftschiff. Ah ja, klingt auch cool eigentlich. Und The Planet Crater, da terraformt man einen Planeten. Planet, ich weiß nicht, ob ich Planet Crafter nicht schon gespielt habe, tatsächlich, aber nicht sehr lange. Aber danke für die Vorschläge. Ich werde mir auf jeden Fall Forever Skies nochmal anschauen. Und Dredge muss ich mir vielleicht wirklich mal nochmal genauer anschauen. Speicher mal ab nach dem krassen Loot. Ja, absolut, machen wir gleich.
Wie stehst du zu den Spielen Alex und Alex 2? Ich mag Alex gerne. Ich habe den zweiten Teil tatsächlich noch nicht gespielt. Der ist installiert auf meiner PlayStation, ist auf meinem Pile of Shame. Ich bin noch nicht dazu gekommen. Aber der erste Teil hat mir eigentlich gut gefallen. Ich finde, das Kampfsystem ist schon sehr gewöhnungsbedürftig. Aber wenn man es mal verstanden hat, ist das eigentlich sogar wirklich ganz cool. Und ich mag irgendwie die Welt und auch so ein bisschen diese Wackiness und dieses System mit den drei verschiedenen Fraktionen. Man muss sich für einen entscheiden und dann kriegt man so die fraktionstypische Rüstung, schwere Rüstung. Und man kriegt immer nur eine von den möglichen und so weiter. So diese ganzen Sachen, die man schon aus Gothic kennt. Ich mag das. Also ich mag Elex, gerade weil es anders ist als andere Spiele. Gerade weil es so viel Ecken und Kanten hat. Bin ich echt ein Freund davon. Bin schon sehr gespannt auf den zweiten. Ich liebe die Spiele auch, bin gerade wieder im ersten Teil unterwegs. Ja, wie gesagt, den zweiten muss ich mir aber noch angucken. Oh, The Fall, ja, das habe ich vor super langer Zeit mal gespielt und ich mochte es wirklich sehr, aber es war halt leider auch komplett kaputt. Genau, Community-Patch wäre da vielleicht mal fällig. Forever Skies muss ich mir auch mal anschauen. Ja, genau, muss ich, ja, es war gar nicht an mich gerichtet, okay. Ja, das ist gut, dass du mich wieder dran erinnerst. Das steht wirklich auf meiner Liste. So, Fähigkeit Small Guns. Dann habe ich genau das Richtige für dich. Ich gebe dir jetzt eine Tommy Gun ist schon eine Small Gun, glaube ich, ne? Aber gebe ich ihm jetzt eine Tommy Gun oder ein Scharfschützengewehr? Jetzt aktuell gebe ich dir mal beides. Aber leider halt ohne Munition. Sind doch Schuss drin? Vermutlich nicht, weil die alle leer geschossen waren. Doch, wir haben hier noch 3 Schuss. Und ja, wir haben noch, da ist noch voll viel Schuss drin. Voll gut. Aber dann kann er sich selber aussuchen, welche er lieber haben will. Ich bin gespannt, welche er jetzt wählt. Sniper Rifle, ja. Gute Wahl. Sniper Rifle ist krass. Sniper Rifle ist krass. Sehr schön. Oh mein Gott, unser Team hat gerade so einen Damage-Boost bekommen. So einen heftigen Damage-Boost. Lohnt sich Starfield? Oh, das ist eine schwierige Frage. Ich hatte mit Starfield einen schlechten Start. Hey, guck mal, Sulik benutzt nie seine Pistole und vor allem nicht seine Munition. Die nehme ich ihm jetzt mal weg. Ich lasse ihn mal, falls er doch nochmal auf die Idee kommt, die Pistole zu benutzen, weil er könnte es. Aber ansonsten nehme ich ihm die 10mm Schuss weg, die kann jemand anders dringender brauchen. Aber Sulik, du kriegst jetzt auf jeden Fall mal den Kettle Prod hier. Der braucht, glaube ich, braucht der Batterien in dem Teil? Ja, braucht er. Kleine Energiezellen, aber hat auch noch ein paar Schuss. Guck mal, ob du das benutzen willst und nimm noch so ein Messerchen. Vielleicht gefällt dir was davon. Bitteschön. Also ich hatte irgendwie keinen guten Start mit Starfield und bin irgendwie nicht reingekommen. Irgendwie hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, Starfield hat super viele Ideen und super viele Möglichkeiten. Aber ehrlich gesagt habe ich alles, jedes einzelne Element aus Starfield in einem anderen Spiel schon mal besser gesehen. Nicht in der Kombination vielleicht, aber ja, es hat sich wirklich in jedem Bereich eher so, ach ja, ganz nett angefühlt. Wisst ihr, aber nicht wirklich gut oder in irgendeiner Form revolutionär oder technisch toll oder weißt du, es ist alles andere als eindrucksvoll, finde ich. Aber es ist ganz nett. Ich würde sagen, zum Vollpreis würde ich es nicht kaufen. Kann ich es nicht empfehlen. Aber wenn man es im Game Pass hat oder irgendwie anders mal wirklich günstig kriegt, dann kann man sich es definitiv anschauen. Jetzt kommt ja bald, glaube ich, auch als Gratis-DLC, kommt ja bald ein Auto. Ein Feature, das von Anfang an sich so anfühlt, ne? Als sollte es im Spiel sein, finde ich. Ich glaube, wenn Starfield mal so ein bisschen weiterentwickelt wurde und fertig ist, dann werde ich dem nochmal eine Chance geben, denke ich. Dann werden wir uns nochmal das anschauen, weil es hat schon auch irgendwie coole Elemente. Aber ja, insgesamt war ich eher ein bisschen ernüchtert davon. Ich hätte mir mehr erwartet.
Okay. Ich hätte ja gerne auch auf meinem Kanal wirklich Starfield-Content gemacht. Ich habe sogar angefangen mit Starfield-Content. Ich hatte da große Pläne, aber irgendwie war es dann relativ schnell für mich einfach so... Ne, eigentlich habe ich keinen Bock. Gut, ich glaube, die Mobster hier haben wir schon geplündert. Dann gehen wir jetzt mal nochmal rüber zur Gang. Ich glaube, die hatten auch ein paar sehr köstliche Sachen für uns. Wie zum Beispiel einen zweiten Flammenwerfer. Oh, die ist auch eine 14mm Pistole, ballert auch ordentlich. Oh, was die alles für nice Scheiß haben. Holy shit. Ah, oh, ich kann nicht mehr ertragen. Ja, wartet mal. Vic, ich gebe dir mal ein bisschen Stuff. Nimm mal die ganzen Pistolen hier. Die brauche ich aber wieder, ne? Die sind nur geliehen. Moment, mit was schießen die? Mit 14, die habe ich alle nicht. Die haben wir alle nicht. Entladen die sich die Waffen auch selber, wenn die... Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Ich müsste die entladen. Weil mit was schießt denn das Sniper Rifle eigentlich? Mit dieser 223 Munition. Hm, schade. Und die Tommy Gun mit 45 Kaliber. Haben wir aber auch, haben wir alles nicht. Aber ich kann auf jeden Fall die eine Tommy Gun, die ich jetzt hier im Inventar noch habe, zum Verkaufen. Moment mal. Die kann ich entladen und dann gebe ich ihm noch die Munition, die 40 Schuss. Das ist doch eine coole Idee. Und ich werde auch den einen Flammenwerfer entladen, damit ich das in meinen zukünftigen Flammenwerfer laden kann. Nimm auch noch ein bisschen hier 10mm. Ich glaube, du hast eine 10mm Pistole, oder? Wenn nicht, ist auch wurscht. Mein Kumpel nennt es überteuerten Mass Effect-Klon. Ja, es ist schon ein bisschen anders als Mass Effect, finde ich. Aber es ist jetzt auch nicht sehr viel mehr wie No Man's Sky, ehrlich gesagt. Wisst ihr so? Keine Ahnung. Ja, nee. Ja, es ist so ein bisschen Mass Effect, ein bisschen No Man's Sky, ne? Ein bisschen diese ganzen Weltraumspiele. Es ist alle ein bisschen, aber nichts davon so richtig besser als das, was es eh schon gibt. Das ist irgendwie, glaube ich, mein Hauptproblem. Wo habe ich denn jetzt die 10mm Munition? Die wollte ich ihm jetzt noch schnell geben. Ah ja, genau, damit er zur Not auch mit seiner Pistole noch rumschießen kann, ein bisschen. Cool, wir brauchen jetzt dringend Munition. Für alles, was wir da haben. Und jetzt kommt der Moment, auf den wir alle gewartet haben. Hau ab, scheiß Messer. Und willkommen, geiler Flammenwerfer. Tatarata! Ich habe gerade für einen kurzen Moment, habe ich gerade gedacht, Moment mal, wie viel Stärke braucht man, um den zu benutzen? Oh mein Gott, man braucht mindestens 6 Stärke, um den proper zu benutzen. Und dank Alexa, danke, haben wir 5 Stärke. Wir können den Flammenwerfer noch nicht richtig benutzen. Der Flammenwerfer ist zu schwer für uns. Der Flammenwerfer ist zu schwer für uns. Es gibt viele Möglichkeiten, wie wir unsere Stärke ein bisschen erhöhen können. Aber ich weiß jetzt nicht, ob irgendeiner davon für uns zugänglich ist. Wir brauchen entweder dieses Modul, das uns die Bruderschaft einpflanzen kann. Wir brauchen eine Powerrüstung. Gibt es noch eine Möglichkeit, um einen permanenten Stärkepunkt zu kriegen? Weiß ich nicht mehr. Stärke ist der Perk, den man am leichtesten und vor allem am höchsten erhöhen kann. Deswegen mache ich mir keine Sorgen. Ich mache mal schnell das Fenster zu wegen Mücken. Ach, das Fenster ist schon zu. Ja, vergesst es. ich sage, heute ist mein Hirn irgendwie kaputt. Aber was wollte ich gerade sagen? Gehen wir weiter. Let's go. Lohnt sich Mass Effect? Das ist eine gute Frage. Oh nein, wir haben hier schon... Wir haben hier einfach schon wieder... Agro, dankeschön für die Bits. Wir haben hier einfach schon wieder eine Gang gegen eine Mobstergruppe. Das ist so awesome. Die sollen sich jetzt wieder gegenseitig umbringen und ich loote den Rest und dann sind wir einfach reich. Wir haben das Spiel jetzt durchgespielt. Ich brauche noch ein bisschen mehr Stärke. Wir können uns jetzt endlich anständige Rüstungen kaufen und sterben nicht mehr dauernd. Das wird awesome. Ich glaube, ich habe den Kater geweckt. Entschuldigung, Kater. Ich sollte nicht so rumschreien. Der Arme.
Ist das... Entspricht das den Twitch-Regulierungen, wenn sich eine Katze im Hintergrund den Arsch leckt vor der Kamera? Darf man das? Ich hoffe es. Und trinken nicht vergessen, das stimmt. Ja, also Mass Effect, ob sich das lohnt. Ich halte mich da aus dem Kampf jetzt einfach komplett raus, ne? Ich würde sagen, ja. Aber, jetzt kommt ein großes Aber. Vor allem der erste Teil ist schon ein bisschen altbacken und ich würde sagen, nicht gut gealtert. Muss man schon sagen, der ist nicht mehr up to date. Da habe ich mir, erstens war ich erstaunt, als ich den jetzt im Remaster in der Trilogie wieder gespielt habe, wie wenig Dialoge man tatsächlich mit den Figuren hat und wie wenig die Begleitcharaktere ausgeleuchtet werden. Das haben tatsächlich schon die Old Republic Vorgängerspiele im Grunde besser gemacht als Mass Effect. Das fand ich da nicht so gut. Aber was ich definitiv sagen kann, ist, dass es sich sowas von lohnt, sich durch den ersten Teil mehr oder weniger durchzuquälen für den zweiten Teil. Weil der zweite Teil ist meiner Meinung nach eines der besten RPGs aller Zeiten, immer noch, bis heute. Der ist wirklich großartig. Da sind die Charaktere gut geschrieben, ihre Storys sind gut geschrieben, alles macht irgendwie Sinn. Die Hauptstory ist vielleicht ein bisschen vernachlässigbar. Aber tatsächlich ist die Hauptstory mehr oder weniger die Hauptstory der Companions und das funktioniert super. Und der dritte ist dann okay. Den dritten kann man dann schon auch mitnehmen, um das Ganze abzurunden. Aber gerade der zweite ist für mich einfach wirklich so im absoluten Rollenspiel Olymp. Und dafür lohnt es sich eben wirklich, den ersten auch zu spielen. Also ja, ich würde es empfehlen, aber mit der Warnung, dass der erste schwierig ist. Aber ich speichere nochmal, ja, okay. Aber ist schon besser, wenn man den vor dem zweiten spielt. Aber hey, keine Ahnung. Kannst du das mal testen und wenn dir der erste zu blöd ist, zu alt ist, dann skip den einfach und fang gleich mit dem zweiten an. Funktioniert wahrscheinlich auch. Aber es geht ein bisschen was verloren. Würde ich nicht empfehlen. Okay, wir sind in New Reno. Wenn wir jetzt einen Händler finden, der uns unser ganzes Zeug abkauft, dann sind wir... sehr, sehr reich. Ich glaube, ich kaufe dann einfach hier das Casino. Bam, fertig und setze mich zur Ruhe. Ich lade einfach meinen ganzen Stamm... Das ist so gut, ich kaufe ein Casino und hole dann einfach meinen ganzen Stamm hierher, um das Casino zu leiten. Und dann brauchen wir überhaupt nicht mehr uns Sorgen machen um irgend so ein Geek oder sowas. Wir sind dann so die neue Familie von New Reno. Wir leiten den Laden, versteht ihr? Easy. Okay, hier steht eine atemberaubend schöne Frau vor uns. Als wir sie ansprechen, guckt sie von ihrer Arbeit auf und lächelt uns an. Ah, ein neues Gesicht. Ich bin Miss Kitty. Willkommen im Catspaw. Was für eine Freude, dich kennenzulernen. Nee, warte mal. Was ist dein Pleasure? Was kann ich dir heute Gutes tun? So ungefähr, Miss. Ich habe ein paar Fragen. Sie lächelt und sagt, Antworten könnten aber vielleicht was kosten. Das ist jetzt hier basically ein Bordell, ne? Und ich könnte jetzt entweder selber some Action suchen oder ich könnte einen meiner Freunde, meiner Begleiter zum Geburtstag ein bisschen Action spendieren. Aber ich glaube, wir gehen einfach. Aber auch wenn die jetzt hier komplett... die Tür blockieren. Hier ist, glaube ich, die Pornoproduktion drin, oder? Oder ist die erst weiter oben? Hast du ein bisschen Chat, Schwester? Nee, hier ist nicht die Pornoproduktion. Oh, meint ihr, wir könnten, weil du gerade Zulig sagst, meint ihr, wir könnten schön langsam vielleicht nochmal zurückgehen zu Metzger? Und dem mal noch einen Besuch abstatten? Oh, das wird mein Geburtstag.
Das wird mein Geburtstag im Spiel. Wir kaufen uns jetzt hier für das Geld, das wir hier jetzt irgendwo machen werden, sobald ich einen Händler gefunden habe. Gibt's doch hier bestimmt. Ich weiß es wirklich nicht mehr, aber gibt's doch hier bestimmt einen guten Händler. Kaufe ich mir sowas von. Gute Rüstung. Und dann gehen wir mit unseren neuen Waffen und unserer Munition, die ich hoffentlich noch kriege, und unserer Rüstung zurück zu Metzger. Ist ein langer Weg, aber das ist es wert. Und dann werden die Sklaventreiber einfach mal komplett hier, Golden Globe Porn, werden die einfach mal komplett ausgelöscht. Und alle Sklaven werden befreit und Suliks Schwester natürlich auch. Vor allem deswegen machen wir das Ganze ja. Boah, da schauen wir überall noch rein, aber jetzt gerade ist das alles nicht das, was ich suche. Ich will jetzt möglichst schnell den Shit verscherbeln hier. Es geht einiges verloren, wenn man Teil 1 überspringt. Bei Mass Effect, ja. Eben, würde ich auch sagen. Ich empfehle schon, den ersten zu spielen, auch wenn ich den tatsächlich gerade spielerisch heutzutage echt nicht mehr gut finde. Irgendwie wollten die da so einen weirden Hybriden aus Shooter und Rollenspiel machen und man zielt zwar wirklich, aber das, wo man hinzielt, hat nicht wirklich Einfluss auf die Trefferwahrscheinlichkeit und es gibt viel zu viele Missionen, die sich einfach wiederholen und die ganze Zeit kommen einfach nur diese Horden von Husks auf einem zu, weiß ich nicht, ja, da ist viel an dem Spiel, finde ich einfach nicht gut. Es ist jetzt nicht schlecht oder so. Es ist nur nicht gut gealtert, würde ich sagen. Es wird doch hier in New Reno wohl einen Laden geben. Wisst ihr was? Ich gehe jetzt gleich. Spielen die hier mit Minen? Ja. Nee, das sind Steine. Ich dachte, die Kinder spielen da mit Minen. Hätte auch zur Fallout-Welt gepasst. Ich glaube fast, wir gehen jetzt erstmal noch aus New Reno wieder weg, weil wir haben in New Reno jetzt gerade gar nichts zu tun. Eigentlich ist unsere Aufgabe, dass wir das Raider-Lager finden. Das ist jetzt eigentlich unser Hauptziel, für unsere jetzt mal aus der Logik unserer Hauptfigur gedacht. Damit sie in ihrer Quest weiterkommt, suchen wir das Raider-Lager, ne? Und das Raider-Lager... und wir wissen, dass die Raider von der NCR beauftragt werden, um Bunker Hill zu terrorisieren. Das heißt, was wir jetzt suchen, sind Informationen über die Raider. Und so werde ich jetzt unsere Hauptfigur spielen. Ich gehe jetzt wieder zurück in die Rolle. Wir haben jetzt eine schwere Waffe, auch wenn ich die noch gar nicht richtig nehmen kann. Aber das, was ich eigentlich machen wollte, ist jetzt geschafft. Jetzt spielen wir wieder die Rolle unserer Hauptfigur. Und wir suchen jetzt irgendwelche Informationen über diese Raider, über deren Lager, über die NCR, von der wir gehört haben, aber von der wir noch nichts wissen. Und wenn wir dann wissen, wo die NCR ist, dann gehen wir da auch hin, weil wir da natürlich vielleicht Informationen über die Raider erwarten. Das wäre jetzt, glaube ich, so die Logik, die unserer Hauptfigur folgen würde. Deswegen schaue ich mich jetzt hier mal um und rede jetzt hier mal mit den Leuten. Die sind alle einfach nur sehr unhöflich. Hier unten haben wir unser illegales Meth-Labor. Und hier könnten wir theoretisch auch, mal schauen, ob wir das jetzt machen, während wir hier sind, den absolut nervigsten Begleiter in der kompletten Rollenspielgeschichte kriegen. Den absolut unsympathischsten vor allem. Aber gut. Ich gehe jetzt einfach mal von Tür zu Tür und rede einfach mal mit Leuten, bis uns jemand was Interessantes sagen kann. Das sind im Grunde einfach so die Familien, die hier über die Stadt herrschen, die so ein bisschen in Konkurrenz zueinander stehen. Aber warum finde ich jemanden Wichtigen, der irgendwie was zu sagen hat? Ah, hier haben wir endlich jemanden. Ich kenne dich nicht. Und mein Dad kennt dich nicht. Und wenn du nicht bald erklärst, was du hier suchst, dann ist es auch egal, ob wir dich kennen oder nicht. Wer bist du? Ich bin Keith Wright von der Familie Wright. Und jetzt sagst du mir, wer du bist oder was du hier willst. Ich suche nach einem Job.
Dankeschön für die Bits. Mega Adam. Auch dir ein herzliches Quark. Okay, ich suche nach einem Job. Heuert die Familie Wright zufällig gerade Leute an? Naja, nee, wir heuern keine Muskelprotze, keine, ja, nee, das ist falsch übersetzt, keine Leute für die harten Jobs mehr an in der Familie oder so wie die anderen Familien. Ja, deswegen soll ich lieber abhauen. Okay, dann hau ich ab. Mit den Rides haben wir aktuell noch nichts zu tun und ich will die auch nicht unnötig provozieren. Ich dachte, die hätten mir irgendwas Interessanteres zu erzählen, aber scheinbar noch nicht. Dann gehen wir halt wieder. Der Fan aus Oblivion. Nee, ich finde Myron schlimmer. Mass Effect 1. Mass Effect Klon? Naja, wahrscheinlich gehört das Klon nicht hin, oder? Mass Effect 1 ist schon ziemlich altbacken, trotzdem lohnt es sich. Ja, also wie gesagt, als ich es in der Trilogie gespielt habe, habe ich mir so gedacht, so, wow, ich hatte das echt irgendwie besser in Erinnerung. Und meine Schwester ist ja ein riesiger Dragon Age Fan, also die ist eingestiegen mit Inquisition und fand das sehr, sehr gut. Und dann habe ich ihr gesagt, ey, wenn du das gut findest, spiel mal Origins. Ist zwar ein bisschen älter, aber tausendmal besser. Und dann hat sie das gespielt und obwohl das Spiel älter ist, hat sie gesagt, ja, okay, jetzt gefällt mir Inquisition gar nicht mehr so gut, wo ich Origins kenne. Das ist tatsächlich sehr viel genialer nochmal. Und dann habe ich ihr eben jetzt auch empfohlen, hey, hol dir die Mass Effect Trilogie. Das macht voll Sinn, wenn du Dragon Age magst, wirst du Mass Effect auch mögen. Und die hat sich mit dem ersten Teil auch wirklich schwer getan. Aber ich habe ihr da auch gesagt, hey, spiel ihn durch, es lohnt sich wirklich. Hat sie gemacht, hat sie nicht bereut. Aber ja. Aber ja. Mein Lieblingscharakter ist und bleibt Marcus, der Supermutant. Ist einfach zu cool. Ich mag den auch gerne. Marcus ist toll. Oh, das kann ich dir leider nicht sagen. Ich kenne Emone aus Baldur's Gate 1 nicht. Ich habe Baldur's Gate 1 nie gespielt. Muss ich leider zu meiner Schande gestehen. Ich habe sehr viel Neverwinter Nights gespielt, aber nie Baldur's Gate. Also den dritten halt jetzt, aber den ersten und zweiten tatsächlich nicht. Ein wenig witzig ist das schon, wir feiern Fallout 2 und den Mass Effect 1 altbacken. Ja, aber es ist wirklich so. Ich finde, Fallout 2 ist besser gealtert. Weil eben Mass Effect 2 nicht ganz wusste, was es jetzt eigentlich sein will. Nicht wirklich Shooter, nicht wirklich Rollenspiel. Keine Ahnung, ne? Das war so nichts Ganzes und nichts Halbes. Und das, finde ich, merkt man heute noch viel mehr als damals. Du hast zwar super viel Schnaps, aber keine Kohle. Dann nützt du mir nichts. Ich gehe jetzt. Wir haben hier in der Stadt eigentlich noch nichts verloren und ich finde hier überhaupt keinen guten Händler. Ich möchte doch nur meine unglaublich krassen Waffen, die wir alle nicht mehr brauchen oder nicht brauchen, gegen ein bisschen Rüstung tauschen. Ist denn das zu viel verlangt? Die haben hier Casinos und Bordelle, aber keinen Waffenhändler. Ich meine, es kann schon wirklich sein, ne? Ich bin enttäuscht. Außerdem hätte ich gern eins Stärke. Dammit. Gehen wir nach Broken Hills rüber. Da gefällt es mir sowieso besser. New Reno war mir schon immer zu groß und zu viel Gelaber, zu viel Charaktere, so Gangsterfamilien, die irgendwie gegeneinander kämpfen und da muss man sich entscheiden, welcher hilft man und so. Das war mir schon immer zu viel. Da gehen wir natürlich hin und machen das alles. Aber gerade habe ich da nicht so Bock drauf. Ich will jetzt... Oh ja, guckt euch das an. Oh mein Gott. Ich habe ja voll viel... Ich habe ja voll viel Stats aufgehoben, die wir noch gar nicht verteilt haben. Na gut. Wir können zwar vielleicht mit dem Flammenwerfer noch nicht perfekt umgehen, aber es reicht, dass wir mit 88%iger Wahrscheinlichkeit einen wilden Hund abfackeln.
Ich will jetzt ehrlich gesagt aber nicht unseren wertvollen Flammenwerfer-Sprit hier verschwenden für die Wölfe. Aber einmal noch. Einmal schieße ich noch mit dem Flammenwerfer. Ja, ja. Alles gut. Alles gut. Backpedal. Der nervigste Charakter aller Zeiten ist Ashley Graham aus Original Resident Evil 4. Ich fand die ehrlich gesagt nie nervig. Hat gerade jemand Lenny erschossen? Ist Lenny tot? Nee, Lenny ist nicht tot. Der wird noch von den Hunden gebissen. Die wilden Hunde essen Lenny gerade auf. Der liegt am Boden und wird hier weggemampft. Aber wir haben ja gelernt, dass Lenny ein krasser Tank ist, ne? Insofern. Ah! No damage! Na shit, ey. Vielleicht müssen wir doch stärker werden. Wie kann das eigentlich sein? Oh mein Gott! Guckt euch mal das Leichenmodell von dem Wolf an, das Victor gerade zersägt hat. Das sieht... Ich kann es nicht genau erkennen, aber es sieht sehr widerlich aus, was ich da sehe. Ich glaube, ich werde gleich von den Wölfen umgebracht. Wir werden gleich von den Wölfen hier umgebracht. Lenny, ist alles gut bei dir? Ach so, oh Gott. Es tut mir jetzt leid. Das ist mir jetzt ein bisschen unangenehm. Aber das Leichenmodell von dem Hund, das ich gerade meinte, ist in Wirklichkeit Lenny, der am Boden liegt. Das, von dem ich gesagt habe, das sieht voll widerlich aus. Das ist mir jetzt sehr unangenehm, Lenny. Das tut mir jetzt wirklich leid. Das war überhaupt nicht so gemeint. Lenny ist mehr als die Hälfte tot. Aber er lebt noch. Ich dachte halt irgendwie, weißt du, Vic hat den, weil das, der tote Wolf ist unter Lennys Leiche geglitscht. Und ich dachte irgendwie, dass Vic den jetzt so zerschossen hat, dass überall Fleisch und so rumliegt. Aber in Wirklichkeit ist es halt einfach nur die Ghoul-Haut von Lenny. Ich hätte vielleicht einen Stimpack nehmen sollen, ich Vollidiot. Jawohl, Zulik rettet mich. Zulik to the rescue. Ich frage mich, ob Lenny jemals wieder aufsteht. Wir brauchen echt Munition, erstens, und zweitens bessere Rüstungen, und zwar dringend. Und ich bin jetzt trotz Flammenwerfer leider immer noch nutzlos, weil ich nicht stark genug bin. Das ist... schon okay. Mein Gott, Zulik boxt den Wolf einfach mal komplett durchs ganze Schlachtfeld. Nein, jetzt haben sie echt Lenny getötet. They killed Lenny. Sie haben Lenny getötet, ihr Schweine. Ja gut, okay, dann laden wir halt nochmal sie wurscht. Ich habe ja hier eh nichts gemacht. Dann gehen wir halt wieder. Was, wie, naja. Ich wollte doch nur zu Marcus gehen. Ich wollte doch nur Marcus besuchen. Ich freue mich auf Donnerstag, da spiele ich wieder Fallout, das Pen and Paper. Ah, mit meiner Gruppe. Ja, das glaube ich, dass das cool ist. Ja, Katze hat geschlafen und sich geputzt und jetzt muss sie sich erstmal ein bisschen vom Schlafen erholen. Ne? Jetzt muss man erstmal ein bisschen chillen. Und erstmal ein paar Stunden so richtig wach werden. Ich fühle das sehr. Also, jetzt passt mal auf. Erstens, warten wir jetzt mal, bis die Sonne aufgeht, damit wir ein bisschen was sehen auf dieser Map. Zweitens, haben wir noch 45 Skillpunkte, die ich mir extra aufgehoben habe. Jetzt ist die Frage, was ist denn, ich guck mal ganz kurz, ich muss mal schnell ins Fallout-Wiki gucken, weil die Formeln weiß ich immer nicht auswendig. Was ist denn der Malus, wenn ich nicht genug Stärke für eine Waffe habe? Das kann ich gerade überhaupt nicht sagen, wie sich das genau auswirkt. Fallout 2. Strength. Malus. Ich weiß nicht genau, ob ich da was finde.
Schauen wir mal, ob ich im Eintrag von Stärke was finde. Fallout 1, 2 und Tactics. Nee, da steht leider nichts. Aber hier, Ways to Increase Strength. Das wollte ich auch gern wissen. Power-Rüstung bringt uns plus 3 Stärke. Das ist schon mal gut. Advanced Power Armor plus 4, mehr als genug. Genau, in Fallout 2 brauchen wir den Chip, aber ich glaube, den können wir noch nicht kriegen. Dann können wir uns die Stärke erhöhen. Wir könnten uns natürlich permanent mit Buff-Out vollpumpen. Das wäre auch eigentlich lustig. Wir könnten einen Charakter spielen, der ganz absichtlich Buff-Out-abhängig wird. Und dann sind wir halt ein Buff-Out-Junky und müssen immer gucken, wie wir an unser Buff-Out kommen. Es ist schon auch interessant, das macht schon auch Spaß. Das wäre natürlich cool. Ah ja, ich glaube, es gibt auch noch Perks, mit denen wir auch nachträglich unsere Stärke noch erhöhen könnten. Minus 20 Zielgenauigkeit pro Stärke, das wäre gar nicht so schlimm. Wenn das alles ist, dann wäre das ja überhaupt nicht schlimm. Dann wäre das ja überhaupt nicht so schlimm. Ich wollte das eigentlich auch nur wissen. Ja, genau, ich habe es auch gefunden. Minus 20% Penalty. Das ist wirklich nicht so wild, weil dann lohnt es sich eigentlich, dass wir trotzdem mal ordentlich in unserem Big Gun Skill ballern. Weil dadurch gleichen wir dann aus dem Penalty wieder aus und bis jetzt brauchen wir den eigentlich noch gar nicht unbedingt. So, machen wir mal so. Dann können wir, glaube ich, eigentlich ehrlich gesagt mit dem Flammenwerfer schon ganz effektiv kämpfen. Das passt schon. Sagen wir mal Hallo. Put your weapon away. Du hast absolut recht. Tut mir leid. So. Moment, meine Leute müssen aber ihre Waffen nicht wegstecken, oder? Sehen wir gleich, ob wir plötzlich angegriffen werden. Jawohl, wartet mal. Da ist gleich mal... So wünsche ich mir das. Da ist gleich mal ein... Ohne Powerrüstung wird es eh nichts. Doch, das ist easy. Also, selbst wenn wir nur dieses Modul finden und uns einpflanzen lassen, könnten wir unsere Stärke auf 6 bringen und das reicht für den Flammenwerfer jetzt erstmal wunderbar. Aber mit Powerrüstung wäre schon geil. Mit Powerrüstung, wir können theoretisch die Stärke von unserem Charakter permanent noch auf 10 erhöhen, wenn wir alles kriegen, was dafür notwendig ist. Also wir kriegen Stärke auf Maximum. Insofern ist 5 eigentlich sogar ein ziemlich vernünftiger Startwert für Fallout 2. Nur eben auf schwere Waffen spezialisieren und auf keine andere Waffe, das war riskant. Aber gut, kriegen wir alles hin. Und jetzt möchte ich dringend handeln, Liz. Bitte sag mir, dass du unglaublich viel Geld und geile Rüstungen hast. Oh, Liz hat nicht so viel Geld, aber sehr viel, sehr interessante Sachen für uns. Oh, köstlich. Ich weiß gar nicht, ob wir uns das alles leisten können. Wir haben auf jeden Fall... Ich habe schon mal 2 Flammenwerfer zum Verscherbeln und guckt euch das an. Die sind schon mal 4200 wert. Also, angenommen, ich würde die beiden Lederrüstungen... Wobei ich mir gar nicht sicher bin, ob wir 2 brauchen. Ich glaube schon. Aber guckt euch das an. Oh, ja! Wir können uns so krass upgraden. Und hier haben wir... Ah ja, die 223er Munition. Irgendeine gute Waffe braucht die. Was, die Tommy Gun? Ich weiß es nicht. Und hier, diese ganzen Handbooks hätte ich schon auch gerne, ehrlich gesagt. Und ich würde auch, wenn wir es uns leisten können, die Stimpaks nehmen. Gucken wir mal, ob wir uns das alles leisten können. Ich müsste vorher wahrscheinlich erstmal mit meinen Begleitern reden. Und ansonsten werden wir Buffout abhängig. Das klingt eigentlich nach einem lustigen Plan für die Figur, finde ich. Ich verkaufe euch noch ein Kartendeck. Okay, aber wisst ihr was, das ist doch eigentlich schon mal gut. Kaufen wir jetzt erstmal einen Teil von dem allem hier, für 4500 ungefähr. Kriegen wir eh schon einiges. Die Munition ist teuer, ey, krass, hätte ich nicht gedacht. Die Munition ist ganz schön teuer. 11 Dollar gibt es noch obendrauf. Und dann werden wir uns hier schon mal einig. Flamer habe ich... Oh mein Gott, habe ich die Flamer alle entladen? Ich habe einen davon definitiv entladen.
Thank und you. Weil die beiden gestapelt waren, nehme ich an, dass der zweite auch entladen war, ja. Wird schon passen. Wird schon passen. Yes, wisst gerade, das war gerade der perfekte Sound, oder? Weil ich gerade beim Händler stehe. So, dann pfeifen wir uns jetzt, glaube ich, die Metallrüstung rein. Ja, schon. Nehmen wir die Metallrüstung. Ich glaube, normaler Schaden ist aktuell schon noch auch der krasseste, den man kriegt. Schützt aber auch sehr gut gegen Laser, nicht so gut gegen Feuer. Aber insgesamt definitiv die bessere Rüstung. Metallrüstung und Flammenwerfer. Oh, guck mal, das ist doch voll... Ich weiß nicht genau, was das Wort dafür ist. Ist es nicht ironisch? Es ist so... Da gibt es ein schönes Wort dafür, das mir gerade nicht einfällt. Dass wir die Metallrüstung tragen, deren einzige Schwachstelle Feuer ist, und wir einen Flammenwerfer als Waffe benutzen. Wir benutzen unsere einzige Schwäche für den Angriff. Das ist... das. Da gibt es ein Wort dafür, ne? Das ist was Schönes. Ich kann es nur nicht nennen. Vic. Paradox. Na, Paradox ist nicht das Wort, das ich suche. Eher so... Lyrisch trifft's auch nicht. Das ist so poetisch. Poetisch ist das Wort, das ich suche. Das ist so poetisch, finde ich irgendwie. Vic, ich glaube, du hast keine Rüstung. Lenny auch noch nicht, ne? Aber du auch nicht. Wie wär's, wenn du die schwere Lederrüstung nimmst? Ironisch ist es auch ein bisschen, glaube ich, wahrscheinlich. Ironisch ist es auch ein bisschen, würde ich sagen, ja. Der hat noch sehr viele Waffen, die ich jetzt verscherbeln kann. Oh, warte mal, Assault Rifle behalten wir, aber Hunting Rifle kann weg. Ach, kann ich nicht tragen, ist mir zu schwer alles. Gut. Bin mit dem Rechner nochmal reingegangen in den Stream und die Quali der Aufnahme der Cam ist echt gut, das sieht man. Die Kamera ist grundsätzlich wirklich sehr gut und jetzt überhitzt sie auch nicht mehr. Aber ich habe die jetzt auf HD eingestellt, aber die kann auch 4K theoretisch, aber ist jetzt natürlich lächerlich für so ein kleines hier, ne, Streaming-Cam-Bildchen. Aber mit der richtigen Beleuchtung kriegt man da ein sehr gutes Bild raus. Das ist schon wirklich toll, ja. Doch, die ist grundsätzlich super. Nur das Überhitzen hätte mich jetzt echt genervt. Aber zum Glück haben wir das ja nochmal hinbekommen. Wenn ich die Grafik sehe, bin ich froh, erst bei Fallout 4 eingestiegen zu sein. Ah! Du weißt nicht, was du verpasst hast. Wenn du mit Fallout 4 eingestiegen bist, muss ich dir leider sagen, dass du das Beste an Fallout verpasst hast. Das 30 Jahre... großartige Fallout-Geschichte verpasst und bist dann mit einem auch sehr guten, aber aus ganz anderen Gründen und sehr anderem Spiel eingestiegen. Aber zumindest New Vegas könntest du, glaube ich, dann auch noch spielen, auch wenn die das jetzt von der Steuerung her und so weiter zu altbacken ist. Das, ich verstehe es ja auch, aber ja. Okay, wo waren wir stehen geblieben? Ich wollte, glaube ich, ich muss noch in die Kampfkontrolle, dass Vic sich sein Lederarmor und seine Tommy Gun ausrüstet. Und wenn ich jetzt aus dem Dialog gehe, dann sehen wir Vic, weil das ist das Geile, was der Restoration Mod unter anderem macht, dass eben alle auch wirklich ihre eigenen Rüstungen kriegen. Und jetzt dürften wir Vic, yeah, in Kampflederrüstung sehen, angepasst an seinen Skin. Die sieht jetzt nicht super schön aus, muss ich zugeben, aber die individuellen Sprites für Power-Rüstungen, ah, da freue ich mich schon drauf. Allein deswegen müssen wir genug Power-Rüstungen sammeln, damit wir wirklich alle damit ausstatten können. Weil das ist so schön gemacht, dass wirklich jeder so eine individuell gestaltete Powerrüstung bekommen hat. Weil man erkennt die dann auch weiterhin von Aussehen her, vom Aussehen her, weil die so hübsch
unterschiedlich sind. Mag ich. Okay, ich habe nochmal... Oh mein Gott, die sind... Oh, die 223-Pistole ist so viel wert. Die ist 3500 wert. Und die 14 mm viel weniger. Wartet mal schnell. What the fuck? Hey, unterschätze ich gerade die 223er-Pistole ein bisschen? Von der Power her? Kann das sein, dass sie ein bisschen krass ist? Ich weiß, dass die krass ist, aber die ist einfach dreimal so viel wert wie eine Tommy Gun. What the fuck? Ob wir die behalten sollten? Eine vielleicht wenigstens. Eine? Ich gebe die mal jemanden, aber Vic wollte die nicht ausrüsten. Vic hat das Scharfschützengewehr und die Tommy Gun der schon vorgezogen eigentlich. Schauen wir mal. Wenn ich dringend Geld brauche, verscherbeln wir die. Oh, was? Nee, das will ich nicht zurückkaufen. Die hätte ich jetzt eigentlich schon noch gern, die 5 Stimpaks. 10 mm Munition brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Fehlen 700. Also die Waffe ist viel zu viel wert. Ach so, die kann ich noch reinschieben. Ah, nice. Jetzt ist es fast wieder ein bisschen zu viel. Nehme ich vielleicht wieder ein Messer raus. Okay, jetzt kommen wir der Sache näher. 190 ungefähr. Und 3 noch. Dann passt es perfekt. Ja, ich glaube, so machen wir es. Das klingt nach einem guten Deal. Ach so, weißt du was? Die alte Lederrüstung könntest du eigentlich auch noch haben. Aber du hast jetzt nicht mehr genug Geld, ne? Ja, dann nicht. Okay, alle noch mal rauskommen, bitte. Sulik, hat Sulik noch eine schlechte Lederrüstung an? Eine normale Lederrüstung? Weil Sulik geht gerne in den Nahkampf. Der könnte schon eine bessere brauchen eigentlich, oder? Kampfprotokoll oder so. Kontrolle. Ja, genau, der hat eine Lederjacke und keine Rüstung an. Der dürfte jetzt auch einen neuen Sprite bekommen haben. Ah, Lederrüstung Sulik. Okay, cool. Sulik bleibt immer barfuß. Ja, der muss die Geister der Erde spüren, I guess. Und Lenny, oh, das wäre so cool, wenn ich jetzt noch eine Lederrüstung hätte, ne? Dann wäre ich quasi mit meiner Metallrüstung hier als Anführerin hervorgehoben und meine Lederrüstungsgang hinter mir. Das würde mir irgendwie schon ein bisschen gefallen, aber ich habe leider nur noch eine Lederjacke jetzt. Hey, nimm mal noch die Pistole, falls du die benutzen willst. Jetzt muss ich noch mal schauen, welche Waffe gleich noch mal die 223 Munition braucht. Ja. Scharfschützengewehr. Jeder hat ein Scharfschützengewehr, ne? Ich gebe jetzt jedem, der mit Fernwaffen kämpft, mal nochmal 50 Schuss davon. Warum nutzt Sulik das Combat Knife als Beste? Ich verstehe... Also das Combat Knife ist gut. Das ist schon gut. Aber ich verstehe es auch nicht ganz, nach welcher Logik der die Waffen nutzt. Manchmal wechselt die dir auch im Kampf einfach ein bisschen random und nimmt dann doch wieder einen Speer oder doch wieder einen Hammer oder haut plötzlich mit der Faust zu. Keine Ahnung, verstehe ich nicht genau. Aber darf er ruhig machen. Okay, genau. Scharfschützengewehr und Lederjacke. Damit ich ihn nicht mehr mit Hundekadavern verwechsel. Sorry. Now here's a weird fucking door. Oh, er hat jetzt gar keinen Lederrüstungsskin bekommen. Das finde ich jetzt ein bisschen schade. Here's a weird fucking disappointment. Warum hat er jetzt keinen Lederrüstungsskill? Also keinen Lederjackenskin. Oh, ich bin jetzt slightly enttäuscht so ein bisschen. Bin ich jetzt schon ein bisschen traurig. Seine Haut ist die Lederrüstung, ja. Vielleicht hat er sie versehentlich irgendwie assimiliert. Jetzt muss ich das nochmal testen, weil ich bin mir eigentlich fast sicher, dass es Händler gibt, die mit verschiedenen Regalen und so verschiedenes Inventar haben, oder? Das war doch in Fallout 2 so. Aber hier schimpfen die mich jetzt, wenn ich da rangehe. Ich bin verwirrt. Naja, vielleicht verwechsel ich es wirklich mit einem anderen Spiel. Okay, das war trotzdem cool.
Hey there, friend. Das ist auch so ein Ding. In Fallout 1 und 2 gab es halt noch Zwerge. Und ich meine das nicht als abwertenden Begriff für kleinwüchsige Menschen, sondern das waren halt Mutanten. Und irgendwie gibt's die nicht mehr. Warum gibt's denn in den neuen Teilen keine Zwerge mehr? Das, weil wir vorher drüber geredet haben, dass es in den alten Teilen so viel mehr unterschiedliche Mutationen gab und so weiter, ne? Die wurden irgendwie auch gestrichen, leider. Ich finde das einfach schön, wenn so Welten mehr Variation und mehr Möglichkeiten hat und mehr so das Gefühl vermitteln von, oh mein Gott, was da draußen noch alles so an Mutationen lauern könnte, wenn es hier so eine kleine Gruppe von den spezifischen Mutanten gibt und da so eine kleine Gruppe von dem und dann gibt es noch ein paar davon, was könnte es noch alles geben? Und in Fallout 4 gibt es halt irgendwie Supermutanten. Ende. Und Supermutantenhunde, um das Ganze noch langweiliger zu machen, haben sie einfach Supermutantenhunde eingeführt. Ich bin kein Fan von dem Gegnerdesign. Ja, Trucks in dem DLC, genau. Das ist noch einmal eine Sache, wo die wirklich dann so einzigartige Kreaturen einführen, die wirklich auf so ein Gebiet begrenzt sind. Das finde ich auch sehr cool. In Far Harbor machen sie es ja auch, dass die da so ein eigenes Ökosystem machen, finde ich sehr nice. Aber Fallout 76 macht das alles halt leider ein bisschen kaputt, ne? Weil plötzlich läuft in Appalachia alles rum. Auch Kreaturen, die angeblich erst 200 Jahre später durch den mysteriösen Nebel auf Far Harbor entstanden sind. Ja, und in Appalachia vor 200 Jahren gab es die halt auch schon. Es ist irgendwie, ach, ich, ne. Ich bin da kein Fan von. Also, hallo mein Freund. Was geht ab? Du hast nicht zufällig Juwelen oder wertvolle Metalle gesehen, die hier am Boden rumliegen, oder? Nee, heute nicht. Aber wenn ich über irgendwelche stolper, dann sage ich dir Bescheid. Ja, okay, ich schätze, ich sollte nicht allzu überrascht sein. Der Markt für Schatzjäger ist schon ist am Stagnieren, geht ziemlich bergab in den letzten Jahren. Der ganze Tod und das Sterben der, wie nennt man denn das, Hungersnot oder sowas am besten. Und dieses ganze ums Überleben kämpfen Ding, das ist einfach nicht sehr gut für Abenteurer. Aber denk an mich, wenn du mal irgendwas Interessantes findest. Ja, du bist der Erste, den ich informiere. Ich verspreche es dir. 476 war einfach Resteverwertung. Also, ich finde halt einen Fehler, dass die... Ich meine, logisch, dass die für 476 sehr viel Variation haben wollten und wenn man dann so ein MMORPG-artiges Spiel machen will, dann greift man halt auf alles zurück und in der Fallout 4 Engine hatten die ja schon so viel und so weiter und so fort. Aber dadurch entwerten die halt irgendwie die Lore der Vorgängerspiele von Fallout 4 und den DLCs, finde ich zumindest. Und das finde ich schon schade. Warum laufen in Fallout 76 Supermutanten rum? Ja, das ist ja sowieso so ein Ding mit dem FEV und wie der genau funktioniert und was der erschafft. Was willst du, Mensch? Weil eben Fallout 76 ist dann so der letzte Sargnagel, was das angeht. Und Fallout 76 erzählt ja quasi die Geschichte, dass das Grundwasser oder so verseucht wurde in der Gegend und deswegen wurden Leute zu Supermutanten, weil sie den FEV getrunken haben. Und das widerspricht halt einfach auch wirklich allem, was in nicht nur in den alten Fallout-Teilen, sondern selbst Bethesda in ihren eigenen Fallout-Teilen irgendwie an Lore aufgebaut hat, wenn es um den FEV geht. Weil ursprünglich war es ja so, dass erst der FEV2 vom Meister überhaupt Supermutanten herstellen konnte. Es ist fraglich, ob der ursprüngliche FEV dazu überhaupt fähig war. Und dann ging es ja noch weiter, dass dann, also in Fallout 3 wurde es dann noch so dargestellt, dass auch schon die Regierung vor dem Krieg Supermutanten geschaffen hat. Oder zumindest in einer Vault nach dem Fall der Bomben, glaube ich, stimmt eher. Aber durch ihre Experimente sind die auch zum Ergebnis Supermutanten gekommen. Das lasse ich mir meinetwegen auch noch eingehen. Und in Fallout 4 ist es dann das Institut, das irgendwie auch mit dem FEV wieder zufällig zum Ergebnis Supermutanten kommt. Okay, keine Ahnung. Und in Fallout 76 ist es dann aber so, ja, scheiß drauf, Diggi, jetzt machen wir FEV ins Grundwasser und dann werden alle Supermutanten.
sowohl der Meister als auch die Regierung als auch das Institut mussten, so wird es zumindest damals noch dargestellt, Jahrzehnte, Jahrhunderte lang forschen, um mit dem FFV-Supermutanten herzustellen. Aber in Appalachia passiert es halt einfach irgendwie zufällig random auch noch. Das ist halt alles so, weiß ich nicht, Digga. Nee. Naja. So ist das eben. Aber hey, wir haben Markus getroffen, wo wir gerade bei Supermutanten sind. Markus ist ziemlich toll. Markus idealisiert den Meister ein bisschen viel, aber das ist ja auch gerade irgendwie das Schöne an seinem Charakter. Der ist nicht so schwarz-weiß. Ich meine, er ist schon hauptsächlich weiß. Er ist ein super netter Kerl. Er ist ein Philanthrop. Er will, dass Menschen und Mutierte aller Art friedlich zusammenleben und widmet sein ganzes Leben nur den anderen. Also er ist schon einfach durch und durch ein guter Charakter. Aber er findet die Idee vom Meister, alle Menschen gewaltsam in Supermutanten zu verwandeln, auch schon eigentlich ganz geil. Und das macht ihn schon auch irgendwie nochmal interessant. Aber das alles weiß unsere Hauptfigur noch gar nicht. Deswegen reden wir jetzt mal ein bisschen mit ihm. Wer bist du? Ich bin Markus. Half das Ganze hier aufzubauen. Jetzt bin ich der Sheriff hier. Hallo, Sheriff Markus. Du hast geholfen, das hier aufzubauen? Das muss aber schon ziemlich lange her sein. Ist eine lange Geschichte. Willst du die Kurz- oder die Vollversion? Ich hab nichts vor. Erzähl mir ruhig die lange Version. Also gut. Nachdem der Meister und die Container zerstört worden waren, wanderte ich ein bisschen herum. Ziellos. Eines Tages greift mich so ein Idiot in einer Powerrüstung an. Ach so. Wirklich? Das war Jakob von der stählernen Bruderschaft. Er hatte einen Eid geschworen, dass er jeden Mutanten umbringen würde. Wir rangelten uns eine Weile, vielleicht ein oder zwei Tage lang. Nach einer Weile haben wir dann einfach angefangen zu lachen. Was hatte das Ganze für einen Sinn? Still a better love story than Twilight. Nee, ich finde sogar, das ist eine ziemlich lustige Love Story. Also Love Story unter Anführungsstrichen. Und dann was? Wir wurden Freunde, machten uns gemeinsam auf den Weg. Dann begannen andere uns zu folgen. Schätze, die dachten sich, wenn wir bei einem Mutanten und einem Stahlritter nicht sicher sind, wo sind wir sonst? Das ist halt einfach wahr, oder? Das ist halt einfach wirklich logisch. Stellt euch mal vor, ihr seid im Ödland unterwegs, voller riesiger Monster-Raider-Banden, was weiß ich was. Und dann kommen da ein Supermutant und ein ehemaliger, schätze ich mal, Brotherhood of Steel-Ritter in voller Power-Rüstung. Und die sagen, hey, willst du mit uns mitkommen? Wir gründen eine neue Stadt. Es klingt schon ziemlich nice. Da fühlt man sich ein bisschen sicher, kann ich mir schon vorstellen. Die Uranmine. Ich wusste von den alten Landkarten, dass es da eine gab. Jetzt ist hier jeder willkommen, solange er sich anständig benimmt. Andere halten vielleicht nicht viel von uns, aber niemand ist freier als wir. So kam das. Ja, ich finde euch super. Warte mal, dein Freund, von dem du da redest, war der von der stählernen Bruderschaft? Ja, verdammt. Er war der beste Freund, den ich je hatte. Okay, cool. Und du hast ihn nicht gedippt, so wie alle anderen auch? Und ob ich das getan hätte. Was für ein großartiger Mutant er gewesen wäre. Ja, das ist halt auch Markus, ne? Aber gut. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er glücklich darüber wäre, dich so reden zu hören. Darüber haben wir uns die ganze Zeit gestritten. Ich vermisse diesen Sturkopf. Und was ist mit dem Hass, den der Meister für die Menschheit empfunden hat? Findest du den auch gut? Das war vor sehr langer Zeit. Seither hat sich viel geändert. Eine Lektion in Frühgeschichte? Klar, immer her damit, immer her damit. Also gut. Ich habe die Menschen nie wirklich gehasst. Wir hatten einfach eine bessere Methode. Diese neumodischen Regierungen glauben, dass sie die Antworten auf alle Fragen haben. Kenne ich, weiß ich, bla bla. Boah, das wäre mega geil, oder? Weil ich es gerade im Chat lese. Das hätte ich auch gern. Stellt euch vor, so basically Fallout 4. Von mir ist auch gern so in der Fallout 4 Engine. Fallout 4 würde perfekt funktionieren, basically, für das Spiel. Und man spielt Markus mit Jacob auf seiner Reise, die lernen sich kennen und so weiter und so fort. Und es geht um die Gründung von hier, Broken Hills.
Es geht darum, dass man die Gemeinde aufbaut. Man, nach und nach kommen Leute, die geben einem Quests. So ein bisschen wie der Siedlungsbau im Fallout 4, eben nur mehr Fokus auf den Siedlungsbau und die eine Siedlung und langsamere Progression. Ne? Gebäude für Gebäude, jeder NPC, der kommt, hat wirklich eine Rolle, ist wirklich ein Charakter, gibt einem wirklich auch Quests und so weiter. Und man geht so durch die Welt von zwischen Fallout 1 und 2 und baut so seine Stadt auf und die Geschichte, die dahinter steckt. Und vielleicht zum Beispiel auch als dramaturgischen Höhepunkt, wie Jacob genau gestorben ist und so Sachen. Da könnte man ein Megaspiel draus machen. Das wäre so der Hammer. Naja, okay. Und was war der bessere Weg des Meisters, von dem du da redest? Der Meister wollte alle auf seine Stufe bringen, damit wir einander nicht mehr bekämpfen würden. Er war überzeugt, dass wir das allein nicht tun würden, nicht tun könnten. Wir mussten zur Weiterentwicklung gezwungen werden. Und du stimmst damit überein? Solange Jakob noch am Leben war, glaubte ich, der Meister hätte Unrecht. Es scheint, dass manche ihrer Berufung folgen und über sich selbst hinauswachsen können, aber die meisten laufen einfach davon. Also denkst du, dass der Meister recht hatte? Jakob folgte seiner Berufung. Dasselbe tat der Bunkerbewohner. Aber egal, wie viele es schaffen, über sich selbst hinauszuwachsen, am Ende werden sie doch von der breiten Masse zerstört, nicht wahr? Der redet um den heißen Brei rum. Er will es nicht aussprechen, dass er den Meister schon eigentlich ziemlich geil fand und seine Pläne. Naja, vielleicht ist da was dran, Marcus. Der Meister wollte nur, dass alle einsichtig werden. Der Bunkerbewohner beendete diesen Traum. Es hört sich fast so ein bisschen an, als würdest du den Bunkerbewohner gleichzeitig wertschätzen und hassen. Das stimmt. Wenn alle Menschen so für das kämpfen würden, an was sie glauben, hätten wir den Plan des Meisters gar nicht gebraucht. Ah, ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt, Marcus. Ich meine, wir haben in dem Teil die Enklave. Die kämpft, die glaubt daran, dass man alles auslöschen sollte, was nicht die Enklave ist. Und dafür kämpfen sie auch. Weißt du, nicht jeder Glaube, den man hat, ist unbedingt gut. Und man sollte nicht unbedingt für alles immer kämpfen. Weiß ich nicht. Aber bist du nicht der Meinung, dass der Meister basically die Menschheit einfach versklaven wollte? Vergiss nicht, dass ich die Beteiligten gekannt habe. Sie waren das Beste, das die menschliche Rasse zu bieten hatte. Deine Leute werden die Geschichte ein wenig anders erzählen. Habe ich recht? Ja, das stimmt schon. Oh, ich habe noch andere Fragen. Willst du sonst noch was? Wer bist du? Ich bin Marcus. Half das Ganze hier aufzubauen. Jetzt bin ich der Sheriff hier. Das hatten wir schon. Das fand ich nur, ich fand es so lustig, dass er mir quasi 15 Stunden lang vom Meister und vom Stadtaufbau und so weiter erzählt. Und da sage ich, Moment mal, wer bist du eigentlich? Also, was ist die Geschichte hinter diesem Platz hier? Ist eine lange Geschichte. Willst du die Kurz- oder die Vollversion? Nee, warte, das hatten wir auch schon. Warum greift ihr Supermutanten mich nicht an? Aus welchem Loch bist du denn gekrochen? Mutanten und normale Menschen haben schon lange Zeitfrieden geschlossen. I give you stars. Ja, ne, hat er absolut recht, dass er da ein bisschen sauer wird. Das sind böse Vorurteile gegen Supermutanten. Supermutanten sind auch nur Menschen. Große, grüne Menschen. Eigentlich einfach nur kranke, mit einem Virus infizierte Menschen. Naja, aber ich bin wirklich basically aus einem Loch gekrochen. Ich komme von irgendeiner abgeschirmten Siedlung, ne? Also keine Ahnung. Ich komme von einem Dorf. Soll ich ihm sagen? Natürlich sage ich ihm das. Hey, ich komme aus einem Dorf, das von dem Original Vault Dweller gegründet wurde. Was sagst du dazu? Vom echten Bunkerbewohner. Vom echten. Du meinst den, der den Meister getötet und der einzig echte. Hat. Genau den meine ich. Aber das ist auch, das ist jetzt, ja, stimmt, ne, das ist jetzt ein schwieriges Thema. Ich sag mal so, ja. Na, macht nichts. Das ist, wie ich gesagt habe, alles sehr lange her. Okay, gut. Ich könnte jetzt sagen, ich habe keine Angst vor dir. Aber das wäre die weirdeste Reaktion überhaupt. Wenn er so sagt, naja, weißt du, ist lange her, das Kriegsball ist begraben, ne, alles ist cool. Und dann stehe ich auf und sage, ich habe keine Angst vor dir. Okay. Warum hast du damals Menschen so gehasst? Das war vor sehr langer Zeit. Seither hat sich viel geändert. Eine Lektion in Frühgeschichte. Ja, das hatten wir schon, das hatten wir schon. Was gibt's Neues? Nun, einer der Karawanenjungs macht mir Sorgen. Chad heißt er. Er scheint mir nicht ganz sauber zu sein. Meinst du, du kannst ihn für mich mal überprüfen? Oh, klar, mach ich. Wunderbar. Sag mir Bescheid, sobald du was rausgefunden hast. Klar, darf ich dich noch was fragen vorher? Willst du sonst noch was?
Möchtest du mit mir mitkommen? Das ist so weird, oder? Aber gut. Möchtest du mich zufällig auf meinen Reisen begleiten, einfach so? Zu viele Leute. Vom Reisen mit einer ganzen Horde habe ich genug. Ja, okay, okay. Willst du sonst noch was? Geht eh noch nicht. Wir müssen erst die ganzen Quests hier erledigen. Dann komm dann mit uns mit. Ich möchte was sagen. So? Was denn? Ich möchte doch nichts sagen. Vergiss es einfach. Okay, wir sollen uns um einen Karawanentypen namens Chad kümmern. Hier gibt es viel zu tun. Ich mag Broken Hills total gern. Hier gibt es viel zu tun. Hier gibt es viele coole Quests. Hier gibt es die Anti-Mutanten-Verschwörung, die wir aufdecken müssen. Hier gibt es die Minen. Die Minen mag ich, glaube ich, nicht so gerne. Aber letztendlich kriegen wir als Belohnung basically Marcus. Und insofern, das ist alles, was ich wissen muss. Ein Well. Können wir da unser Seil benutzen? Können wir da runterklettern, den Well? Nee. Aber ich lese jetzt mal unsere ganzen Bücher, die ich gekauft habe. So viel Zeit muss sein. Chillen wir mal ein bisschen am Brunnen hier und lesen ein paar Bücher. Und der Stream ist schon wieder ausgefallen. Ah, damn it. Beim letzten Mal hatten wir Glück, da hat's funktioniert, ne? Und heute crasht der Stream wieder. Ärgerlich. Ärgerlich. Aber ja, machen wir weiter. Ich hoffe, die Twitch-Leute finden wieder hierher. Wick haben wir jetzt die Munition gegeben. Jetzt braucht die, glaube ich, noch Cassidy. What's up? What's up? Bitteschön. No, God! No, God, please, no! No! Ja. No! Ja. No! Ja, den Sound fühle ich gerade sehr, nachdem wir wieder einen Ausfall hatten auf Twitch, ne? Aber, ja. Ja. Kampfkontrolle. Hey, ich finde es immer noch ein bisschen schade. Jetzt muss ich mal... Das geht jetzt nicht, ne? Ich kann denen die Rüstung nicht mehr ausziehen, wenn die mal anhaben. So schnell wirst du uns nicht los. Das ist gut, das freut mich. Der Ausfall wurde mit Werbung überspielt. Na dann. Das ist natürlich auch eine Lösung. Sehr gut. Sehr gut, Twitch. So macht man das. Wie technische Probleme? Hier gibt es gar keine technischen Probleme. Willst du dir nicht einen neuen Mixer kaufen? Hier, guck mal. Eine Werbung für dich. Kann ich dir helfen? Ich schaue mich nur um. Ja, ja, gut, dann schaue ich aber vielleicht irgendwo anders um. Wir haben hier Kriminelle. Geh. Ja, ist ja schon gut. Ist ja schon gut, Mann. Schauen wir mal, wer da hinten im letzten Haus in dieser weirden Gasse wohnt. Ist das eine Art Hotel hier? Was willst du verdammt nochmal? Raus aus meinem Haus, Pinky. Ich finde, Pinky ist eine schöne Beleidigung. Ich finde, ich kann Supermutanten nicht böse sein, wenn die Menschen Pinky nennen. Ich bin gern Pinky. Ist es nicht ein bisschen racist? Ich hoffe, die nennen nicht alle Menschen Pinky. Naja, auf jeden Fall behauptet der, das ist sein Haus, aber hier wohnen irgendwie sehr viele Leute. Also, ich... keine Ahnung. Aber scheinbar sind alle Langweiler, also gehen wir wieder. It's not a bug, it's a feature, ja. Genau. So, gibt noch viele Häuser, in denen wir noch nicht waren, ne? Gehen wir einfach mal alles durch, ja. Ah, es gibt noch... Hä, wirklich? Es gibt hinter Markus noch einen Bereich in Broken Hills? Ist der schon im Originalspiel? Oder macht es der Mod? Vielleicht habe ich es auch falsch im Kopf. Das kann gut möglich sein. Ah, doch, doch. Hier ist, glaube ich, die intelligente Schachpflanze und so Sachen, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Den habe ich nur örtlich falsch eingeordnet. Dann schauen wir uns hier mal um, wenn wir schon hier sind.
Heißt der Mutant, der dich Pinky genannt hat, zufällig Schran? Ich glaube, der hatte keinen Namen. Also nicht, dass wir wüssten. Ich brauche, was war es gleich nochmal? Karawanenführer, ne? Mit dem müssen wir reden. Werden wir schon finden. Ich gehe mal alles ab hier. Oh, guck mal, das ist aber definitiv ein neues Item, das der Mod hinzufügt. Eine Packung Zigaretten. Eine Packung Kommis. Okay. Auf der Rückseite steht, rauch eine Kommi, um deinen Beitrag zur Demokratie zu leisten und dich besser zu fühlen. Weiter unten steht eine Gesundheitswarnung. Als dein Doktor empfehle ich Kommi für einen frischeren Atem und ein gewinnendes Lächeln. Es sieht so aus, als wären da 10 Zigaretten in einer Packung. Na dann, nehmen wir mit. Ich mag ja die Supermutanten in Jacobstown. Ja, ich bin irgendwie aus irgendeinem Grund mag ich Supermutanten auch voll gerne. Ich bin ein riesen Supermutanten-Fan. Auch da bin ich kein Fan davon, dass Bethesda sich dazu entschieden hat, alle Supermutanten so dumm abzubilden. Es gibt Ausnahmen, aber eher wenige, ne? Die meisten sind schon wirklich einfach sehr dumm. Nicht, dass es nicht auch schon im Fallout 1 sehr viel dumme Supermutanten gab, die kaum sprechen konnten. Aber es war halt nicht der Standard. Es war so ein bisschen 50-50 eher. Mein Gott, ich komme hier nicht durch. Alle stehen im Weg. Ich kann nicht so jetzt... Das ist so der Nachteil, wenn man mit einer großen Gruppe reist. Die sperren einfach einem immer ein. Ja. Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Wir sind raus. Das war halt, ich meine, ne, Fallout ist ja immer noch so eine Zukunft, wie man sie sich in den 40er, 50er Jahren vorgestellt hat, basically. Und auch die ganze Kultur ist noch so aus den 50er, 60er Jahren. Und da war es halt wirklich so, dass Zigarettenfirmen damit geworben haben, wie gesund Rauchen ist. Und dass Ärzte Rauchen empfohlen haben und so weiter und so fort. Und die hatten damals schon die Studien. Die haben sich selber in Auftrag gegeben, aber... Das war wahrscheinlich gerade die Strategie. Die wussten, wie gesundheitsschädlich das ist. Deswegen impft man den Leuten lieber durch eine große Marketingkampagne schon mal ein, wie gesund Zigaretten sind. Weil wenn dann rauskommen, wie ungesund die sind, sagen alle, was? Die sind doch nicht ungesund. Das stimmt doch gar nicht. Habe ich aber die letzten 5 Jahre was anderes gehört in der Werbung jeden Tag. Naja, Marketing und so. Wer bist du? Was machst du hier in meinem Haus? Ich bin Mario Gordon. Ah, großartig, großartig. Schön, dich kennenzulernen. Er sieht ein bisschen abgelenkt aus. Hey, schau mal. Du siehst so ein bisschen aus wie der Abenteurer-Typ, oder? Erkennst du etwa nicht das auserwählte Wesen, wenn es vor dir steht? Ja, klar. Aber der Grund, warum ich frage, ist, schau mal. Meine Frau ist verschwunden. Ich weiß nicht, wo sie ist. Sie ist schon seit einiger Zeit weg. Ich habe überall im Dorf rumgefragt, aber keiner hat sie gesehen. Kannst du sie für mich finden? Ja, klar. Wenn ich irgendwie auf Informationen stoße, dann lasse ich es dich wissen. Okay, super. Sie ist blond, sexy und hat die absolut großartigste Gesangsstimme überhaupt. Das ist sehr gut. Ich werde jetzt alle blonden Frauen, die ich treffe, fragen, ob sie mal kurz singen könnten, damit ich sie identifizieren kann als deine Frau. Das ist eine wichtige Information. Als ich sie das letzte Mal gesehen habe, war sie irgendwo in diesem Gebiet hier. Sie mochte keine Mutanten und Ghule. Also wird sie wahrscheinlich nicht in der Nähe von irgendwelchen sein. Hey, vielleicht wohnt ihr aber dann auch ein bisschen in der falschen Stadt. Was ist denn los mit euch? Reiß dich mal zusammen. Also deine Frau, die sollte sich mal zusammenreißen. Keiner weiß, wo sie hin ist. Es ist so, als hätte sie sich einfach in Luft aufgelöst. Okay, ich guck mal. Habe ich schon in dein Regal geguckt? Habe ich dich schon ausgeraubt? Wenn ich schon nach deiner Frau suche, kann ich dich doch vorher wenigstens ausrauben, oder? Das ist da wohl das Mindeste. Ah ja, genau, der hat die ganzen Zigaretten. Jo, mach's gut, Svenny. Bis dann. Ich wollte schon sagen nächste Woche, aber morgen ist ja auch noch ein Streamtag.
Oh, jetzt ist mir wieder eingefallen, dass ich Outbreak zerbombt habe. Ach Gott. Naja, ich krieg's schon hin. Bisschen Munition und Schlagring nehmen wir mit. Oh, guck mal, eine richtige Schatzkiste. Nein, die Tür ist verschlossen. Sie ist firmly verschlossen sogar. Ich speichere mal kurz und schau mal, ob wir die vielleicht aufkriegen. Kann irgendjemand hier im Team Schlösser knacken besser als ich? Nein, niemand. Dann werden wir das nicht geschaffen. Geschaffen? Ah, an diesem Schloss sieht irgendwas anders aus. Deswegen lasse ich es lieber in Ruhe. Ich verstehe, das können wir überhaupt nicht knacken. Gesundheit. Wie fandest du eigentlich das Resident Evil 4 Remake? Oh, sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Es gehört definitiv zu meinen Lieblings-Resident Evil 4 Spielen. Ja, das auch. Das Resident Evil 4 Remake ist definitiv in meiner Top 2 Resident Evil 4 Spiele. So viel kann ich schon mal sagen. Aber es gehört auch wirklich zu meinen liebsten Resident Evil Spielen. Aber ich glaube, es kommt nicht ans Original dran. Für mich. Aber hey, keine Ahnung. Wir haben jetzt noch Outbreak 1 und 2. Und wenn wir damit durch sind, dann spielen wir das Original wieder. Habe ich seit 2 Jahren nicht mehr gespielt. Und dann habe ich erstmal richtig den direkten Vergleich mit Resident Evil 4 Remake. Und dann kann ich sagen, aber ich würde sagen, Resident Evil 4 Remake ist schon immer noch... Ich meine, weißt du, wenn man es so zu seiner Zeit betrachtet, war Resident Evil 4 Original halt einfach fucking revolutionär. Und da kommt halt Resident Evil 4 Remake jetzt nicht dran. Das ist ein sehr, sehr gutes Third-Person-Shooter-Action-Spiel. Sehr, sehr gut. Aber jetzt nicht irgendwie großartig super revolutionär oder so. Das ist aber auch jetzt nicht was, was ich von jedem Spiel verlangen würde. Aber rein historisch wird jetzt das Remake nicht so eine große Rolle einnehmen wie das Original. Aber ich bin gespannt auf den direkten Vergleich, ob ich nicht vielleicht das Original auch vom Gameplay her noch lieber mag. Das sind halt zwei, wenn man genauer hinguckt, im Detail sehr unterschiedliche Konzepte tatsächlich. Weil das Original war eigentlich sehr taktisch im Kampf und kontrollierbar, während das Remake eher komplettes Chaos ist. Das sind sehr unterschiedliche Ansätze und ich bin wirklich gespannt im direkten Vergleich. Nostalgie-Bonus kommt bestimmt noch hinzu, aber schau, ich traue mir zu, dass ich ganz oft, dass ich schon auch einigermaßen objektiv bewerten kann, ob ein Spiel irgendwie gut oder schlecht ist, wenn ich versuche, Nostalgie-Bonus auszublenden, aber natürlich beeinflusst einem das immer in gewisser Weise. Also, was willst du hier? Verpiss dich, ich bin ein beschäftigter Mann. Wer bist du und was ist mit diesem Skorpion hier los? Ich bin der Professor. Ich habe Intelligenztests gemacht. Ich habe chemische Komponenten gemacht, die die Intelligenz erhöhen. Ich habe es an diesem Red Scorpion getestet, nachdem meine Pflanze gescheitert ist. Du hast das schon mal an einer Pflanze versucht? Natürlich habe ich das an einer Pflanze versucht. Ich versuchte, die Intelligenz von Grund auf zu erhöhen. Ich verstehe. Und hast du irgendwas gemacht, das wirklich funktioniert? Ja, das habe ich. Danke, dass du fragst. Hast du jemals von Mutanten gehört? Ich habe eine Methode erschaffen, um die Droge Massen zu... ach so, Mantets. Ich habe im Quatsch gelesen. Hast du jemals von Mantets gehört? Ich habe geholfen, eine Methode zu entwickeln, die leicht zu Massen produzieren. Und andere. Sehr viele andere. Schon gut, schon gut. Ich würde meine Skills gerne mal gegen den Skorpion zum Einsatz bringen. Du möchtest den Test durchführen? Möchtest du deine manuelle Genauigkeit und deine Wahrnehmung oder deine Intelligenz testen? Oh shit,
Wie ist denn unser Charakter geskillt? In was sind wir denn am besten? Agilität? Ich mach mal Perception-Check. Okay. Stell dich hinter diese Absperrung und der Skorpion zeigt dir Buchstaben, die du lesen musst, von oben nach unten, rechts nach links. Okay, los geht's. EZWTODFERTF bla 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 bla. Ja, das ist korrekt. Klick, 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 crack, klicker, klicker. Korrekt. Guter Junge, guter Junge. Ja, Morse-Codes, die Morse-Code-Skills sind erstaunlich. Jetzt wartet mal kurz. Unsere Endurance ist auch viel zu hoch, ey. Ah, Alexa, du hast meinen Fallout-Charakter voll verskillt. Ich weiß nicht, wie ich dir dabei helfen kann. Arschloch. Okay, unsere Intelligenz ist halt wirklich nur average, ne? Okay. Du schon wieder, was möchtest du jetzt? Ich möchte noch einen Skorpion-Test machen. Ich möchte meine Agilität auf die Probe stellen. Sehr gut. Ich werde dich gegen den Skorpion antreten lassen. Ihr beide werdet Schlösser knacken. Viel Glück. Na super. Da ist meine Figur ja sehr gut drin. Oh, ich hab's geschafft. Juhu. Und der Skorpion hat's auch geschafft. Wie zur Hölle hat er mit seinen Scheren das Schloss so gut knacken können? Gut, das ist ein Unentschieden. Okay, wir haben zwei Unentschieden. Jetzt geht's um die Wurst. Wir machen den Intelligenztest. Ich bin mit 5 quasi so der absolute durchschnittliche intelligente Mensch. Ich habe ein IQ von exakt 100, basically. Und insofern gucken wir mal, ob der Skorpion an einen durchschnittlichen Menschen herankommt. Das ist doch auch interessant. Okay, du und der Skorpion spielt ein Spiel auf meinem Device her. Es heißt Schach. Bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Er muss mir nicht mal die Regeln erklären. Let's go. Schachmatt, klick. Was? Du hast doch betrogen. Sei kein schlechter Verlierer. Okay. Wir wissen, ehrlich gesagt, immer noch nicht, ob der Skorpion intelligenter ist als ein durchschnittlicher Mensch, aber er kann besser Schach spielen als jemand, der noch nie in seinem Leben was von Schach gehört hat. Ich schätze, das ist auch schon beeindruckend für einen Skorpion. Ich meine jetzt mal wirklich. Lassen wir mal die Kirche im Dorf, das ist schon ziemlich gut. Naja, dann, keine Ahnung, dann gehe ich jetzt. Ich komme wieder, wenn ich Mantids habe. Tschüss. Halt, ich schau mal noch kurz in dein Regal. Schade. Ah, darf ich noch mal meinen Wissenschaftsskill an deine Computer hier anwenden? Vielleicht gibt's ja da endlich mal irgendwas zu lernen. Da steht immer, you failed to learn anything. Aber das würde doch implizieren, dass es theoretisch was zu lernen gäbe an diesen Dingern, oder? Ich glaube, ich mache das in jedem Playthrough immer wieder und nie bringt irgendwas. Aber irgendwann mal werde ich diesen einen Terminal finden, von dem ich dann die Antwort auf die Frage nach dem Universum und dem ganzen Rest finde und so. Es ist schade, dass die Menschen uns nicht mehr akzeptieren. Auf unsere Art sind wir ja auch menschlich. Hey, ich akzeptiere euch sowas von. Würdet ihr euch vom Meister dippen lassen? Wenn es wirklich rein optional wäre, einfach so ein Angebot, würdet ihr euch dippen lassen? Ich würde drüber nachdenken. Supermutant sein hat Vorteile, ne? Das hat viele Vorteile. Ich meine, mit der Größe kann man wahrscheinlich nicht mehr in regulären Betten schlafen oder sowas. Aber dafür kann man zum Beispiel super gut Glühbirnen austauschen. Man braucht nie wieder eine Leiter für irgendwas. Man ist super stark, ey. Man kann sich so viel Baugeräte sparen. Man ist immun gegen Radioaktivität, was in der Fallout-Welt auch ziemlich hilfreich wäre. Also gerade in der Fallout-Welt wäre das schon sehr hilfreich. Und vor allem leben Supermutanten sehr lange. Wir wissen nicht genau, wie lange, aber sehr lange. Ob du danach dumm wirst oder nicht, ist ja tatsächlich was, das man im Vorfeld wissen könnte.
Gehen wir mal davon aus, wir sind noch relativ unverstrahlt und würden mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit unsere Intelligenz behalten oder sogar intelligenter werden, was ja der FWV unter Umständen machen kann. Eigentlich hat Supermutant sein ziemlich viele Vorteile. Ich müsste da mal mit Merlin drüber reden. Wenn die down ist, dann würde ich das machen. So zu zweit? Let's go! Come on, warum denn nicht? Wir werden das beste Supermutanten-Pärchen im Ödland. Und selbst nicht im Ödland ist das schon ziemlich gut. Da liegt ein riesiges Gemälde von Elvis. Wie oft hast du schon gespielt? Oh, das kann ich ehrlich gesagt schwer beantworten. Ich habe Fallout 2 schon ziemlich oft durchgespielt. Wahrscheinlich so 5-6 Mal, würde ich jetzt mal sagen. Kann ich mir vorstellen. Immer halt mit vielen Jahren Abstand dazwischen. Weil ich mag das immer recht gerne, wenn ich viele Details vergesse, damit ich halt doch wieder einiges neu entdecken kann. Und, Gullideckel im Klo. Oh, eine Höhle voller Riesenameisen. Und jetzt aber zum ersten Mal mit dem Restoration-Mod, der schon ziemlich viel verändert, schöner macht, ausbaut und auch ganz neue Quests und Orte und NPCs hinzufügt. Was ich schon ziemlich nice finde. Will ich jetzt Flammenwerfermunition verschwenden für ein paar Ameisen? Das ist hier die Frage. Und ich glaube, meine Antwort, die ich mir selber gebe, ist ja, weil ich die beiden Leitern hochklettern will. Also, let's go. Ich meine, ich habe ein ganzes Team dabei, oder? Ich glaube, ich werde jetzt werde ich eh nicht auf die Ameise schießen, weil ich habe Angst, dass ich mein komplettes Team dann einfach wegbrutzel. Genau. Wenn Ameisen ein bisschen isolierter von meiner Gruppe stehen, dann benutze ich ihn aber schon. Ich würde es trotzdem vorziehen, unscheinbar zu bleiben. Nur wenn ich so krass werden würde wie Horrigan. Ja, aber weißt du, Horrigan sein ist, glaube ich, auch nicht so geil. Der ist basically, wenn ich das richtig verstanden habe, mit seiner Powerrüstung fusioniert. Der ist halt einfach ein Cyborg. Der hat, ich glaube, das ist ungemütlich einfach. Ich glaube, das tut weh, oder? Stellt euch vor, ihr habt immer eine Rüstung an, die ihr nicht ablegen könnt. Da muss doch alles wund sein drunter, wenn da noch was drunter ist, was wund sein kann. Keine Ahnung. Andererseits ist Supermutantenhaut halt auch... Wer weiß. Aber ich glaube, ich wäre tatsächlich lieber ein normaler Supermutant als ein Horrigan. Außerdem bin ich mir sicher, ich traue mich wetten, die Enklave hat bei Horrigan einen Ausschalter eingebaut. Einfach vorsichtshalber, falls irgendwas mal schieflaufen sollte mit ihrer Biowaffe, basically, die sie da gemacht haben. Die wären dumm, wenn die das nicht gemacht hätten. Normaler Supermutant hat keinen Off-Schalter. Wird der nicht ständig mit Drogen vollgepackt? Oh, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Kann ich gerade spontan gar nicht mehr sagen. Groß, gegrünt und gut aussehend. Das wäre dann mein Motto als Supermutant. Ach, Nase juckt. Okay, ich gehe mal die Leiter hoch und guck mal, wo die hinführt. Okay, das war weird. Warum bin ich hier?
Wo bin ich rausgekommen? Ist hier irgendwo ein Loch, das ich nicht gesehen habe? Ich weiß wirklich nicht, wie ich hier... Wie bin ich hier gelandet? Aus welchem Ausgang bin ich gekommen? Ich habe keine Ahnung. Wir gehen nochmal runter. Es gibt noch eine zweite Leiter. Wie zur Hölle konnten wir dich übersehen? Aber hey, es funktioniert schon ganz gut. Ja, super. Jetzt habe ich schon keine Munition mehr. Das habe ich befürchtet. Aber die kriegen wir. Da kommen wir wieder an Flammenwerfer-Munition ran. Aber es funktioniert schon echt ziemlich gut. Die Ameisen konnte ich mit über 90%iger Wahrscheinlichkeit treffen. Ne? Easy. Flammenwerfer hatte jetzt leider halt keinen Wet-Modus, weil es halt einfach nur ein... Ne? Was? Ne? Ja. Ja. Ne? Aber gut. Dann werde ich jetzt mit dem Messer kämpfen, dauernd daneben hauen und im Grunde in Wirklichkeit einfach warten, bis meine Begleiter die endlich erschossen haben. Aber das ist doch auch ein guter Plan. Ey, guck mal, ich habe die Ameise getötet, ganz alleine. Ohne Hilfe. Ist doch cool. Ich muss mal schnell gucken, ob nicht hier irgendwelche Items vielleicht rumliegen. Leider vergesse ich immer, welche Taste die Item-Highlight-Taste ist, aber ich glaube, es ist schon eigentlich Shift. Und da sehe ich jetzt nichts rumliegen. Na, dann gehen wir einfach den schnellsten Weg hoch zu der Leiter. Heißt aber auch, dass man nach kurz oder lang zum Behemoth wird. Stimmt, zumindest laut Bethesda-Lore ist das ziemlich wahrscheinlich. Ich glaube, dass... Gibt's... Also, ja... Na, man könnte... Da müsste ich jetzt nochmal deeper in die Lore gucken, ob die Aussage, die ich gleich tätige, wirklich haltbar ist. Aber man könnte argumentieren, dass dieses Behemoth-Wachstum tatsächlich nur bei Supermutanten passiert, die... mit dem Standard-FEV erschaffen wurden und nicht mit dem FEV-2 vom Meister... Ich glaube, das kann man sagen. Vielleicht ist der FEV2 vom Meister einfach besser und hat viele... Also der ist definitiv besser, aber der hat vielleicht auch eben so einen Quirk wie unkontrolliertes Behemoth-Wachstum unter Kontrolle gebracht. Ich mein Headcanon jetzt. Bis mir die Lore ganz eindeutig was anderes sagt, ist das mein Headcanon jetzt. Weiß nicht, ob der FEV in Fallout 2 das schon auslösen kann. Also, es gab definitiv in Fallout 2 die Idee von Behemoth noch nicht. Obwohl es eigentlich auch schon ziemlich alte Supermutanten gibt, ne? Deswegen würde das Sinn machen, dass das tatsächlich durch den FEV 2 nicht passieren kann. Oder vielleicht sehr viel langsamer oder so. Keine Ahnung. Ach ja, Ameisen, ne? Mit euch ging alles los damals im Tempel. Und ihr zählt mich an. Ich habe einen Flammenwerfer ohne Munition, für den ich eigentlich zu schwach bin und kämpfe immer noch mit demselben lächerlichen Messer wie am Anfang. Ja, am Anfang war es ein lächerlicher Speer. Es hat sich nicht wirklich viel verändert, aber ich habe Freunde. Und das ist der wahre Schatz. Okay. Langweiligste Kanalisation ever. Was willst du? Gibt's hier irgendwas zu tun? Was zu tun gibt? Naja, die Mine ist... warte mal. Hallo? Nee. Hallo? Nee. Hallo. Was es zu tun gibt? Naja, die Mine, die macht gerade zu. Weil wir keine... wir haben keinen Luftreiniger mehr, der funktioniert. Es gibt da noch den Saloon. Und die Karawanen. Und es gibt den Laden, den Tante-Emma-Laden. Aber das ist es so ziemlich. Warte mal, über was haben wir gerade geredet? Erzähl mir ein bisschen was von der Mine hier.
wenn du glaubst, du kannst uns bei der Mine helfen, dann red mal mit Zaius. Er ist der Vorarbeiter, der außerhalb der Mine ist, hier irgendwo in der Nähe. Er ist aber gerade ziemlich beschissen drauf, weil der Luftreiniger, wie schon gesagt, kaputt gegangen ist. Sonst noch was? Jupp. Achso. Moment, Jupp. Nee. Hallo? Jupp. Wer bist du eigentlich? Ich bin einfach nur ein einfacher Minenarbeiter. Gibt's noch irgendwas Wichtiges? Oh nee, eigentlich nicht. Passt schon. Ich glaube, die haben alle den gleichen Text hier, ne? Ja. Wo ist denn hier euer Vorarbeiter? Reden wir mal mit dem. Bist du neu in der Stadt? Jupp. Okay, ich bin Zaius. Jetzt, wo wir uns vorgestellt haben, bist du zufällig gut mit deinen Händen? Ich habe da ein Problem mit unserem Luftreiniger in den unteren Bereichen der Mine. Aber ich habe die Teile nicht, um ihn zu reparieren. Oder die Schutzkleidung, die man bräuchte, um von dem Radongas nicht überwältigt zu werden, das sich da unten angesammelt hat. Ich bin ehrlich gesagt leider echt nicht gut mit meinen Händen. Ich bin echt nicht gut im Reparieren. Das tut mir echt leid. Bin ich leider wirklich. Das ist so eine Quest, die können wir vielleicht auch wirklich nicht machen. Ich weiß es nicht, ob da der Reparieren-Skill eine große Rolle spielt oder ob wir nur Ersatzteile brauchen oder wie oder was und wie hoch der sein muss. Aber vielleicht, es gibt vielleicht einfach Quests, die können wir nicht machen mit unserem Charakter. Naja, wenn dir irgendwas einfällt, dann lass es mich wissen. Nee, tut mir leid. Ich weiß nicht, ob wir da der richtige Charakter sind. In einem anderen Playthrough vielleicht. In einem Playthrough ohne Alexa. Vielleicht kriegen wir es dann hin. Ich weiß nicht, wie ich dir dabei helfen kann. Ja, das kannst du wirklich nicht. Aber warte mal, da ist noch ein Regal. Das gucken wir uns nochmal an. Einen funktionierenden Heli zu besitzen, muss in der Welt unfassbar mächtig sein. Ein richtig schöner Militärhubschrauber. Naja. Vertibirds. Deswegen ist ja die Enklave auch in Fallout 2 so krass. Die haben halt die Lufthoheit. Das ist ja auch wieder, es gibt so viele, da könnte ich den ganzen Tag drüber reden, was alles in den Bethesda-Spielen lore-technisch umgeschrieben wurde oder nicht mehr so schön passt. Aber dass Vertibirds überall rumliegen, ist ja auch so ein Bethesda-Ding. Vor dem Krieg gab es laut Fallout 1 und 2 Lore eigentlich eben noch keine Vertibirds. Vertibirds sind eine vollkommen neue Technologie, die von der Enklave erst nach dem Fall der Bomben entwickelt wurde. Und somit sind die auch die einzigen im Ödland zu Zeiten von Fallout 2, die über die Technologie überhaupt verfügen. Und das ist natürlich ein riesiger strategischer Vorteil. Und hätten die das in den Nachfolgern einfach so gemacht, dass die Vertibird-Pläne, die wir ja tatsächlich in Fallout 2 stehlen und dann einer Fraktion übergeben können, dass die sich einfach verbreitet haben und deswegen gibt es andere Fraktionen mit Vertibirds, wäre das lore-technisch überhaupt kein Problem gewesen und Bethesda hätte trotzdem Vertibirds einfach nutzen können, überall, wo sie wollen. Aber die mussten unbedingt Vertibirds zu einem Vorkriegsding machen und sowas verstehe ich nicht. So Redcons, die so sinnlos sind, die keinen Vorteil bringen oder so, das verstehe ich einfach nicht. Warum macht man das? Warum? Was ist mit Shodan? Shodan ist auch eine sehr tolle Videospielantagonistin. Jetzt hat die Bruderschaft eine Zeppelin-Festung. Ist ja okay. Zeppelin-Festung ist okay. Und die Vertibirds könnte man ja eben auch erklären, als nach dem Krieg produziert. Aber ne, gerade in Fallout 4. Es ist ja sogar so, dass in Fallout 3 steht noch ein Vertibird in einem Museum. Und da heißt es noch so von wegen, hier, guck mal, das ist ein Prototyp, wurde aber nie fertiggestellt. Und in Fallout 4 liegen die überall rum. Überall sind in Fallout 4 Vertibirds. Und die Fans haben dann im Grunde nachträglich die Lore repariert mit der
Begründung, die jetzt weit verbreitet ist, die anerkannt ist, dass das in Fallout 4 ja von der Bauart her andere Wordy Birds sind. Und solche Wordy Birds gab es halt schon vor dem Krieg, aber nicht die coolen Enklave-Wordy Birds, die viel besser sind. Aber das ist, weißt du, wenn die Fans die Lore dauernd reparieren müssen, ist das kein gutes Zeichen. Das sage ich dazu. Ich brauche nichts von dir, Doktor, alles gut. Ich gehe schon, ich bin nur ein bisschen auf der Durchreise und guck mich ein bisschen um, was es hier zu klauen gibt und ob es irgendwelche coolen Quests noch gibt vielleicht. Alles gut. Bleib sitzen, Doktor. Oh, guck mal, ich sehe eine attraktive Frau. Kann die etwa gut singen? Nee, die ist nur einigermaßen attraktiv. Dann wird es nicht die sein, die ich suche. Hallo, ich bin Jacob, der Chemiker von Chemist Drugstore. Was kann ich für dich tun? Oh, ich möchte gerne Medikamente kaufen. Aha, der hätte ein paar Stimpacks. Stimpacks finde ich gut. Ich würde dir ein Elvis-Bild verkaufen, ein Fuzzy-Painting, ein Feuerzeug, eine Leuchtfackel, zwei Wurfmesser, eine Lederrüstung. Ich muss mal gucken, wie viel kosten denn die? Na, haben wir eh schon fast. Ein Schlagring kriegst du noch. Und eine Nuka-Cola. Habe ich eine gesagt? Zwei Nuka-Cola. Und Kippen. Zwei Schachteln. Oh, Zigaretten sind wertvoll. Okay, cool. Oh, du hättest viel Geld. Das ist gut. Bei dem könnten wir ein bisschen Stuff zu Geld machen. Das ist cool. Ich hätte hier noch ein Kampfmesser. Der hat fast 1000 Dollar. Das lohnt sich. Da muss ich, glaube ich, nochmal schnell das Inventar meiner... Obwohl, dafür ist es wieder ein bisschen wenig, ne? Die High-End-Waffen, die wir noch so rumliegen haben. Dafür ist es wieder ein bisschen wenig Geld, das er hat. Lass mich kurz rechnen. Ich mach's mir mal einfach und mach... Warte mal. Doch, das ist eh einfach. 44. Erstmal. Und jetzt 200. Und dann haben wir's. Okay, bitteschön. Wieso sagt niemand aus der Bruderschaft Walla oder Digger? Verstehe ich nicht ganz. Weil Fallout in einer alternativen Timeline spielt, wo das niemand sagt und weiß nicht in Deutschland spielt und so viele Gründe. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll. Aber interessant ist auf jeden Fall an der Aussage, dass es tatsächlich spannend wäre, wenn sich in der Welt von Fallout mehr eigener Slang gebildet hätte. Weil das wäre halt einfach in der Tat so. Ich finde, die Mad Max-Filme bilden das teilweise ganz schön ab, dass da irgendwelche Stämme oder vor allem die Kinder im dritten Teil halt wirklich fast schon eine ganz eigene Sprache reden, weil die halt einfach sich schon so stark von der ursprünglichen Sprache abgewandelt hat. Über die nur Jahrzehnte jetzt in dem Fall im Fallout-Universum haben wir Jahrhunderte. Wahrscheinlich würden die Menschen in 200 Jahren in einer postapokalyptischen Welt eine Sprache sprechen, die schon so stark sich von dem unterscheidet, was wir heute sprechen, dass man echt Kommunikationsprobleme zumindest hätte. Das wäre schon interessant. ...76 ist für mich eh non-canon. Ich möchte tatsächlich fast mal gerne ein Video über Canon machen. Über grundsätzlich. Ich möchte mich grundsätzlich so ein bisschen mit Canon beschäftigen und auseinandersetzen und auch so die Frage in den Raum stellen, ob wir wirklich eigentlich alle damit einverstanden sind, dass der Rechteinhaber, was ja was sehr Juristisches ist, gleichzeitig der Inhaber der Lore ist und das Recht dazu hat, auch alte Lore umzuschreiben. Ich habe nämlich tatsächlich Fallout-Lore auch in meinen Videos eigentlich nie so behandelt. Wenn Bethesda ein Retcon an der Fallout-Lore an den ersten und zweiten Teilen vorgenommen hat, dann war das für mich immer ein Fehler. Ich habe nie gesagt, aha, ab jetzt ist das so, das wurde umgeschrieben, sondern für mich war es immer so, nee, die haben hier einen Fehler gemacht. Du kannst nicht, auch wenn du die Rechte besitzt,
die Original-Lore umschreiben. Und irgendwie ist halt die Lore von so einem fiktiven Universum, gerade wenn es durch viele Hände geht, durch viele Autoren und Autoren geht und so viel umgeschrieben wird oder anders interpretiert wird, kann man da teilweise keinen roten Faden mehr ziehen und letztendlich muss man sich entscheiden, was für ein Kanon ist. Oder vielleicht kann man auch die Frage in den Raum stellen, braucht man unbedingt den einen Kanon? Kann nicht jedes Spiel für sich, während man spielt, Kanon sein? Und das sind alles so Fragen, über die ich nachdenke. Die Frage ist nur, ob ich aus den Gedanken ein gutes Skript kriege. Schauen wir mal. Und ja, im Endeffekt, wenn du sagst, für dich ist 76 nicht Canon, dann finde ich das vollkommen okay. Ich meine, da gibt es ja auch den Begriff Headcanon dafür, ne? Im Grunde hat jeder seinen eigenen Canon. Im Grunde hat jeder von es gibt, also die Fallout-Lore bietet einem so viele Möglichkeiten, einzelne Aspekte ganz eigen zu interpretieren, weil es entweder keine eindeutigen Antworten gibt oder Antworten, die sich widersprechen sogar. Und letztendlich muss man es interpretieren und muss so ein bisschen seine eigene Lore sich draus schmieden, weil es gibt eben oft kein eindeutiges Schwarz oder Weiß. Es ist oft ein bisschen grau und ich würde sagen, ja, dann ist 76 würde ich nicht kennen und das finde ich auch vollkommen okay. Ja. Glaubt ihr, dass ein Fallout in der Sowjetunion sich so anfühlen würde wie Stalker? Ja, oder Metro? Metro könnte auch im Fallout-Universum gut funktionieren, finde ich. Ist wie Disney und Star Wars. Ey, alle Franchise, die schon lang genug laufen, haben diese Probleme. Es gibt ja sogar, das muss man auch nicht leugnen, ne? Es gibt ja sogar zwischen Fallout 1 und 2 ein paar kleinere Probleme, wo man sagt, okay, passt eigentlich auch nicht so ganz zusammen. Es gibt sogar innerhalb der einzelnen Spiele ein paar Probleme, die nicht so genau zusammenpassen. Wir wissen ja heute auch, dass während der Entwicklung von Fallout 1 teilweise leitende Personen im Entwicklungsteam unterschiedliche Vorstellungen hatten von der Lore. Insofern, ja, natürlich gibt es immer Probleme und immer muss man da ein bisschen sein eigenes Ding draus ziehen. Also, reden wir mal mit diesem Ghoul-Barkeeper hier. Hallo, Fremder, willkommen in der Stadt, was ist dein Name? Mario Gordon. Ah, Mario Gordon, schön dich kennenzulernen. Ich bin Phil, ich besitze diesen Ort hier. Was darf's denn sein? Ehrlich gesagt nichts, tut mir leid, tschüss. Ich hab von dir gehört. Ich lasse mich nicht mit Schmutz ein. Was, warum? Was? Ich hab gar nichts gemacht. Warum mag mich der nicht? Warum hat der von mir gehört und findet mich scheiße? Ich bin absolut toll. Guckt euch das an. Ich habe Karma 291. Ich bin Defender. Ich bin Verteidiger. Ich bin auch ein Gravedigger und ich bin die Jungfrau des Ödlands. Aber ist das was Negatives? Also Gravedigger vielleicht, ja. Hier in Arroyo, in Klamath werde ich idealisiert. In The Den, in Wall City, in Gecko werde ich akzeptiert. In Modok werde ich idealisiert. Und in Broken Hills bin ich neutral, okay. Aber das ist doch kein Grund, mich so scheiße zu finden, wenn ich neutral bin. Neutral ist doch okay. Neutral ist neutral. Ich bin die Schweiz. Wer hasst denn die Schweiz? Ich schätze, viele Leute hassen die Schweiz. Aber darum geht's ja jetzt gar nicht. Ich will, dass mich alle NPCs lieben und vor allem Supermutanten. Liebe mich! Oh Gott, lass mich mal, Sulik. Ich liebe dich auch, Sulik, aber kannst du bitte nicht immer im Weg rumstehen? Mit Jungfrau würde ich nicht angeben. Ja, viel zu... Das Thema wird viel zu, wie sagt man, überdramatisiert. Ich habe keine Ahnung, wo die Karawane ist.
Ich kann mich noch erinnern, wie das auch in meiner Jugend so ein Riesenthema war, und das wird in der heutigen Jugend noch genau das gleiche sein, mit Jungfräulichkeit verlieren und bliblablub. Und wenn es dann soweit ist, wenn es dann endlich geschafft ist, wenn man das endlich hinter sich hat, dann ist es irgendwie auch wurscht. Das würde ich jungen Menschen irgendwie gern vermitteln können, dass es in Wirklichkeit einfach echt wurscht ist. Aber das, glaube ich, muss man selber irgendwie erleben, sonst, ne, die Erfahrung muss man selber machen. Ey, du sollst hier nicht sein, was willst du hier? Wer bist du? Ich bin der Supervisor von dieser Raffinerie hier. Was willst du? Ja, eigentlich überhaupt... Ach doch, warte! Will ich ein bisschen Uranium? Ich weiß es nicht. Will ich Uranium? Ich weiß nicht. Brauche ich Uranium für irgendwas? Das ist lächerlich. Wir geben dir nichts. Ja gut, okay. Verstehe ich. Ich wüsste auch gar nicht, was ich damit will. Ich finde das geil. Das mache ich mal im Real Life. Ich gehe mal in so ein Atomkraftwerk und sage, hey, hallo. Und dann sagen die, können wir dir irgendwie helfen? Und dann sage ich, hey, ich hätte gern ein bisschen Uran. Ich habe eine Aldi-Tüte dabei. Könnt ihr mir da ein bisschen was reinpacken? Muss nicht viel sein. Ein paar Gramm. Bisschen Plutonium vielleicht. Nicht, dass es mich interessieren würde, aber ist das theoretisch waffenfähig? Ich frage für einen Freund. Oh Gott. Das sieht doch nach Karawane aus. Na, guck mal. Da steht auch ganz groß Karawane. Na, wunderbar. Hallo, reden wir mal mit den Personen hier. Howdy, Friend! Was kann ich für dich tun? Markus hat gesagt... Nee, warte mal. Markus hat Fragen über dich gestellt. Wirklich? Kann ich mich nicht mehr erinnern. Wer bist du? Ich bin Chad. Cool. Ich hätte gerne einen Job, Chad. Dann rede mit Bill. Er wird dir helfen. Ich habe Fragen. Markus hat mir doch keine Fragen über Chat gestellt, oder? Das fühlt sich ein bisschen an, als könnte ich Markus hier verraten. Das mache ich nicht. Kann ich dir helfen? Ich weiß nicht, bist du Bill? Ich suche nach dem Karawanenmeister. Ja, dann willst du mit Bill reden, der Outfitter von Broken Hills. Er trägt einen Hut, genau da drüben. Okay, danke. Dann schätze ich mal, du bist Bill. Howdy, Partner. Was kann ich für dich tun? Nee, warte mal, mit dir habe ich schon geredet. Du bist nicht Bill, oder? Doch, du bist Bill. Habe ich dann schon mit Lederjackenkerl hier geredet? Hey, egal, ob ich Lederjackenkerl oder Hutkerl anklicke, ich lande immer bei Bill. Guck mal, eindeutig Hutkerl angeklickt. Eindeutig. Und jetzt klicke ich ganz vorsichtig Lederjackentyp an. Beide sind Bill. Nee, warte mal. Bill? Ich soll doch mit Bill reden. Ach so. Naja, wie schon etabliert, funktioniert mein Hirn heute nicht. Ich habe keine Ahnung, was ich da falsch gemacht habe, was ich da gelesen habe. Machen wir einfach weiter. Bill. Ich hätte gerne einen Job. Was, du willst einen Job? Naja, dann habe ich zwei Möglichkeiten für dich. Entweder du schaufelst für $100 den ganzen Tag Brahmin-Scheiße oder du begleitest eine unserer Karawanen für $200. Wir haben eine Karawane nach Gecko, eine nach New Californian Republic. Da wollen wir hin. Ich mag mein Megaman-Tattoo immer noch echt sehr gerne, aber es wird höchste Zeit, dass der Gesellschaft kriegt. Ich möchte dringend hier so an der Seite, noch drunter, einen riesigen oder genauso großen wie Megaman ungefähr Gengar. Ich finde Gengar
Erstens mag ich Gengar sehr gern, eins meiner Lieblings-Pokémon, und ich mag die Farbe gern, dieses dunkle Lila. Und ich finde, das würde auch sehr gut mit Mega Man harmonieren. Hier so ein Gengar fände ich geil. Und natürlich will ich alle die Räume zwischen den großen Figuren, die ich mir raussuche, werde ich füllen mit Mario-Sternen und ne, so kleinen Videospielsachen. Also wird ein Videospielarm. Ich bekomme einen Videospielarm. Und ich glaube, da glaube ich fest daran, wenn mein ganzer Unterarm voller Videospielcharaktere ist, kann ich wahrscheinlich Laser aus meiner Handfläche schießen. Ich nehme an, dass das so sein müsste, weil es mein Gaming-Arm dann wird. Aber ich kann es noch nicht beweisen. Ich halte euch auf dem Laufenden. Okay. Eine Karawane zur NCA. Aber warte mal, hat Markus nicht irgendwas gesagt? Okay, warte, ich rede doch noch mal kurz mit Chat und sage ihm, dass Markus über ihn geredet hat. Aber ich speichere vorher, weil das klingt wirklich so, als ob ich Markus jetzt hier irgendwie verpfeifen würde oder irgendwas. Markus hat ein paar Fragen über dich gestellt. Was hat er denn gefragt? He suspects that you are scamming money. Aha. Wirklich, hat Markus das gesagt? Da habe ich gerade nicht zugehört. Markus verdächtigt ihn, dass er Geld klaut. Soll ich ihm das jetzt einfach so sagen? Soll ich ihn darauf ansprechen? Ich mach's mal. Guck mal, ich weiß überhaupt nichts davon. Und ich habe absolut ganz sicher nicht... Ey, und ich mag's absolut nicht, wenn Leute mich von solchen Dingen beschuldigen. Ich schlage vor, du gehst jetzt. Ich werde die Wahrheit herausfinden. Ich glaube, ich lade nochmal neu. Ich will ihm das nicht sagen. Ich will ihm nicht sagen, dass Markus ihm verdächtigt. Das fühlt sich wie ein Verrat an Markus an. Ich werde lieber mal vielleicht mit den anderen Leuten hier draußen reden. Vielleicht kann mir eine von den Leuten hier irgendwas sagen. Kann ich dir helfen? Kann ich dir was fragen? Ja, frag. Can he be trusted? Ich schätze mal, da beziehen wir uns auf Chat, ne? Naja, er ist ein bisschen shady, schätze ich mal. Aber das sind heutzutage die meisten Leute. Sonst noch Fragen? Ja. Wie ist er denn so? Ich weiß überhaupt nicht, auf wen sich die Fragen beziehen. Wie ist er denn so? Er ist ziemlich freundlich. Aber aggressive? Das Wort kenne ich nicht. Er ist ein guter Boss und eigentlich ziemlich fair zu uns. Er behandelt uns nicht schlecht oder so. Wenn du das meinst. Sonst noch Fragen? Woher bekommt er sein Geld? Naja, ich bin immer davon ausgegangen, dass er es mit hierher gebracht hat. Und viel davon. Das ist jetzt nicht unbedingt die Frage, die du den Typen einfach so fragst, weißt du? Hast du sonst noch Fragen? Na gut, was ist seine Geschichte? Oh, ich habe keine Ahnung, was seine Geschichte ist. Ich schätze mal, er ist einfach... Just about all of us caravan guards are drifters. Who came here? Na, ich schätze mal, alle Caravan Guards sind einfach so Wanderer, die hier so gelandet sind bei diesem Job. Ich schätze, er ist nur einer von vielen, der irgendwo anders schnell hin musste. Ja. Okay, anscheinend befrage ich die jetzt hier nach Chat. Kannst du mir was über Chat erzählen? Ehrlich gesagt, mag ich den Kerl nicht unbedingt. In letzter Zeit hat er ziemlich viel Geld um sich geworfen. Ich meine, sicher, er ist der Karawanenmeister. Es macht schon Sinn, dass er einen größeren Anteil kriegt, das verstehe ich schon. Aber er sollte auf keinen Fall so viel Kohle haben. Ich glaube, dass es wirklich interessant wäre, mal einen Blick in seine Bücher zu werfen. Also unter uns jetzt mal, ne? Aber verrat das keinem. Nur unter uns. Markus
verdächtigt ja Chad, dass er irgendwie die Karawaneinnahmen so ein bisschen sich selber unter dem Finger reißt, verstehst du? Das Geld, das eigentlich an Broken Hills, an die Gemeinde gehen sollte. Er hat mir gesagt, dass ich mir das mal ein bisschen genauer anschauen soll. Hast du da vielleicht noch ein bisschen so Informationen so unter vier Augen? So? Ha? Ha? Okay, es hat funktioniert. Er lowert seine Voice, er redet leise und schaut sich um. Verdächtig, unverdächtig, so, ne? Hört keiner zu, alles gut. Was geht? Okay. Okay, pass auf. Bei der letzten Uraniumlieferung nach Gecko war ich eine Wache. Und ich habe zufällig gehört, wie Chad mit dem Ghoul-Repräsentanten gestritten hat. Anscheinend hat Broken Hills in letzter Zeit die Preise ziemlich nach oben geschraubt für das Uran. Und der Ghoul war nicht sehr glücklich darüber. Dann habe ich Chad gehört, wie er ihm erklärt, dass unser Uran-Supply schon langsam zur Neige geht wegen einem kürzlichen Streik in der Mine. Aber die Sache ist die, es gab nie einen Streik in der Mine. Warum hast du das nicht Markus gemeldet? Bist du wahnsinnig? Chad ist ein ziemlich mächtiger Kerl hier in der Stadt. Und er hat viele Freunde. Gefährliche Freunde. Das habe ich gerade dazu gedichtet, aber das hat so gut gepasst. Wenn ich ihn verraten würde, dann gibt es sehr viele Leute, die mich hassen würden. Und verdammt nochmal, ich könnte vielleicht sogar dafür getötet werden. Darauf habe ich wirklich keinen Bock. Ah, okay, aber ich könnte doch mit Markus drüber reden, oder? Ich habe nicht vor, hier allzu lange zu bleiben. Hey, du tust, was du tun musst. Aber zieh mich bitte nicht mit rein in die ganze Nummer. Also, um genau zu sein, wir hatten dieses Gespräch niemals, okay? Absolut. Absolut. Ich weiß deinen Namen nicht. Ich weiß deinen Namen wirklich nicht. Ich weiß im Ernst deinen Namen nicht. Also mach dir überhaupt keine Sorgen. Okay, um ehrlich zu sein, gibt es noch eine Sache. Ich kenne Chads Aufzeichnungen von all den Transaktionen, die er macht. Er ist ein ziemlicher Aufzeichnungsfreak. Der Typ ist ziemlich verrückt, wenn es um seine Aufzeichnungen geht. Er hat sogar Aufzeichnungen über all das Geld, das er sich betrügerischerweise angeeignet hat. Das Problem ist nur, er behält diese Aufzeichnungen verschlossen in seinem Haus. Auf der anderen Seite der Stadt. Und es gibt keinen Weg, da reinzukommen. Sein Verschlusssystem ist einfach zu komplex. Nochmal, ne? Ich hab dir nie was gesagt. Ein komplexes System. Wie soll ich da dann reinkommen? Max. Oh nein, jetzt kenne ich seinen Namen. Ah! Max denkt einen Moment drüber nach. Okay, hör mir zu. Komm näher. Komm näher. Pass genau auf. Du siehst aus wie jemand, dem ich vertrauen kann. Die Tür von Chads Haus ist verschlossen. Mit einem modernen, nicht elektronischen Verschlusssystem. Eine echte Schönheit, wenn du mich fragst. Das sollte ich wissen. Ich hab's nämlich designt. Oh Gott, ich kann noch näher kommen. Nein, gehen wir wieder zurück. So. Weißt du, bevor ich eine Karawanenwache war, war ich Schmied. Jetzt, da ich mal annehme, dass du in das Haus rein musst, will ich dir verraten, wie das Schloss genau funktioniert. Okay, weiter geht's. Oh Gott, alle reden plötzlich irgendeinen Satz über Regenbogenpatrouillen und eine Gehaltserhöhung. Okay, 5 Minuten sind vergangen und Max ist damit fertig, mir zu erklären, wie das Schloss funktioniert. Da hast du's. Das sollte genug sein. Jetzt weißt du alles, was du wissen musst. Mit dieser Information sollte selbst ein absoluter Anfänger in der Lage sein, das Schloss zu knacken. Aber sei vorsichtig. Oh, und nochmal. Wir haben nie drüber geredet. Keine Sorge und vielen Dank für die extra Information. Das ist eine sehr gute Information, weil jetzt gehe ich ganz unauffällig wieder raus, als wäre nie was passiert. Und zufällig
standen wir schon vor der Tür von diesem Haus mit dem Superschloss. Und da werden wir jetzt einbrechen. Oder vielleicht auch nicht, weil wir wirklich so schlecht sind. Aber ich schätze mal, dass wir jetzt überhaupt keinen Skill brauchen, oder? Ich hoffe es, weil wir haben keinen. Okay, cool bleiben. Ich speichere vorher. Speichern, Speicher überschreiben, speichern, speichern. Und jetzt Schloss öffnen. Wir haben die Technik benutzt, die wir von Max gelernt haben und vorsichtig den Trigger-Mechanismus aufgehoben und konnten das Schloss problemlos öffnen. Die Tür öffnet sich. Dann schauen wir mal in die Kiste. Und wir finden darin 3 Stimpaks. Ich nehme die mal mit. Beweissicherung. Man weiß ja nie, ne? Ist mal beschlagnahmt, vorsichtshalber. Oh oh, was haben wir denn hier? Wir öffnen die Kommode und finden einen Haufen Akten und Notizen. Durchsuchen wir die Kommode. 30 Minuten sind vergangen und du findest nichts Wichtiges. Alles, das du gefunden hast, ist, dass Chats wirklich alles in seinem Leben dokumentiert. Er ist eigentlich ein ziemlich langweiliger Typ. Gerade als du die Schublade wieder schließen willst, höre ich ein Husten vor der Tür und jemand bewegt den Griff. Shit. Was zur... Wer zur Hölle bist du? Ich bin die Zahnfee. Ich bin eigentlich hier, um dir großen Reichtum zu bringen. Ja, und ich bin der heilige Nick. Jetzt sag mir, wer zur Hölle du bist und warum du in meinem Haus bist. Naja, ich bin hier, um das letzte Stück Beweise zu finden, dass du die Karawane betrügst. Ach ja? Ich hab mir doch gedacht, dass ich dich erkenne. Okay, lass mich dir helfen. Die Dokumente, die du suchst, sind in einer Aktentasche, die weggeschlossen ist, in der untersten Schublade dieser Kommode da drüben. Aber du wirst sie nie berühren, weil ich werde dich töten, du verdammter Gutmensch. Wenn es dich nicht gäbe, dann hätte ich die Karawane weiter betrügen können für noch viele Monate. Aber jetzt, wo du dich in meine Affären einmischen musstest, die nicht mal dein fucking Business sind, hat sich alles geändert. Jetzt muss ich aus der Stadt fliehen. Aber wenigstens werde ich noch das Vergnügen haben, deine Leiche zurückzulassen. Hier muss niemand sterben, Chat. Anstatt hier irgendwie Dummheiten zu machen und möglicherweise dabei getötet zu werden, solltest du dich beruhigen und wir reden drüber. Mit Marcus. Glaubst du, ich bin dumm? Dieser große, eklige Arsch würde mich sofort einsperren. Nein, irgendjemand wird heute hier definitiv sterben. Und ich werde es nicht sein. Schauen wir mal, was meine Begleiter zu dem Thema sagen. Messer. Attacke! Haha, 9 Punkte Schaden. Und daneben. Dann kommt Cassidy mit der Schrotflinte und schießt ihn einfach mal tot. Sehr gut. Kampf beendet. Danke, Cassidy, für deine Unterstützung. Er hatte nicht mal... Der wollte mich verprügeln. Der hatte nicht mal eine Waffe, weißt du? Ganz schön große Töne spucken, dafür, dass er nicht mal eine Waffe hat. Ich meine, ich hatte auch nur ein Messer in der Hand. Aber ich würde jetzt unbewaffnet auch nicht unbedingt auf jemanden mit einem Messer in der Hand zulaufen.
Das kommt mir nicht sehr klug vor. Er war nicht der klügste Betrüger. Und jetzt gehen wir zu Markus und sagen ihm, dass alles gut ist. Lenny, du mach dir keine Umstände. Hättest einfach warten können. Wir sind schon fertig hier. Komm, drehen wir wieder um. Ist schon lustig, dass er wirklich humpelt halt, ne? Komm, gehen wir wieder zurück. Alles gut. Schon was gehört von Resident Evil Code Veronica Remake? Ne. Also ich weiß nicht, anscheinend war jetzt eine State of Play oder ist heute noch oder so, ne? Ich weiß es gar nicht genau. Wenn da nichts vorgestellt wird, dann ne. Dann habe ich nichts gehört und wüsste auch nichts. Nichts Konkretes. Markus! Du glaubst nicht. Du glaubst nicht, was ich rausgefunden habe. Ich habe erst dir gar nicht richtig zugehört und wusste gar nicht, was du willst. Ich dachte, Chat braucht meine Hilfe in der Karawane oder irgendwie sowas. Aber dann habe ich irgendwie rausgefunden, dass Chat ein Betrüger ist und dann wollte er mich verprügeln, obwohl ich ein Messer in der Hand hatte und um mich rum standen 5 schwer bewaffnete Wachen und die haben ihn dann einfach in Stücke geschossen. Das war ein Abenteuer. Naja. So? Was denn? So? Was denn? Es ging nur um $1,000. Ich dachte, Chat hat sonst irgendwelche Summen an Kohle geklaut. Es ging nur um $1,000. Ich habe $2,000 in der Hosentasche. Meine Güte. Chat ist wirklich ein Trottel. Da hätte man wirklich drüber reden können. Ich meine, $1,000 ist jetzt in der Fallout-Welt auch nicht wenig oder so, aber das ist jetzt, weiß ich nicht. Also wenn so eine anständige Waffe irgendwie $3,000 kostet, dann kann das jetzt nicht das Supervermögen sein, mit dem man sich irgendwie zur Ruhe setzt. Naja, auf jeden Fall hat er $1,000 geklaut und wollte sie aus der Stadt fliehen, aber wir hatten eine kleine Konfrontation und jetzt ist er tot. Tja. Ach so, ist das gut. Den Rest erledigen meine Hilfs-Sheriffs und ich. Vielen Dank auch. Bitteschön. So etwas vergesse ich nicht. Das freut mich. Tschüss. Okay, cool. Ha, schön. Okay, ich weiß nicht, ob ich Markus jetzt schon mitnehmen kann. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, ne? Aber ich würde es mal versuchen tatsächlich. Aber wen lassen wir hier? Das ist die Frage jetzt. Ich glaube... Ich lasse ihn mal kurz hier. Ich muss unbedingt wirklich diese Banditenhöhle finden, weil das ist so ein bisschen Tradition. Das habe ich schon in meinem ersten Playthrough gemacht und das würde ich in jedem Playthrough wieder machen. Ich muss die Banditen, die Raiderhöhle erobern, damit ich dann das zu meiner Basis machen kann. Dann sammle ich alle Begleiter und alle stehen da drin und wir sortieren unser ganzes Inventar in den ganzen Schränken, die es da gibt. Das wird ein Fest, da freue ich mich schon drauf. Aber jetzt muss erstmal kurz hier unser Ghoul-Freund warten. Damit ich mal kurz Markus fragen kann, ob er schon mit mir mitkommen will. Aber ich glaube noch nicht. Willst du sonst noch was? Willst du mit mir mitkommen? Im Moment gibt es zu viel zu tun. Ja. Wenn sich die Lage etwas beruhigt, willst du sonst noch was? An was hättest du denn gedacht? Also gut. Bei uns sind ein paar Leute verschwunden. Keine Ahnung, was passiert ist. Finde raus, wo sie sind und du kriegst $500. Okay, $500 klingt gut. Wunderbar. Sag mir Bescheid, sobald du was rausgefunden hast. Schau, der Kerl hat $1,000 geklaut und Markus gibt mir jetzt für einen einfachen Job, für das Finden von verschwundenen Leuten $500. Weißt du, keine Ahnung, kann schon sein, dass der Job gut bezahlt ist, aber das ist halt keine Unsumme an Supergeld. Wisst ihr, was ich meine? $1,000. Come on. Und dafür ist er gestorben. Was für ein Vollidiot. Willst du sonst noch was? Naja. Verschwundene Leute suchen. Alles klar. Lenny, du bist wieder im Team. Let's go. Fallout Tactics etabliert ja, dass Ghule eine bessere Wahrnehmung haben als nicht mutierte Menschen. Das ist das einzige Spiel, das da irgendwie drauf hindeutet. Aber für mich ist das Canon. Ich finde das schön. Wollen wir die Karawane nach New Vegas nutzen? Let's go, oder? Karawane nach New Vegas. Verdienen wir uns ein bisschen Geld und reisen nach New Vegas währenddessen. Ist doch awesome.
Wir kommen wieder natürlich. Wir haben hier noch viel zu tun, aber ich will nach New Vegas. Vor allem, weil das auch für unsere Hauptfigur Sinn macht, tatsächlich. Weil wir rausfinden wollen, wo die Banditen herkommen. Also, ich hätte gerne einen Job. Oh, tut mir leid, ohne Chat hier als Personalmanager kann ich dir keine Arbeit geben. Oh nein, ich werde diesen armen Bastard vermissen. Stirbt da draußen in der Ödnis wie ein verwundetes Brahmin. Ja, genau so war's. Genau so war's. Okay, tschüss. Ach so, dann nehmen wir wohl keinen Job an. Schade. Warum sollten Ghule eine bessere Wahrnehmung haben? Ja, keine Ahnung, aber warum nicht? Warum nicht, ist die Frage. Durch ihre Mutation, weil sie keine Augenlider mehr haben. Die Augenlider sind abgefallen und deswegen sind die Augen größer. Und dann sehen die mehr. Bam. Logik. Okay. Jetzt wissen wir. Oh nein. Jetzt weiß unsere Hauptfigur überhaupt nicht, wo die NCR ist. Woher denn auch? Und die Karawane fährt nicht mehr. Shit. Nee, okay. Nee. Ich bin wieder im Rollenspielmodus. Wir haben eine schwere Waffe, das wollte ich. Dann bleiben wir jetzt hier in der Downtown und schauen mal, was das mit den verschwundenen Leuten auf sich haben könnte. Ich guck mal kurz in unserem Pip-Boy, in unserem Statusbuch. Broken Hills. Find the missing people for Marcus. Yep. Wir haben da leider noch nicht wirklich einen Anhaltspunkt gefunden, außer, dass eine Frau mit einer sehr schönen Gesangsstimme verschwunden ist. Aber sonst wissen wir leider noch gar nichts. Was willst du? Wer bist du? Ich? Ich bin Brian. Ich arbeite am Generator der Stadt, um sie mit Energie zu versorgen, verstehst du? Aha, sehr interessant. Das muss eine ziemlich coole Arbeit sein, oder? Naja, nö, nicht wirklich. Ich sitze eigentlich die ganze Zeit nur rum und sorg dafür, dass keiner von den Dials hier umflippt. Ich mache ein paar kleine Adjustments hier und da und dann flippe ich nochmal irgendwelche Switches um und das ist so ziemlich alles, was ich mache. Das könnte wirklich jeder machen. Jeder, hä? Huh? Ich habe da mal noch eine Frage. Was ist denn das hier für ein Ort? Naja, das ist ja, wie schon gesagt, die Powerstation von Broken Hills. Ich bin quasi hier, also die Maintenance hier. Ich halte das alles in Stand. Und pass auf, dass alles läuft. Damit alles funktioniert. Okay. Läuft natürlich mit... Ist klar, macht Sinn, ne? Wenn die das hier in der Stadt abbauen und anreichern, dann macht das natürlich Sinn, dass die hier auch ein kleines Atomkraftwerk sich eingerichtet haben. Ich habe noch mehr Fragen. Hast du zufällig schon mal was von einem Gag gehört? Gag? Nee, habe ich wirklich noch nie gehört. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass irgendjemand anders schon mal irgendwas davon gehört hat. Hört sich an wie ein Tier oder irgendwas, das ziemlich böse Klauen hat. Nee, das ist überhaupt nicht, wonach ich suche. Aber egal. Tschüss. Wahrscheinlich denkt da an Gecko, ne? Wenn ich Gag sage. Ich hätte Garten Eden of Creation Kit sagen sollen. Dann wären alle verwirrt. Garten Creation of Eden. Gag. Erzähl mir was über diese Stadt. Naja, es ist eine langweilige kleine Minenstadt. Mit ganz viel unerwünschten Sachen. Wenn du eine Tour willst, geh zu Steve oder irgendwem anderen. Okay, ich habe noch ein paar andere Fragen. Gibt es irgendwas Spezielles, das du mir anbieten könntest, das du nicht in deinen Regalen rumliegen hast? Ja, sie guckt mich und meine Party an. Nee, tut mir leid. Ich glaube nicht, dass ich irgendwas Spezielles für dich habe, das du nützlich finden würdest. Was du hier siehst, ist, was du bekommst. Naja, okay. Schauen wir mal nochmal kurz in ihr Inventar. Hat sich das irgendwie resettet? Nee. Da hat sich nicht viel resettet.
Ah, ich hätte da tatsächlich noch Flammenwerfermunition drin gehabt. Die habe ich jetzt mitverkauft. Das war sehr dumm. Moment mal, wir haben immer noch den Koffer mit den Beweisen? Warum? Ich dachte, den hätten wir Marcus gegeben. Warum tragen wir den noch rum? Ist das ein Bug? Okay, anscheinend ein Vorkriegskoffer mit einem Made in USA-Label drauf, aus Leder, in guter Verfassung. Aber das Kombinationsschloss ist gebrochen. Naja, ich lese mal das Medizinbuch hier. Und dann machen wir eine kurze Pause. Bis morgens. Hoffentlich werden wir nicht von einem Vampir gebissen. Schon wieder ein Leck? I don't like this. Ja, Glasfaser kommt. Auch zu mir ins Dorf, aber dauert noch ein bisschen. Aber Glasfaser kommt. Wie soll ich denn irgendwas über verschwundene Leute rausfinden? Ich weiß es wirklich nicht mehr. Darf ich mit den Leuten reden, die hier eingesperrt sind? Nee, anscheinend nicht. Wer könnte was über verschwunden... Du bist gestorben. Dein Dorf ist verloren und seine Einwohner erleiden den Hungertod. Well, that escalated quickly. Scheinbar darf ich nicht mit den Gefangenen reden. Ja, ich hatte ein Messer in der Hand. Ich glaube, das war mein Problem. Oh, zum Glück habe ich eigentlich gerade gespeichert und überhaupt keinen Fortschritt verloren, ne? Wir haben, glaube ich, nur mit den Leuten hier geredet. Ich sollte vielleicht trotzdem mein Messer mal wegpacken. Solange es nur ein kleiner Leck war, ist es ja nicht schlimm. Werde ich jetzt auch wieder erschossen? Ich gehe schon. Oh nein, warte mal. Das war jetzt ich, glaube ich. Ich habe nur einen falschen Knopf gedrückt. Alles gut. Ich werde nicht schon wieder von der Gatling zersägt. Alles gut. Okay. Ich weiß wirklich nicht mehr, was das mit der verschwundenen Leute-Quest ist. Ich kann mich ehrlich gesagt an die verschwundenen Leute-Quest nicht mal mehr erinnern. Ich kann mich an die Antimutanten-Demo erinnern. Ich kann mich an die Mine erinnern, aber verschwundene Leute? Wüsste ich jetzt gar nicht mehr. Ach, deswegen weiß ich jetzt auch nicht mehr, wem wir reden sollen. Hat sich der gerade am Arsch gekratzt und dann dran gerochen? Ich glaube, ich habe es ganz genau gesehen. Darf ich noch mal mit dir reden? Vielleicht versuche ich doch mal in die Höhle reinzugehen. Ich habe gehört, du hast Probleme mit der Mine. I'm alright, really? Would you do it for me? For Broken Hills. Ja, ich mache es. Super! Du brauchst die Teile, aber um das zu reparieren. Geh nach New Reno und such nach Renesco. Er hat die Werkzeuge rumliegen, die in seinem Shop. Sag ihm, dass Zaius dich schickt. Sag ihm, dass ich gesagt habe, der Kanarienvogel hat den Löffel abgegeben. Ich weiß nicht genau, wo du Equipment findest, das dich gegen das Gas schützt. Ich schätze mal... Du könntest auch ohne gehen, aber das wird ziemlich schmerzhaft werden. Aber nochmal, danke. Kein Problem. Okay, dann haben wir jetzt wenigstens die Quest mal angenommen. Aber ich glaube, der kann uns jetzt auch nicht mit den verschwundenen Leuten helfen, ne? Okay. Bitte beeil dich. Die Mine ist unser Blut und Boden. Ihr wisst schon. Für die Stadt ist es wichtig. Okay, das sind alle die gleichen. Wollen wir einfach mal in die Mine gehen? Wahrscheinlich eine sehr blöde Idee.
unten im Untergrund war aber auch nicht noch irgendwas, oder? Ich gehe nochmal runter und schaue nochmal, ob da nochmal irgendwas ist, aber ich glaube nicht. Ja, ich weiß, ich bin mir immer noch... Oh, tote Leute, die waren aber vorher noch nicht hier unten, oder? Die sind neu. Ich habe mehrmals in den Raum geguckt, weil der so beleuchtet war mit der Fackel und dachte mir, komisch. Und plötzlich liegen hier super viele Tote. Was? Ja gut, gut, dass ich nochmal runtergegangen bin. Da fehlt irgendwie die Animation, genau. Ich bin mir wirklich nicht sicher, ob das Spiel jetzt uncut ist oder nicht. Einmal wurde ich richtig schön zersägt, war auch eine schöne Animation. Hat mir sehr gefallen, aber sonst nie wieder. Und deswegen verstehe ich es nicht. Ich weiß jetzt wirklich nicht, sind wir uncut oder nicht? Die schlafen nur, ja. Ziemlich kopflos. Jawohl. Immerhin können wir Ameisen töten. Das ist so typisch Rollenspiel. Ich meine, abgesehen davon, dass das natürlich mutierte Riesenameisen sind, ist das so genau das, ne? So der Held des Rollenspiels, der in wenigen Stunden die komplette Welt retten wird oder in-game meinetwegen wenige Wochen, der fängt damit an, dass er Probleme hat, zwei Ratten in einem Keller totzuschlagen. Und hier sind halt Ameisen in der Höhle. Ja, eine Ameise weniger. Noch eine Ameise weniger. Da drin sind noch viele Ameisen. Ey, Level Up. Nice, da schauen wir gleich mal rein. Ja, du musst den Kampfmodus nicht immer beenden. Da sind noch viele Ameisen im Spiel. Das ist schon lustig. Ich piek's zweimal mit meinem Messer hin und mach kaum Schaden und dann gehe ich einen Schritt zur Seite und Sulik kommt rein und sagt so, ich zeig dir mal, wie es geht. Und tot. 22 Schaden und ich irgendwie 6 Schaden, keinen Schaden. Ach, guck mal, ich habe auch 11 Schaden jetzt gemacht, Sulik. Ich bin auch gut. Du nix gut mit Messer. Geister der Klinge leiten meine Hand. Sowas ähnliches würde Sulik wahrscheinlich sagen. Okay, wir sehen eine Leiche. Sie sieht aus, als sei sie von Tieren angenagt worden. Wir sehen noch eine Leiche. Sieht auch aus, als ob sie von Tieren angenagt worden wäre. Wir sehen noch eine Leiche. Ah, aber die betrachten wir ein bisschen näher und sehen, dass die Person erschossen wurde, bevor sie angenagt wurde von Leichen. Und guck mal, hier kommt Achso, das ist Lenny. Ich dachte, jetzt kommt der Täter. Aber Lenny ist nur wieder ein bisschen langsamer. Ach, Lenny. Okay. Bei näherer Betrachtung siehst du, dass die Leiche erschossen wurde. Gut, wir sehen mehrere Leichen, die offensichtlich erschossen wurden, bevor sie von Tieren angenagt wurden. Die Ameisen hier unten sind also nicht die Übeltäter. Guck mal, wer sagt denn das? Cassidy, die sagt, glaube ich, dass Lenny duschen muss. Der stinkt. Das ist nicht nett. Lass Lenny in Ruhe. Okay. Bringen wir unsere Big Guns noch weiter nach oben. Wir haben immerhin schon einen Flammenwerfer. Wir können ihn nur nicht benutzen, weil wir keine Munition mehr haben. Aber hey, eins nach dem anderen, ne? Ein Schritt nach dem anderen. Ich bin ja froh, dass wir heute schon mal eine große Waffe haben. Und im Endgame werden wir so unfassbar mächtig sein, dass es cool ist. Wir starten hart und beenden das Spiel dann in very easy. Okay. Dann gehe ich mal zu Marcus. Ich habe das Gefühl, dass ich da unten sehr viel erschossene Leichen gefunden habe. Ist schon mal was, das könnte man Marcus berichten, oder? It's a mystery.
Na komm, in die Ladezone. Juhu! Marcus? Willst du sonst noch was? Du glaubst nicht, was ich gefunden habe. So? Was denn? Wegen den vermissten Leuten, ne? So? Was denn? Ich habe da ein bisschen nicht so gute Nachrichten, muss ich ganz ehrlich sagen. Unter der Stadt ist so ein Tunnel. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber da ist ein Tunnel, ne? Und da sind die vermissten Leute. Ich habe sie gefunden. Sie sind tot. Verdammt. Ich werde die Familien selbst benachrichtigen. Danke. Hier ist deine Belohnung. $500. Danke für deine Hilfe. Echt? Soll ich den Mordfall nicht aufklären? Ich könnte dir helfen, den Mordfall aufzuklären. Francis war Jacob. Ah, Jacob war der Mörder. Ja. Das macht Sinn, weil quasi die Leiter, ne? Es gab drei Leitern. Eine im Feld, eine im Klo und eine in Jacobs Haus. Aber das war jetzt irgendwie sonst noch was? Antiklimatisch, ne? Stimmt, die Pflanze im Feld oben, ne? Die hat mich gerade schon beschimpft beim Weglaufen. Ist schon lustig, wie so ziemlich alle Spiele Radioaktivität falsch interpretieren. Ja, aber ich habe schon öfter gesagt, dass ganz offiziell Fallout eine andere Physik hat. Da herrschen andere physikalische Gesetze als in unserer Welt. Da funktioniert Radioaktivität eben, wie es normal funktioniert. Okay. Möchtest du jetzt mit mir mitkommen? Zu viele Leute. Vom Reisen mit einer ganzen Horde habe ich genug. Willst du sonst noch was? Muss ich? So? Was denn? Ich glaube, ich muss wirklich Platz in meinem Team machen, damit er mir sagt, ob er noch eine weitere Quest für mich hat, oder? Warum wart ihr alle in Markus' Haus? War ich schon mal in Markus' Haus? Ist das Markus' Haus oder sein Sheriff-Büro? Wo ist Lenny? Lenny, ich mag dich, ne? Wirklich. Willst du sonst noch was? Nimm das überhaupt nicht persönlich oder so. Aber jetzt gerade musst du mal kurz hier warten. Willst du sonst noch was? Komm mit mir. Im Moment gibt es zu viel zu tun. Wenn sich die Lage etwas beruhigt, überlege, willst du sonst noch was? Hä? Okay, gerade kann ich mit ihm gar nicht über zusätzliche Quests reden. Vermutlich muss ich einfach die Minenquest erledigen. Aber wo sind gleich nochmal die Verräter? Die Anti-Mutanten-Organisation? Die irgendwie alle Mutanten umbringen wollen? Wo waren denn die gleich nochmal? Die waren doch auch hier irgendwo. Die will ich auf jeden Fall umbringen, bevor ich gehe. Nicht bevor die nicht tot sind. Die mag ich ganz persönlich nicht. Reden wir nochmal mit dem Treasure Hunter. Wie heißt du eigentlich? Ich bin Mikey. Was? Zouave und Debonair. Treasure Hunter of Broken Hills. Okay, Treasure Hunter. Sag mir nicht, du hast nicht von uns gehört. Dir wurde nie die Geschichte von Fast Mickey erzählt? Of his running gun battles. Von seinen laufenden Schusskämpfen. Seinen zweifäustigen Aktionen. Plünder... Eskapaden. Nee, habe ich nie davon gehört. Naja, dann verpasst du aber was, mein Freund. Eines Tages werde ich dir die glorreichen Details erzählen. Okay. Ich werde es heiß ersehnt erwarten. Aber ich habe heute leider auch wieder keine Riches für dich gefunden. Keine Schätze, die irgendwo rumgelegen sind. Naja, ich schätze mal, das sollte mich nicht wundern. Ja, den Dialog hatten wir schon. Ach, Lenny macht das schon. Lenny kriegt das schon hin. Jetzt muss ich wirklich mal gucken. War ich bei Markus schon drin?
Habe ich schon geguckt, ob ich hier plündern kann? Die Tür ist offen, ne? Aber das könnte auch ein Begleiter gerade gewesen sein. Ah, guck mal. Zigaretten und eine Gummipuppe. Auch ein neues Item. Eine aufblasbare Sexpuppe. Das Modell heißt Tandy. Okay. Hier habe ich auch mit allen geredet. Hier ist wieder das Gefängnis, da gehe ich nicht mehr rein. Da haben wir schlechte Erfahrungen gemacht. Ich gehe nochmal da hinten. Die sind doch safe da hinten irgendwo, dieses Ehepaar. Die sind doch da hinten in irgendeinem Haus. Ich speichere mal lieber. Ich sollte nicht immer auf dem gleichen Savegame speichern. Irgendwann speichere ich mal und sobald ich aus dem Speichermenü rauskomme, sterbe ich. Durch irgendwas Blödes. Instant. Und dann habe ich nur noch ein Savegame. Ihr seid's doch, oder? Ihr seid die doch. Einige meiner besten Freunde sind Mutanten und Ghouls. Das klingt verdächtig. Das klingt verdächtig nach jemandem, der Probleme mit Mutanten und Ghouls hat. Einige meiner besten Freunde. Wo ist die Quest? Soll ich sie gleich umbringen? Ich weiß doch genau, was ihr vorhabt. Aber ich kann leider noch nichts machen gegen euch. Das kommt vielleicht noch. Was war hier gleich nochmal? Ich erinnere mich noch an, wie der alte Set. Ich mag Kartoffeln. Ich mag sie gestampft. Ich mag sie frittiert. Ich kann das verstehen. Ich brauche ein Nickerchen. Und die Ghoul-Quest, der war doch auch hier, oder? Der Ghoul, der diese... ich verstehe das alles nicht. Na gut, reden wir mal mit der Pflanze. Ah, schönes Wetter haben wir heute, was? Bist du irgendwie mit dem Wissenschaftler verbunden, mit dem, den ich schon getroffen habe, zufällig? Ah ja, der Professor. Er hat mich gewachsen lassen. Von einer kleinen Spore und mich großgezogen. Aber ich habe schon im frühen Alter erkannt, dass das kein... where to act as smart... Ach so, dass wenn ich mich so klug präsentieren würde, wie ich wirklich bin, dann hätte er mich in kleine Stücke geschnitten, um Experimente an mir durchzuführen. Also habe ich dumm gespielt und bin hier nach draußen gepflanzt worden. Es ist schön, aber ich mag es, mich hier ein bisschen ausbreiten zu können, weißt du? Vielleicht werde ich ja irgendwann mal irgendwo anders hingepflanzt. Was willst du? Ich suche nach einem besseren Ort, an dem ich sein könnte. Hier ist alles gut und schön, aber diese Pflanzen sind nicht gerade sehr gesprächig. Kamora, danke schön für dein Mitgliedwerden auf YouTube. Das ist sehr, sehr cool von dir. Freut mich sehr. Dankeschön. Diese Pflanzen sind nicht mehr gesprächig. Ich dachte, da drüben bei dem Gebäude mit den ganzen Ghouls, das wäre doch ein schöner Ort. Ja klar, machen wir. Wunderschön. Ich bin sehr, sehr glücklich darüber. Hol bitte einfach eine Schaufel und dann komm zurück. Wenn du fertig bist, dann erzähle ich dir vielleicht ein Geheimnis, mein Freund. Ich hoffe, du, wirst weiterhin erblühen, wie du es jetzt schon tust. Ich habe zufälligerweise eine Schaufel hier. Lass uns gleich loslegen. Oh, ich bin so aufgeregt. Ich könnte mich selbst bespohren. Los geht's. Oh, der Boden hier fühlt sich irgendwie so
anders an. Sauberer irgendwie. Vielleicht, weil ich ihn mir nicht mit diesen anderen Pflanzen teilen muss. Oh ja. Wenn du jemals wieder dem Professor und seinem Skorpion begegnest, dann erinnere dich an folgendes Schachmanöver. Es heißt die fliegende Leberattacke. Der Skorpion kann nichts dagegen tun. Oh, danke, das werde ich versuchen. Tschüss. Fliegende Leberattacke, let's go. Skorpion, ich will ein Rematch. Wo war der Professor gleich nochmal? Hier? Warst du hier? Nein. Hier? War der da drüben? Professor? Ich komme. Professor, ich will ein Rematch gegen deinen Skorpion. Hat keine genauen Gründe, frag nicht nach. Lass mich einfach nochmal Schach spielen. Smart Test. Yep, ich bin bereit. Fliegende Leber und Schachmatt. Oh oh, der Skorpion wird wütend. Er ist ein schlechter Verlierer. Ich hau ihn. Bringt leider nicht viel. Ich habe nicht mal mein Messer ausgerüstet. Aber die Kavallerie kommt schon. Tja, Zulik macht kurz einen Prozess, da kennt er nichts. Das tut mir jetzt leid. Oh, guck mal, der hatte eine Brille sogar auf. Nein, das tut mir voll leid. Oh, meine Tragekapazität ist auf Maximum. Wie konntest du nur den Skorpion töten? Ich war so nah dran. Das tut mir auch wirklich jetzt leid. Das war jetzt auch, aber der hat mich angegriffen. Ich kann auch nichts dafür. Zulik, möchtest du bitte mir ein bisschen Sachen abnehmen? Ich weiß nicht, ob das noch ein wichtiges Questobjekt ist. Ich glaube nicht. Ich habe hier voll viele Nahkampfwaffen, die wir nicht mehr brauchen. Ja, nimm das mal. Das wird schon helfen. Hat Fallout 1 eine deutsche Sprachausgabe und englischen Text? Ja, das ist Fallout 2 und das ist quasi die deutsche Version mit dem Restoration-Mod gemoddet. Das ist ein Mod, der quasi so aus dem Spiel entfernte Inhalte wieder ins Spiel hinzufügt und das Spiel insgesamt ein bisschen repariert. Das heißt aber auch, dass sämtliche Dialoge, die im englischen Original irgendwie Fehler hatten, Rechtschreibfehler oder irgendwie falsch waren oder nicht schön waren, neu oder umgeschrieben wurden. Und das überschreibt quasi auch die deutschen Texte. Deswegen ist jetzt hier so ein Mischmasch aus deutschen Texten und englischen Texten. Und manche Charaktere wurden neu synchronisiert durch den Mod und die reden dann auch Englisch. Deswegen ist das jetzt hier alles so ein bisschen, ne? Englisch-Deutsch gemischt. Naja. Kann ich die aufsetzen? Tja. Ich habe die jetzt auf. Habe ich beschlossen. Na gut. Hätten wir das auch. Das hat nicht viel gebracht. Das war ziemlich gemein. Ach doch, 500 Erfahrungspunkte. Reden wir nochmal mit der Pflanze. Vielleicht hat die nochmal was dazu zu sagen. Ah, mein Freund, du bist zurück. Das ist wirklich ein wunderschöner Platz hier. Der Schatten ist auch wirklich perfekt. Und die Gesellschaft ist einfach wirklich atemberaubend. Dieser Typhon. Was für ein Scherzkeks. Er schafft es wirklich, dass meine intellektuellen Säfte fließen. Was war das gleich nochmal wegen Schach? Ja, bla 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 bla. Ja, okay, passt schon. Okay, die haben aber immer noch nichts. Ah, hier ist noch jemand. Ja, dich habe ich gesucht. Oh Gott. Den habe ich nicht gefunden. Ich wusste doch, dass der hier wohnen muss. Hab mit allen geredet, nur mit ihm nicht. Also, howdy, Partner, Kiddo. Willkommen in meinem alten Ghoulhaus. Oder ein altes Ghoulhaus? Ja, das ist irgendwie so ein Running Gag hier. Es gibt keine anderen Ghule als alte Ghule. Wir sind alle steril, weißt du? Aber wir leben extrem lange. Wir sind die erste und letzte Generation von Ghulen.
Und das ist der Ort, wo wir mal für eine Weile uns ausruhen können. Ah, okay. Ich habe noch ein paar andere Fragen. Hast du schon mal irgendwas von einem Gag gehört? Nee. Ach so, ja. Ich hatte sogar mal eins. Aber all die reinsträngigen Menschen haben es gestohlen, um ihren kleinen Garten Eden zu erstellen. Walled City. Ist wahrscheinlich der beste Ort, um eins zu finden. Entweder da oder in der NCA im Süden. Oh, cool. Ich habe noch weitere Fragen. Wer bist du eigentlich? Ich bin Typhon. Hast du schon mal von Seth gehört? Ja, im ersten Teil. Er hat diese alte Stadt damals, Necropolis, geleitet. Ich bin sein Sohn. Ich bin, bevor die Radioaktivität uns getroffen hat, geboren. Ich bin aufgewachsen in diesem mutierten Zustand. Für mich war es nie anders. Erzähl mir ein bisschen was über Seth. Ein totaler Bastard wäre noch eine nette Beschreibung für den alten Mann. Okay. Nachdem er in einen Ghoul durch die Radioaktivität verwandelt wurde, hat er seinen Sinn für Humor verloren. Oder seinen Sinn für Autorität gesteigert. Das kann ich dir sagen. Natürlich hat das irgendwie das Gehirn von uns allen ein bisschen durcheinander gebracht. Ich glaube, dass ich als Ghoul aufgewachsen bin, hat für mich ein bisschen leichter gemacht als für andere. Okay. Als ich noch draußen unterwegs war, habe ich einige... Nee, Quatsch, wirklich, wortwörtlich Rennen. Als ich noch Läufer war, habe ich einige Rennen gewonnen. Haben ganz schön viel Geld verdient, ist aber schon ziemlich lange her. Ich habe alle meine Gewinne nicht zu weit von hier gespeichert, gelagert. Wenn mir jemand ein, zwei Gefallen tun würde, dann würde ich dieser Person vielleicht verraten, wo der Schatz ist. Hallo, Baron und alle, die jetzt noch dazugekommen sind. Was ist der Gefallen? Naja, weißt du, ich bin ein alter Kerl. Und ich komme nicht viel raus. Und ich habe nicht viel Chance auf Action, wenn du verstehst, was ich meine. Deswegen hätte ich gern ein Catpaws-Magazin. Finde eins für mich. Okay, können wir machen. Ein Pornoheftchen. Wundert mich, dass wir noch keins haben, ehrlich gesagt. Aber gut. Ich hoffe, ich habe nicht schon irgendwo eins verkauft. Ich sollte auch mal Fallout 2 spielen, nicht immer nur bei dir ansehen. Also, ich kann das wirklich empfehlen. Fallout 2 ist auch noch wirklich so ein klassisches Rollenspiel, wo der Charakter, den du dir erstellst, wirklich sehr starken Einfluss auf das Spiel hat und auch auf die Quests, die du überhaupt bekommst und wie du sie lösen kannst. Deswegen ist schon jeder Playthrough wirklich sehr einzigartig. Also, selbst wenn du es bei mir schon gesehen hast, lohnt es sich, glaube ich, immer noch, das Spiel selber zu spielen, weil du sehr viel eigene Sachen erleben wirst. Und ich schau gerade auf die Uhr und muss euch mitteilen, dass wir jetzt Schluss machen für heute. Wir haben hier in der Stadt noch ein, zwei Sachen zu erledigen. Aber eventuell müssen wir wirklich erst den Minengenerator reparieren, bevor wir überhaupt... die andere Quest kriegen. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob die Quests zusammenhängen, aber wahrscheinlich. Insofern müssen wir da mal gucken, weil ich will natürlich auf jeden Fall Marcus haben als Begleiter, weil Marcus mit seiner Gatling... Ja, er ist für uns eine größere Gefahr als für unsere Gegner, aber das ist es wert. Morgen dann Dredge. Nee, morgen muss ich mal gucken. Ich werde mal gucken. Ich immer wieder, wenn ich mich daran erinnere, werde ich traurig. Ich werde mal gucken, dass ich das mit Outbreak hinkriege. Vielleicht spielen wir morgen dann ein bisschen Outbreak, da wir das heute jetzt gar nicht gespielt haben. Und ansonsten,
oder wenn wir Outbreak spielen, vielleicht trotzdem auch noch ein bisschen, spielen wir bei Hollow Body weiter. Das sehr Silent Hill-artige Cyberpunk-Spiel, das wir letzte Woche angefangen haben. Bis jetzt hat mich das Spiel ehrlich gesagt noch nicht so wirklich überzeugt. Ich verstehe nicht ganz, warum das so hoch bewertet ist und warum das viele Leute so gerne mögen. Aber ich finde es schon auch ganz nett. Ne? Ich glaube, ich bin mit zu hohen Erwartungen rangegangen, weil die Steam-Reviews sehr positiv von dem Spiel geredet haben. Ich finde es tatsächlich bis jetzt eher ganz cool. Aber cool genug, dass wir definitiv mal noch weiterspielen und gucken, wo uns das noch hinführt. Ob wir es dann durchspielen, entscheiden wir dann. So Folge für Folge, würde ich sagen. Aber genau, für heute machen wir jetzt mal Schluss. Ich bedanke mich herzlich bei euch. Danke für alle Bits, für alle Subs, für jeden Super-Chat und jede Mitgliedschaft auf YouTube. Sehr, sehr nett von euch. Ich habe übrigens für alle, das ist übrigens noch für alle auf Twitch jetzt auch vor allem eine wichtige Information. Wenn ihr Sub hier auf Twitch seid, dann schaut mal auf meinem Discord vorbei, weil dort könnt ihr in einem eigenen VIP-Bereich, erhaltet ihr da Zugriff auf zeitexklusive Videos und teilweise sogar wirklich exklusive Videos, nur für Leute, die mich unterstützen. Wenn ihr mich auf YouTube unterstützt, dann gibt es sowieso immer einen Community-Post, wo ich die Videos verlinkt habe. Und auf Patreon gibt es auch nochmal einen extra Patreon-Post. Also Discord, YouTube und Patreon, das sind die drei Orte, wo man die kriegt. Ich habe heute schon ein Video gemacht, nämlich für euch exklusiv, das ihr sehen dürft und sonst niemand, indem ich euch quasi schon einen kleinen Blick in die Zukunft erhaschen lasse. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich jetzt von euch. Danke nochmal für alles und bis morgen Abend dann. 19 Uhr geht's wieder los. Ciao.